Shapeless. Hey Ben, dein jährlicher Besuch steht ja nun bald schon wieder vor der Tür. Die Zeit vergeht wie im Flug, was? Nun, ich schreibe dir diesen Brief, weil ich dich bitten möchte, schon am Ferienanfang hierher zu kommen. Ich habe nämlich eine seltsame Entdeckung gemacht, die ich dir unbedingt zeigen möchte. Ich werde jetzt nicht zu viel verraten, aber ich versichere dir, dass dich etwas Ungewöhnliches erwartet. Sei gespannt. Außerdem ist es hier, wie du weißt, ziemlich einsam und ich genieße es immer sehr, wenn du kommst. Grüß deine Mama von mir und sag ihr, sie darf sich gerne auch wieder einmal bei mir melden. Ich weiß, sie ist pausenlos beschäftigt, aber ein Anruf ab und zu schadet ja nicht. Im Umschlag findest du Geld für die Anreise plus etwas extra. Ich weiß doch, dass du diese Videospiele magst. Wie sagt man noch gleich? Shooter? Jedenfalls freue ich mich auf dich, mein Schatz. Bis bald. Alles Liebe, Fiona. Leise begann der Motor des Busses zu rattern, der mich zu meiner Tante bringen würde, die allein in Nordkanada in den Wäldern lebt. Ihr Haus steht abgeschieden auf einem großen, von Wiesen bedecktem Hügel, der von einem unheimlichen Waldstück umgeben ist. Früher hatte ich aber definitiv größere Angst davor als heute. Das Haus hat uns mein Großvater hinterlassen, aber meine Mutter hatte überhaupt kein Interesse daran, so weit abseits zu leben. Fiona ist eine Einzelgängerin, daher verwunderte es mich nicht, dass sie gerne dort einzog. Ich besuche sie, seit ich 4 Jahre alt bin, jedes Jahr. Damals hatte mich meine Mutter noch begleitet. Jedoch haben sie und Fiona sich auseinandergelebt und ich trete die Reise ins Nirgendwo zum 3. Mal ganz alleine an. Schließlich bin ich jetzt schon 17 und kein Kind mehr, das sich nicht selbst in der Welt zurechtfinden kann. Ich habe ein gutes Verhältnis zu meiner Tante. Sie ist eine liebevolle Frau, bei der man sich einfach wohlfühlen kann. Wahrscheinlich liegt es an ihrer ruhigen, einfach gestrickten Art und ihrer Gastfreundlichkeit, die sie niemals verlor, egal ob man sie gekränkt hatte. Ich fragte mich, was sie wohl mit dieser ungewöhnlichen Sache meinte, von der in dem Brief die Rede war, den sie mir vorletzte Woche zukommen ließ. Nachdem der Bus den ganzen Nachmittag durchgefahren war, näherte ich mich endlich dem einzigen kleinen Dorf in der Nähe des Wohnorts von Fiona. Ich musste aber noch ein gutes Stück Fußweg hinter mich bringen, bevor ich den leckeren Kakao genießen durfte, mit dem sie mich jedes Jahr willkommen hieß. Nach einer geschlagenen Stunde Wandern über Stock und Stein erreichte ich den düsteren Wald, den ich nun durchqueren musste, um auf die gegenüberliegende Lichtung zu gelangen, auf der meine Tante wohnte. Ich lief etwas aufgeregt den steinigen Waldweg entlang. Eine kühle Brise ließ die Blätter der zahlreichen Bäume ertönen, in deren Klang ich mich gerne verlor. Die bunten Vögel auf den Bäumen begleiteten das Rascheln mit ihren idyllischen Liedern und verfolgten jeden meiner Schritte. Bei einer Weggabelung angekommen, blieb ich verdutzt stehen und bemerkte etwas Ungewöhnliches auf dem Boden. Ich ging in die Hocke und untersuchte es neugierig. Es war ein schwarzes, modriges Sekret und nichts, das ich mit etwas mir Bekanntem hätte verbinden können. Es roch überraschenderweise angenehm süßlich. Bemerkte ich verwundert und richtete mich auf. Auf einmal war alles ruhig. Kein Blätterrascheln mehr, kein Vogelgezwitschere. Der Wald schien nach und nach an Farbe zu verlieren und wurde seltsam gräulich. Mein Körper fühlte sich auf einmal betäubt an und ich schnellte verwirrt nach links und rechts, um die Quelle meiner Bedrücktheit ausfindig zu machen. Plötzlich huschte etwas an den Bäumen in meiner Nähe vorbei und ich hörte ein leises, unheimliches Wimmern aus der Richtung des vorbeischnellenden Schattens. Ich war ein paar Sekunden wie in Trance und fixierte mit meinem Blick einen Baum, hinter dem ich den Schatten vermutete. Eine gefühlte Minute verstrich und ich wurde das Gefühl nicht los, beobachtet zu werden. Doch es passierte nichts mehr. Dann kehrte langsam wieder Leben in den Wald zurück und ich löste mich aus meiner Starre. Was zum Teufel war das? Schließlich verließ ich den Wald, nachdem ich den Rest des Weges gerannt war, um so schnell wie möglich dieses verwirrende Erlebnis hinter mir zu lassen.
Ich trat hinaus in die Abendsonne, die das Haus meiner Tante beleuchtete, wie eine Oase inmitten von zur Bewegung des Windes tanzenden Büschen und Wiesen. Als ich die von Erde bedeckten Stufen der langen Steintreppe hochlief, drängte mir mein Verstand wieder Gedanken über das Vorherige auf. Hatte mir meine Fantasie einen Streich gespielt? Was hatte dort hinter den Bäumen so entsetzlich gewimmert? Ich konzentrierte mich wieder auf den Weg und näherte mich achtsam dem Garten von Fiona, in dem sie viel Zeit verbrachte. Seltsamerweise sah er diesmal nicht gerade schön aus. Die Blumen ließen ihre Köpfe erschöpft hängen und verloren allmählich ihre Farbe. Auch die sonst so aufgeweckten Frösche ließen heute ihr Quarkkonzert aus. Ich ließ meinen Blick über die Veranda und die Fassade des Hauses wandern. Irgendwie wirkte der Ort allgemein bedrohlich und trist. Warum hatte er seine märchenhafte Wärme verloren? »Fiona? Ich bin hier!« rief ich mit etwas angespannter Stimme, als ich die knorrige Treppe der Veranda in Richtung Eingangstür hochschritt. Als sich nach meinem Ruf nichts tat, öffnete ich die Tür und ging vorsichtig ins Haus. Hier roch es eigenartig und die Möbel schienen seit einiger Zeit nicht mehr abgestaubt worden zu sein. Das passte so gar nicht zu Fiona, denn sie war die Sauberkeit in Person. »Hallo?« rief ich abermals. Dann hörte ich ein lautes Krachen aus der Küche. Behutsam setzte ich einen Fuß vor den anderen und sperrte hinein. Meine Tante stand mit dem Rücken zu mir und schaute geradewegs auf die Wand. Es schien, als hielte sie etwas in beiden Händen. »Tante, ich bin da«, sagte ich vorsichtig und wartete auf eine Reaktion ihrerseits. Schnell drehte sie sich zu mir um. »Ben, wie schön, dich zu sehen«, schrie Fiona alarmiert und bot mir sogleich den Kakao an, den sie mit beiden Händen festhielt. Ihr schwarzes, langes Haar war sehr ungepflegt und zerzaust. Auch ihre sonst so saubere Kleidung hätte dieses Mal wohl keinen Wettbewerb gewonnen. Sie trug ein weißes, abgetragenes Kleid, übersät von Flecken und kleinen Rissen, als wäre sie sich im Waldboden wälzen gegangen. Den Kakao stellte sie unsorgsam auf den Tisch, so dass er was Flüssigkeit überschwappte und sich auf der schon ziemlich dreckigen Tischdecke ein ranziger Fleck bildete. Ich wusste nicht recht, was ich davon halten sollte, willigte aber ein, mich hinzusetzen. Nur ein kleiner Schluck des Getränks hatte ausgereicht, um mir aufzuzeigen, hier stimmte etwas überhaupt nicht. Die Milch darin war klumpig und säuerlich. Außerdem war so viel Kakaopulver darin, dass es mir eher vorkam, als müsste ich das Getränk essen statt trinken. Von Fiona wurde ich nicht aus den Augen gelassen. Jede meiner Bewegungen wurde penibel beobachtet und sie lächelte künstlich, so dass es mir kalt den Rücken runterlief. »Fiona, ist alles klar bei dir?« fragte ich zögerlich. Sie starrte mir genau auf den Mund, während ich sprach. Als ich meine Frage gestellt hatte, gab es eine äußerst sonderbare Pause, in der sie sich eine Antwort zu überlegen schien. Nach kurzem Abschweifen fixierte sie meine Augen und antwortete: »Es geht mir gut. Ich bin so glücklich. Jetzt bist du hier, Ben. Ich hab so lange auf dich gewartet.« Natürlich blieb ich misstrauisch bei einer so mechanischen Antwort. Sie bat mich, ihr in den zweiten Stock zu folgen, denn sie wollte mir meine Schlafstätte zeigen. Wer sagt denn sowas? Oben angekommen führte sie mich in ein kleines Gästezimmer. Auch hier war Staub auf den Möbeln und einige Spinnenweben in den Ecken des Raumes zu finden. Das Bett war komischerweise frisch bezogen, wenn man das überhaupt bezogen nennen konnte. Es schien, als hätte die Person, die es gemacht hat, nicht viel Ahnung davon gehabt, denn ein Teil der Decke war in den Kissenbezug gestopft worden und das Kissen in den Deckenbezug. Ich schaute naserümpfend meine gespielt fröhliche Tante an und wusste nicht, ob ich lachen oder möglichst schnell einen Abgang machen sollte. »Magst du es hier, Ben? Fühlst du dich wohl? Ich würde gerne da...« Abrupt schwieg sie mitten im Satz und schaute auf einmal gespannt aus dem Fenster. Es dämmerte bereits. Wieder setzte sie ein Lächeln auf und fuhr fort. »Du bist bestimmt müde, hä? Na, du solltest jetzt schlafen, Ben. Vergiss nicht, deine Zähne zu putzen. Und fühl dich wie zu Hause. Ich muss etwas erledigen. Wir können uns morgen wieder unterhalten.«
Wie vorprogrammiert machte sie kehrt, verschwand im gegenüberliegenden Schlafzimmer und knallte die Tür zu. Schlafen um 22 Uhr? Zähne putzen? Naja, wieso sollte mich noch irgendwas hier überraschen? Verwirrt schloss ich meine Tür ebenfalls, stellte meinen Rucksack in die Ecke, schmiss mich auf mein Bett und drückte gelangweilt auf meinem Handy herum. Nur eine Nachricht. Meine Mutter fragte, ob ich gut angekommen sei. Ich schrieb ihr zurück, dass soweit alles in Ordnung ist. Bewusst ließ ich die verrückten Vorkommnisse der letzten Stunden weg. Ich wollte meine Mutter nicht damit belasten, bis ich selbst wusste, was hier genau vor sich ging. Kaum wurde die Nachricht übermittelt, vernahm ich erneut ein Krachen. Diesmal aus dem Zimmer, in dem sich meine Tante aufhielt. Ich ging leise zum Eingang meines Zimmers und horchte an der Tür. Fiona stürmte aus ihrem Schlafzimmer, lief die Treppe runter und verließ das Haus. Ich hielt einen Moment inne, entschied mich aber dann dafür, ihr zu folgen. Ich wollte wissen, was zum Teufel hier los ist, und ihr zu folgen schien die beste Chance zu sein, dies herauszufinden. Ich schaute aus dem Fenster, um beurteilen zu können, wo sie genau hinlief, und sah, wie sie einen schmalen Pfad in Richtung Wald hinunterging. Nun eilte auch ich aus dem Haus, hängte mich an sie dran und bewegte mich mit möglichst viel Abstand wie ein Ninja in den Schatten der umliegenden Flora. So wie ich den Wald betrat, hatte sich das Sonnenlicht verabschiedet und ich fühlte mich umzingelt von Unbehagen und Kälte. Leise schritt ich voran. 4, vielleicht 5 Minuten verstrichen, ohne dass ich Fiona noch einmal gesehen hatte. Instinktiv ging ich einfach weiter und hoffte, bald auf eine neue Spur zu stoßen. Doch langsam verlor ich die Hoffnung und ich dachte, ich müsse wieder umkehren, um mich nicht in dem Wirrwarr von Gestrüpp und Gewächsen zu verirren. Falls sie morgen wieder das Haus verlässt, würde ich vorbereitet sein, sagte ich zu mir selbst und machte mich begleitet von eisiger Entmutigung auf den Rückweg. Oh, verdammt! Schrie ich auf, als ich am nächsten Morgen erwachte und Fiona über mich gebeugt mit steifer Haltung dastand und mich finster angrinste. Es ist bereits Nachmittag, Ben. Ich habe dir was zu essen gemacht, meinte sie mit einem Blick, der am besten mit fröhlicher Ausdruckslosigkeit beschrieben werden konnte. Ja, ich komme gleich, antwortete ich müde und wies sie mit der Hand an, das Zimmer zu verlassen, um mir Zeit zu geben, mich fertig zu machen. Natürlich verstand sie das nicht und blieb angewurzelt stehen, so als würde sie bei einem wichtigen Telefonat in der Warteschleife hängen. Natürlich, dachte ich genervt, räusperte mich und erläuterte ihr deutlich und in ganzen Sätzen, wie meine Lehrerin gesagt hätte, meinen Wunsch. Ich werde gleich nachkommen. Geh bitte runter und warte in der Küche, Fiona. Sie lächelte, nickte und ging langsam und wie ferngesteuert aus meinem Zimmer. Hatte sich meine Tante irgendeine psychische Krankheit zugezogen oder was? Verstört kramte ich meine Zahnbürste aus dem Rucksack und ging aufs Klo. Auch dieser Raum wirkte, als hätte ihn länger niemand mehr benutzt. Die Zeitung, die neben der Toilette lag, war über 2 Wochen alt. Fiona mochte keine Zeitungen, aber sie liebte die darin enthaltenen Kreuzworträtsel. Jede Woche im Jahr, die ich hier verbrachte, unternahmen wir an einem Tag etwas und fuhren zusammen in das nahegelegene Dorf, um zu essen, zu spazieren, uns zu unterhalten und so weiter. Jedes Mal, wenn wir dann am Zeitungsstand vorbeikamen, kaufte sie sich eine neue Zeitung. Deshalb wurde ich schon recht nachdenklich. War sie seit 2 Wochen durchgehend hier? Ich musste ihr unbedingt heute Nacht wieder folgen. Nachdem ich meine Zähne geputzt und mich gewaschen hatte, ging ich vorsichtig die Treppe herunter und schielte in die Küche. Fiona stand neben dem gedeckten Tisch. Komischerweise sah er ziemlich gut gedeckt aus. Sogar das Essen machte etwas her. Ich sperrte durch den Raum. Da fiel mir eine Mikrowellenfraßpackung auf und ich dachte mir, dass wohl selbst sie bei der Mikrowellenzubereitung nicht viel falsch machen könne. Obwohl ich mich ein wenig scheute, ihr näher zu kommen, gab ich mir einen Ruck, setzte mich auf den Stuhl und fing an zu essen. Streng beobachtet, natürlich. Gestern hast du den Kakao nicht gemacht, hä? Ich habe deine Reaktion beobachtet und dir heute einen besseren gemacht. Die Milch war nicht mehr gut, nicht wahr? Im Keller habe ich noch welche gefunden, äußerte sie erfreut und stellte mir eine neue Tasse hin.
Obwohl ich es fraglich fand, warum sie so etwas Einfaches neu lernen musste, hielt sich meine Verwunderung aufgrund der jüngsten Ereignisse doch in Grenzen. Ich probierte den Kakao und wieder war zu viel Pulver darin. Jedoch versuchte ich, meine Enttäuschung zu verbergen. Ohne Erfolg. Denn Fiona musterte mein Gesicht, verlor ihr Lächeln und wurde immer zorniger. Er ist nicht gut, oder? Nicht gut genug! Nein, nein! Schrie sie plötzlich auf, griff nach der Tischkante und wuchtete den Tisch samt Geschirr mit nur einer Hand an die Decke, sodass es Scherben und Holzsplitter regnete. Fassungslos wich ich zurück und betrachtete das verursachte Chaos. Meine Tante ist ein Monster. Ich traute mich kaum, sie wieder anzusehen, denn ich war mir sicher, ihre Augen hatten in dem Moment, als sie am wütendsten war, kurz aufgeleuchtet. Außerdem roch es leicht süßlich und ich erinnerte mich an das Sekret, das ich im Wald gefunden hatte. Was hatte sie damit zu tun? Ich sah im Augenwinkel, wie sie ruhig neben mir stehen blieb. Scheu hob ich meinen Kopf und blickte ihr ins Gesicht. Sie lächelte wieder und meinte, »Keine Sorge, ich mach dir einen neuen Kakao.« Nach diesem Ereignis hielt ich es für das Beste, mich von Fiona bis zu ihrem nächtlichen Ausflug fernzuhalten. Ich sagte ihr mit leicht zitternder Stimme, ich hätte noch wichtige Dinge zu tun und würde lieber heute nichts mehr unternehmen wollen. Sie nickte nur, lief mir aber strahlend nach, bis ich in meinem Zimmer war und mit unterdrückter Anspannung die Tür vor ihrer Nase schloss. Erschöpft lehnte ich an die Tür, sank langsam auf den Boden und stieß einen erleichterten Seufzer aus. »So eine Scheiße«, fluchte ich leise und versuchte, einen klaren Kopf zu bewahren. Ich musste nur durchhalten und Fiona verfolgen, wenn sie das Haus verließ. Sicher könnte man so herausfinden, was mit ihr passiert ist. Es musste klappen. Kurz richtete ich mich auf und guckte durch das Schlüsselloch. Sie stand immer noch still vor der Tür, und ich hörte ihren leisen, furchteinflößenden Atem. Ein paar Stunden bestehend aus purer Langeweile verstrichen, und dann wurde es endlich langsam dunkel. Ermunternd klopfte ich mir ein paar Mal auf die Wangen. Ich war startbereit. Und tatsächlich, als ich erneut durch das Loch in der Tür sah, lief sie erst unruhig herum und brach dann in Richtung Haustür auf. Nun hieß es schnell sein. Ich nahm denselben Weg aus dem Haus und gab mir die größte Mühe, Fiona nie aus den Augen zu verlieren. Sie blickte nicht nach hinten, daher hatte ich einen großen Vorteil, unentdeckt zu bleiben. Wir betraten kurz nacheinander das Waldstück im Süden des Hauses. Wieder fühlte ich die Kälte und Bedrücktheit dieses verfluchten Waldes, doch hielt ich es aus, da ich zu sehr damit beschäftigt war, meiner verrückten Tante zu folgen. Nach einiger Zeit sprang sie auf einen umgefallenen Stamm und lief nicht mehr weiter. Ich hastete hinter einen Baum, trat aber wie in den billigen Horrorfilm auf einen blöden, brüchigen Ast, der sogleich zersprang und ein hörbares Knacken von sich gab. Ich versuchte krampfhaft nicht nervös zu werden und beruhigte meine Atmung, während ich darauf hoffte, verborgen zu bleiben. Einen Moment später traute ich mich zu spähen. Fiona war nicht mehr da. Ich lief trotzdem ein Stück weiter, aber wieder war sie wie vom Erdboden verschluckt. »Du Idiot!« beleidigte ich mich selbst und wollte wieder kehrt machen. Doch dann vernahm ich in der beklemmenden Schwärze ein kaum wahrnehmbares Kichern und bemerkte ein fahles Lichtchen, das durch die vielen Äste drang. Offenbar hatte ich mein Ziel doch erreicht. Begleitet von Angst lief ich auf die Quelle des Lichts und der Geräusche zu und fand einen kleinen Eingang zu einer Höhle im Fels. Ich musste all meinen Mut zusammennehmen, um nicht von der gespenstischen Atmosphäre hier vertrieben zu werden. Das Kichern und Keuchen wurde lauter, als ich wachsam durch die feuchte, süßlich riechende Höhle schritt. Auf einmal waren die Geräusche fort. Das Licht brannte aber noch und ich ging still weiter, bis sich der Gang zu einem Gewölbe ausweitete. »Es ist ruhig, zu ruhig«, dachte ich und schmunzelte trotz meiner fürchterlichen Situation
dass mir dieser 0815 Film-Klischeesatz in den Sinn kam. Ich lief einige Meter weiter und betrat einen schmalen Nebengang. Dann sah ich sie. Fiona war über einen seltsamen Haufen gebeugt und machte sich daran zu schaffen. Ich konnte nicht genau erkennen, was es war, und trat einen Schritt näher. Nicht zu überhören war der Knacks, der von dem unter meinem rechten Schuh zerspringenden Knochen ausging und durch die kleine Felsgrotte hallte. Fiona erhob sich und drehte sich langsam um. Ihr Gesicht war verschmiert mit Blut und Dreck. Schwarze Klauen ragten aus ihren Armen, die sich aber plötzlich verformten und wieder zu normalen Händen wurden. Sie starrte mich an, während sie bedrohlich mit ihrem Nacken knackte und schwarz-fauliges Sekret aus ihrem zerrissenen Mund geiferte. Mir stockte der Atem. Was bist du? Und wo ist Fiona? Fragte ich stotternd. Die Kreatur beäugte mich eingehend und sprach mit einer tiefen, dämonischen Stimme: Ich bin Fiona. Und grinste mich verstohlen an. Dann griff sie mit ihrer linken Hand nach einem verdreckten Tuch, das über dem bizarren Haufen hinter ihr lag, zog daran und fuhr fort: Jetzt jedenfalls. Mir wurde übel und ich übergab mich auf der Stelle, als ich den in ein Dutzend Stücke zerteilten Körper meiner Tante identifizierte. Die Haut war schon halb vermodert und troff von der Absonderung dieses Ungeheuers. Sie ist nicht mehr gut, wie die Milch. Ich brauche eine neue Form, Ben. Deine Form. Komm her, ich mache dir einen Kakao. Befahl der Dämon in ruhigem Ton und wies mich an, näher zu treten. Ich fühlte pures Entsetzen. Ich wollte nur noch, dass dieser furchtbare Ausflug ein Ende findet. Aber ich wusste, ich würde hier sterben, wenn ich nichts unternehme. Und dann kam mir eine Idee. Es war idiotisch, aber ich versuchte es trotzdem, jetzt oder nie. Oh mein Gott, was ist das? Brüllte ich und zeigte hinter das Monster an die Wand. Abwesend für einen kurzen Augenblick schaute es hinter sich und bereitete mir dadurch eine Lücke, in der ich handeln konnte. Ich hob schnell den spitzen Knochen vom Boden auf, schnellte nach vorne und rammte ihn dem Vieh so hart in den Rachen, dass das faulige Sekret in einer riesigen Fontäne rausgeschossen kam. Es hechelte, veränderte schnell wieder und wieder seine Gestalt von Fiona zurück zu seiner natürlichen Form. Nein, du verdirbst alles. Mensch sein, röchelte es, ging entkräftet zu Boden und bewegte sich nach einigen letzten Zuckungen nicht mehr. Ich hatte es tatsächlich geschafft. Ich hatte meinen Gegner bezwungen und ich hielt inne. Angsterfüllt bemerkte ich, wie die Kreatur seine Klaue in die Leiche meiner Tante bohrte. Die menschliche Haut des Monsters schmolz langsam dahin, tropfte von seinem teuflischen Körper und brachte nach und nach seine wahre Form zum Vorschein. Die Wunde an seiner Kehle begann sich brodelnd zu schließen, die knallroten Augen fingen Feuer. Langsam erhob es sich und erblickte mich mit totem Ausdruck im Gesicht. Lauf, kleiner Mensch! Ich wirbelte herum und sprintete durch die Tunnel nach draußen. Es war immer noch finstere Nacht. Obwohl ich die Hand vor Augen nicht sehen konnte, hechtete ich panisch über und durch das Gehölz, verfolgt von demselben finsteren Wimmern, das ich zu Anfang dieses Albtraums im Wald gehört hatte. Ich erreichte den Waldrand, sprang zwischen den Hecken hervor wie von Tollwut getrieben und eilte dem Pfad zum Haus hinauf. Völlig außer Atem schlug ich die Tür hinter mir zu und flüchtete in die Küche. Verstecken! Ich musste mich verstecken! Hastig wirbelte ich herum und suchte nach einer Möglichkeit, mich zu verbergen. Die alte Besenkammer! Ich riss die Tür auf, sprang in den engen Raum und versuchte, den immer näher kommenden Lärm zu ignorieren. Ich musste mich beruhigen oder ich war verloren. Energielos verharrte ich in dem stillen Kämmerchen. Dann wurde es für einen Moment totenstill. Ich versuchte, durch das Schlüsselloch zu erkennen, was vor sich ging,
aber sah nur die zwei feurigen Augen des Viehs durch die Fensterscheibe hindurchscheinen. Ich erschrak, als es wie aus dem Nichts durch die Scheibe bretterte und vor meinem Versteck stehen blieb. Hatte es mich gesehen? Mein Schweiß tropfte von meinem Körper. Nervös suchte ich den Boden nach einer Waffe ab. Das Einzige, das irgendwie nützlich schien, war eine Tube mit einer mir unbekannten Flüssigkeit. Oh, scheiß drauf, dachte ich und umklammerte die Tube mit beiden Händen. Der Dämon stieß einen markerschütternden Schrei aus und riss die Tür der Kammer einfach aus den Halterungen. Ich nutzte meine Chance erneut und spritzte die Flüssigkeit in seine feurigen Augen. Geblendet stolperte das Wesen in der Küche umher. Was nun? Voller Panik kramte ich das Messer aus den Resten des zertrümmerten Tisches, sprang dem Dämon auf den Rücken und stach wie wild auf seinen Kopf ein. Sekret, Blut und kleine schwarze Hautfetzen spritzten in der Küche umher, während das Monster stöhnend auf die Knie fiel. Müde kippte ich neben meinen Gegner. Ich war am Ende. Meine Sicht verfinsterte sich immer weiter und ich fühlte, wie ich langsam ohnmächtig wurde. Ben, töte ihn! Wenn du deinen Feind geschwächt hast, musst du es zu Ende bringen. Du darfst jetzt nicht schlapp machen, ertönte es in meinem Kopf. Mein Verstand hatte sich gemeldet und zur Abwechslung mal etwas Sinnvolles gesagt. Ja, es musste sein. Ich raffte mich unter Anstrengung wieder auf. Mein Widersacher keuchte und hustete, wand sich am Boden wie ein Wurm. Ich stützte meine Knie auf seinen Kopf und hielt ihn nach unten. Ich atmete zweimal tief ein und aus. Mein Messer durchdrang seinen Hals. Dann stocherte ich wie die Bestie, die vor mir lag, darin herum, bis der Kopf sich löste und ruhig in einer Pfütze aus Schleim und Eingeweiden lag. Ich konnte es nicht glauben. Ich hatte es nun endlich geschafft. Ich habe... Was zum... Ben, nun wach schon auf, oder du kommst zu spät zu Tante Fiona. Die Falltür im Keller. Was dahinter lauert, hätte für immer unentdeckt bleiben sollen. Ich glaube, es ist an der Zeit, es mal laut auszusprechen. Es ist nicht mal so gruselig, in deinem Keller zu schlafen, wie es das war, als wir noch klein waren, sagte Harry, während er lethargisch auf seinem Schlafsack lag. Einen Arm an den Kopf gestützt, mit dem anderen kratzte er sich den Bauch, welcher unter seinem Shirt herausguckte. Eli stimmte dem nur mit einem widerwilligen »Mhm« zu. Die beiden Jungs waren seit ihrer Vorschulzeit beste Freunde und das uralte Kinderritual der Übernachtung war lange Zeit einer ihrer Lieblingsbeschäftigungen gewesen. Obwohl sie meistens in den Schlafzimmern des jeweils anderen schliefen, wählten sie manchmal auch weniger konventionelle Schlafplätze, um die Sache interessant zu halten. Sie schliefen in ihren Wohnzimmern, zelteten in ihren Hinterhöfen und vor ein paar Jahren hatten sie versucht, die Nacht auf dem Friedhof der Stadt zu verbringen. Diese Mutprobe hatten sie beide verloren, noch bevor die Sonne unterging. Die Begegnung mit einem sanftmütigen älteren Herrn, der nach anfänglicher Zurückhaltung eine ziemlich morbide Vorliebe für Friedhöfe zugab, hatte ihnen einen gehörigen Schrecken eingejagt. Keiner von ihnen wollte herausfinden, was er nach Einbruch der Dunkelheit anstellen würde. Trotz dieses Missgeschicks war der einzige Ort, an dem sie geschlafen hatten und der ihnen wirklich Angst gemacht hatte, Elis Keller, aber keiner von ihnen konnte sich wirklich erinnern, warum. Er war nicht einmal baufällig. Es war ein voll ausgebauter Keller mit Bad, Waschsalon und einem großen Aufenthaltsraum. Zugegeben, er war etwas spärlich möbliert und in der Ecke stapelten sich eine Menge Vorratsbehälter. Aber wo sollte man sonst so etwas lagern, wenn nicht im Keller? Vielleicht war es nur die ungewohnte Perspektive, sich unter ebenerdigen Fenstern zu befinden, oder das klaustrophobische Gefühl der Verletzlichkeit, das sich einstellte, wenn man unter der Erde und unter einem ganzen Haus befand. Aber als die Jungs das letzte Mal versucht hatten, unten zu schlafen, waren sie beide schreiend nach oben gerannt und hatten sich geschworen, sich nie wieder nach unten zu wagen.
Das war nun schon Jahre her und keiner von ihnen konnte sich genau daran erinnern, was es gewesen war, das sie so sehr erschreckt hatte. Wahrscheinlich war es nur ein Waschbär oder ein Opossum oder etwas anderes, das damals ans Fenster kam, schlug Eli vor. Selbst für kleine Jungs waren wir damals ziemlich große Weicheier. Ich bin weder jetzt ein Weichei, noch war ich damals eins, erwiderte Harry mit einem Anflug von spöttischer Entrüstung. Und ich glaube, das war es damals auch nicht. Ich erinnere mich, dass ich vor etwas geflohen bin, vor etwas, das hier unten bei uns war. Na, das war damals unsere Einbildung. Wir waren jung genug, dass es uns Angst machte, ohne die Aufsicht eines Erwachsenen zu sein. Und hier unten allein zu sein, fühlte sich praktisch an, als wären wir allein zu Hause. Jeder Schatten oder jedes Geräusch hätte uns wie ein Monster erscheinen können, erklärte Eli. Aber danke, dass du mit mir nach unten gekommen bist. Es war nicht wirklich cool, so lange Schiss vor meinem eigenen Keller zu haben. Ich hätte das schon vor langer Zeit tun sollen. Du brauchst mir nicht zu danken. Jetzt hast du keine Ausrede mehr, deine Wäsche nicht selbst zu waschen, grinste Harry. Er streckte sich wie eine Hauskatze und gab ein Gähnen von sich, das eher nach aufrichtiger Langeweile als nach Müdigkeit klang. Nun, da das sich in die Hose scheißen vor Angst vom Tisch ist, was willst du den Rest der Nacht machen? Ich glaube, im Schrank sind noch ein paar alte Brettspiele. Wahrscheinlich wurden sie seit Jahren nicht mehr angefasst, schlug Eli vor. Ich bin dabei, lächelte Harry und richtete sich auf. Cool, ich schau mal nach. Kannst du das Sofa ein bisschen zum Tisch ziehen, damit wir uns heraufsetzen können? Fragte Eli. Harry nickte und machte eine bejahende Handgeste. Eli hörte, wie das Sofa unter Anstrengung über den Hartholzboden geschleift wurde, während er selbst den Stapel Spiele durchsuchte. Er verharrte, als er hörte, dass Harry sein Unterfangen abrupt gestoppt hatte. »Na komm schon, du bist doch nicht etwa schon aus der Puste«, stichelte Eli, ohne sich die Mühe zu machen, hinter sich zu schauen. »Ein Typ mit deinen Bauchmuskeln und deinem Bizeps sollte schon in der Lage sein, so ein kleines Sofa ein paar Zentimeter zu ziehen.« »Eli, was ist das?« fragte Harry und sein verzweifelter Tonfall traf Eli völlig unvorbereitet. Er rannte sofort zu seinem Kollegen, um zu sehen, was dieser hinter der Couch gefunden hatte und was ihn binnen eines Wimpernschlags völlig zu verunsichern schien. Es war eine Falltür, eine Luke, die direkt in den Boden eingelassen war und von dem Sofa zur Gänze verdeckt wurde, wobei eine kleine Vertiefung an der Seite die Chance bot, sie zu öffnen. Die beiden Jungs starrten einen Moment lang mit großen Augen auf die Falltür, wobei ihnen alle möglichen Erklärungen und Schlussfolgerungen für ihre Existenz durch den Kopf gingen. »Sag mir, dass du wusstest, dass sie dort war«, stotterte Harry schließlich. »Ich bin doch nie hier unten«, antwortete Eli. »Ja, aber meine Eltern schon. Sie müssen davon wissen. Auf keinen Fall hätten sie eine Falltür im Keller übersehen.« »Die Couch ist ziemlich alt. War die schon da, als deine Eltern das Haus gekauft haben?« fragte Harry. »Ich hab keine Ahnung«, gab Eli zu. »Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die Ersten sind, die die Couch jemals verschoben haben. Ich bin sicher, meine Eltern wissen davon.« Harry kniete sich hin und schob seine Finger unter die Vertiefung. »Was tust du da?« zischte Eli. »Ich muss einfach wissen, was darunter ist«, antwortete Harry und zog so fest er konnte an der Tür, doch sie rührte sich keinen Millimeter. »Ach, siehst du, sie lässt sich nicht einmal öffnen. Wahrscheinlich wurde sie versiegelt, bevor wir überhaupt eingezogen sind, weshalb meine Eltern mir nie etwas davon erzählt haben.« »Ich spüre aber etwas. Etwas Metallisches, wie ein Schloss«, behauptete Harry, während er seine Finger weiter in die kleine Vertiefung schob. »Ja, ich frage mich, ob...« Auf das Geräusch von gleitendem Metall folgte ein leises Klirren und die Tür sprang auf. Ein stechender, muffiger Geruch von Schimmel und abgestandener Luft drang nach oben. In dem Loch befand sich eine steile, schmale Treppe aus verrottenden Holzbrettern, die in den pechschwarzen Untergrund hinabführte. »Heilige Scheiße«, keuchte Harry. »Okay, wir haben also ein zweites Kellergeschoss. Das ist gar nicht so unheimlich. Könnte ein Wurzelkeller oder sowas sein«, zuckte Eli mit den Schultern. »Wahrscheinlich ist er nicht bewohnbar. Deshalb ist er ja auch zugedeckt. Mach die Tür zu und wir fragen morgen früh meine Eltern danach.« Zu Elis Verdruss tat Harry nichts dergleichen.
Er starrte einfach weiter in das schwarze Loch mit einer komischen Mischung aus Angst und Neugier. »Ich muss wissen, was da unten ist«, sagte er entschlossen und griff nach einer Taschenlampe und einem alten Baseballschläger, den er als Waffe benutzen wollte. »Was? Harry, hast du keine Ahnung, wie gefährlich das sein könnte?« protestierte Eli. »Die Stufen könnten brechen. Da unten könnte giftiger Schimmel oder Gas sein. Oder vielleicht sogar etwas Lebendiges.« Harry leuchtete mit der Taschenlampe die Treppe hinunter und stellte fest, dass es nicht mehr als 7 Meter bis zum Boden waren. »So ein Sturz nach da unten wird uns nicht umbringen. Lass uns einfach hinuntergehen und einen kurzen Blick reinwerfen. Dann wissen wir, dass wir nichts zu befürchten haben«, schlug Harry vor. »Ja klar, weil Geschichten, in denen zwei Nerds durch fremde, düstere Tunnel schleichen, immer ein Happy End haben«, erwiderte Eli. »Du hast selbst gesagt, dass es wahrscheinlich nur ein alter Wurzelkeller ist. Hör auf, so eine Pussy zu sein.« »Selbst wenn er ursprünglich dafür gedacht war, heißt das nicht, dass der letzte Besitzer ihn nicht dafür benutzt hat, Leichen zu verstecken. Ich habe gerade meine Angst vor diesem beschissenen Keller überwunden. Ich will nicht schon wieder Schiss vor meinem Keller haben. Wir sind doch in diesen Keller gegangen, um unsere Angst davor zu überwinden. Und das ist ein Teil des Kellers, also sollten wir auch hier runtergehen«, argumentierte Harry. Eli verschränkte die Arme und biss sich auf die Unterlippe, während er über die Argumentation seines besten Freundes nachdachte. »Na gut, wir sehen uns das kurz an. Aber ich hole mein Handy.« Eli zog seine Hausschuhe an, steckte sein Handy in die Tasche und folgte Harry vorsichtig die kleine, wackelige Treppe hinunter. Unten angekommen wurden sie von 2 langen, staubbedeckten Holzregalen, einigen leeren Fässern und Steinwänden begrüßt, die mit dunklem Schimmel und weißen Mineralablagerungen übersät waren. »Siehst du, es ist nur eine Art Lagerkeller«, seufzte Eli erleichtert. »Lass uns wieder nach oben.« Harry war nicht so leicht zufriedenzustellen. Er richtete sein Licht auf die Regale und sah, dass sie nicht komplett leer waren. Ein paar wahllos aufgestellte Einmachgläser waren noch da. Er setzte seinen Schläger ab, griff nach einem der Gläser, pustete so viel Staub wie möglich weg und hielt es gegen seine Taschenlampe. »Scheiße«, murmelte er. »Was? Das sind doch nur Obstkonserven«, sagte Eli und beugte sich näher heran. »Nein, siehst dir an, das sind Herzen, kleine Herzen«, behauptete Harry und reichte ihm das Glas. »Von kleinen Tieren oder vielleicht von abgetriebenen Embryos?« Eli schaute in das Glas und sah, dass sein Kollege recht hatte. Die winzigen roten Objekte, die er zuerst für eine rote Frucht gehalten hatte, waren in Wirklichkeit winzige Herzen. Einige Sekunden lang starrte er wie gebannt auf diese kleinen Organe, bis sie alle im Gleichklang einen langsamen rhythmischen Schlag ausstießen. »Was zum Teufel? Was zum Teufel? Was zum Teufel?« fluchte er leise, schob Harry das Glas zurück und stolperte nach hinten, wobei er sich vor Abscheu die Hand vor dem Mund hielt. Harry schien das Klopfen der Herzen nicht bemerkt zu haben und richtete die Taschenlampe ruhig auf die übrigen Gläser. Er sah, dass auch sie mit Miniaturorganen gefüllt waren. Lungen, Lebern, Nieren, Augäpfel, Mägen, Därme, Hoden, Eierstöcke und Gebärmütter. 2 Gläser in der hinteren Ecke des Regals waren zerbrochen und ohne jeglichen Inhalt. »Vielleicht war die Person, die hier vorher gewohnt hat, so jemand, der die menschliche Anatomie studiert und hat seine Arbeitsexemplare hier unten aufbewahrt, um seine Gäste nicht zu beunruhigen«, spekulierte Harry. »Hol dein Handy raus und mach mal ein paar Fotos.« »Nein«, flüsterte Eli und schüttelte den Kopf, wobei ihm Tränen in die Augen stiegen. »Bitte, Harry, lass uns gehen.« »Nein, wir müssen diesen ganzen Ort erkunden. Wer weiß, was es hier unten noch alles gibt«, wandte Harry ein. »Komm schon, sicher, das Zeug ist unheimlich, aber es ist doch nicht gefährlich. Uns passiert schon nichts.« »Harry, ich hab diese Herzen schlagen sehen!« Eli schrie. Harry zog eine Augenbraue hoch und griff dann nach dem Glas mit dem kleinen Herz, um es genauer unter die Lupe zu nehmen. Er schwenkte es ein paar Mal hin und her und starrte angestrengt darauf. »Ich glaube, das waren nur ein paar Schatten und deine Fantasie, Eli«, sagte er. »Hör mal, wenn du Angst hast, kannst du hier warten. Hier, nimm den Baseballschläger. Aber ich werde mir jetzt alles hier unten angucken.« Harry ging langsam alle Seiten der Regale entlang und leuchtete mit seiner Taschenlampe über die gesamte Länge.
Am Ende eines der Regale fand er einen alten Skelettschlüssel, der an einem Nagel hing. Einen Moment später hing der Schlüssel zwischen Harrys Fingern. Die Fässer in der Ecke waren mit einem seltsamen, klebrigen Rückstand überzogen, aber ansonsten ohne Inhalt. Als er mit seinem Licht auf die Wände leuchtete und genauer hinsah, war er sich sicher, dass er unter all dem Schimmel und den mineralischen Flecken die verblassten Überreste von Kreidekritzeleien erkennen konnte. Aber so sehr er auch blinzelte, er konnte sie nicht entziffern. Trotzdem wurde ihm mulmig zumute, denn es erinnerte ihn an die Striche, die in das Mauerwerk von Gefängniszellen eingeritzt worden waren. Er fragte sich, ob die Leute, die diesen Kellertrakt benutzt hatten, nicht vielleicht doch lebende Versuchspersonen hier unten gefangen gehalten hatten. Er bewegte seine Lampe langsam über die Rückwand und erschrak, als der Lichtstrahl eine zweite Tür aus schweren Holzbrettern offenbarte, die mit einer Kette und einem Vorhängeschloss verschlossen war. »Eli? Ich habe etwas gefunden!« rief er. »Was?« rief Eli zurück. »Ich habe noch eine Tür gefunden!« sagte er. Eli kam herbeigehuscht, den Baseballschläger im Anschlag. »Was glaubst du, wohin sie führt?« »Es spielt doch keine Rolle, sie ist verschlossen«, antwortete Eli und zeigte mit dem Schläger auf die Tür. »Da kommen wir nicht rein.« »Ich habe einen Schlüssel gefunden«, lächelte Harry und reckte seine linke Hand mit dem Schlüssel triumphierend in die Höhe. »Das ist ganz bestimmt der Schlüssel zu diesem Schloss. Sollen wir es wenigstens mal versuchen?« Eli stöhnte auf. »Du machst es doch eh egal, was ich sage. Also lass es uns einfach hinter uns bringen«, lenkte er ein. Aufgeregt griff Harry nach dem Schloss und steckte den Schlüssel hinein. Als er ihn langsam drehte, schnappte das Schloss auf. Er warf die Ketten auf den Boden, riss die Tür auf und richtete die Taschenlampe eifrig auf den nun unverschlossenen Bereich. Vor ihnen befand sich ein handgegrabener Tunnel, der kaum größer war als die Tür und sich so weit erstreckte, wie das Licht reichte. »Es zum Teufel«, keuchte Eli und hob seine zitternde Hand an seinen Mund. Harry steckte vorsichtig seinen Kopf hinein und bewegte dabei das Licht. »Ich glaube, das ist ein Schmugglertunnel«, spekulierte er. »Was?« »Nein, denk mal nach. In der Zeit der Prohibition hat wahrscheinlich jemand den Wurzelkeller benutzt, um Schnaps zu schmuggeln. Deshalb ist der einzige Weg dorthin eine versteckte Falltür«, überlegte er. »Ich habe gehört, dass Sombra Moray ein ganzes Netz von geheimen Schmugglertunneln hat. Dieser hier führt wahrscheinlich zu einem versteckten Ausgang, damit niemand Schnaps durch die Vordertür rein- oder rausbringen musste.« »Das erklärt aber nicht die Einmachgläser mit den kleinen Organen«, wandte Eli ein. »Nein, aber es ist ein altes Haus. Es könnte einen Alkoholschmuggler und einen Anatomiebiologen als Vorbesitzer haben«, behauptete Harry. »Schauen wir mal, wo dieser Tunnel hinführt.« »Du bist verrückt. Er könnte über uns einstürzen«, protestierte Eli. »Den gibt's doch schon eine ganze Weile. Bestimmt 100 Jahre, wenn ich richtig liege, dass er zum Schmuggeln benutzt wurde. Wenn er genau jetzt einstürzt, dann sind unsere Schutzengel Kamikaze-Flieger«, konterte Harry. »Komm schon, nur ein kurzer Abstecher zum Ende, um zu sehen, wo er hinführt. So lang kann er nicht sein, er wurde von Hand gegraben. Wahrscheinlich sind es nicht einmal 100 Fuß, es wird nicht einmal eine Minute dauern.« Eli spähte in den dunklen Tunnel und hielt Ausschau nach Anzeichen von Gefahren oder Bewohnern, die in dem düsteren Schacht lauerten. Er sah keine, aber er konnte auch nicht sehr weit sehen. »Na gut, aber wir tauschen. Du nimmst den Schläger und ich die Taschenlampe. Du bist stärker als ich«, schlug er vor. Harry nickte zustimmend und die beiden tauschten die Gegenstände. Harry verschwendete keine Zeit und ging voran, den Schläger eher lässig als schlagbereit in der Hand. Eli folgte unmittelbar hinter ihm und schwenkte die Taschenlampe schnell nach links und rechts, um sicherzustellen, dass keine Ecke des Tunnels länger als ein paar Sekunden unbeleuchtet blieb. Schritt für Schritt war auf allen Seiten nichts als verdichtete Erde zu sehen, und mit jedem erfolgreichen Schritt, den sie hinter sich brachten, wurde Eli immer optimistischer, dass sie das Ende erreichen und nichts weiter als einen versteckten Ausgang zur Außenwelt finden würden. Dann fiel der Strahl der Taschenlampe auf etwas, das die beiden Jungs nur als bizarr bezeichnen konnten. Keiner von ihnen ergriff die Flucht, denn das Ding, das sie nun erblickten, war so fremd und unbekannt, dass sie nicht einmal sagen konnten, was es war, geschweige denn, ob es etwas Gefährliches war. Es sah aus wie ein Wirrwarr aus langen, faserigen, gelben Schnüren, die der Länge nach ausgefranst waren
und von denen zerrissene, verzweigte Ranken schlaff herabhängen. In dieser Masse waren einige winzige, faltige, rosa-graue Flecken gefangen, die wie nackte Nagetiere aussahen, die sich in einem Müllhaufen zusammenkauerten, um sich zu wärmen. Harry trat langsam näher heran, während Eli das Licht der Taschenlampe darauf richtete. Je näher Harry kam und je länger er es betrachtete, desto mehr brodelte sich in ihm ein unangenehmes Gefühl des Erkennens zusammen. Sind das Gehirne? Plötzlich erwachte die Masse zum Leben. Ihre langen, herabhängenden Rückenmarksketten peitschten in alle Richtungen. Die kleinen, glitzernden Nervenknoten bebten vor aufkommendem Bewusstsein. Die beiden Jungs schrien auf, als die Abscheulichkeit plötzlich zum Leben erwachte, und Harry reagierte instinktiv, indem er mit dem Schläger auf das Wesen einschlug. Sich windende, qualvolle Zuckungen erschütterten seine schwammige Gestalt, während es sich verzweifelt rückwärts in Sicherheit brachte. Seine nach vorne gerichteten Wirbelsäulen schlugen blind und wild um sich, in der Hoffnung, den Angreifer zu entwaffnen. Mit schierem Glück und roher Gewalt gelang es der Kreatur, den Schläger aus Harrys Griff zu reißen und ihm ins Gesicht zu schlagen, sodass ihm ein Schwall Blut aus der Nase schoss. »Lauf!« schrie Eli, packte seinen Kumpel am Arm und zerrte ihn zurück in Richtung Keller, wobei ihm die Hausschuhe von den Füßen fielen. Harry warf einen Blick zurück, um zu sehen, ob das groteske Ding sie verfolgte, konnte aber in der Dunkelheit nichts sehen. Er versuchte nach Anzeichen für eine Verfolgung zu lauschen, aber das Monster hatte keine Stimme und die schwachen Geräusche seiner neuralen Tentakel wurden von dem Getöse ihrer eigenen donnernden Füße völlig übertönt. Selbst wenn es Licht gegeben hätte, hätte die zerebrale Kreatur keine Augen zum Sehen gehabt. Aber sie konnte fühlen. Die nachlassenden Vibrationen im Boden, als die Jungs wegliefen, waren für es eine gänzlich neue Empfindung und das bisschen Verstand, das es hatte, zwang die Kreatur, die Verfolgung aufzunehmen. Als sie den Keller erreichten, schlug Harry die Tunneltür zu und versuchte, die Kette und das Vorhängeschloss wieder anzubringen. »Lass es!« flehte Eli. Noch bevor Harry reagieren konnte, warf die Kreatur ihr ganzes Gewicht gegen die Tür, schlug sie auf und schickte Harry rückwärts in das nächstgelegene Regal, das mit so viel Wucht umgeworfen wurde, dass es ein zweites Regal mit sich riss. Die Gläser zerschellten alle auf dem Boden und die Sammlung von Miniaturorganen wurden überall verteilt. Eli schnappte sich Harry und die beiden rannten wie wild zur Treppe, duckten sich unter dem umgestürzten Regal und schrien vor Schmerz, als ihre nackten Füße auf den Glasscherben aufschlugen. Das Hirnbiest kroch über ihnen auf dem Regal und die Jungs konnten spüren, wie seine gespreizten Nervenenden nach ihren Fersen griffen. Als sie die Treppe hoch wieder in den Keller stürmten, schlug Eli die Luke zu und drückte mit aller Kraft dagegen. »Verriegeln! Verriegel die Luke! Beeil dich!« schrie er, als er spürte, wie die Kreatur von der anderen Seite gegen das schwere Metall hämmerte. Mit zitternden Händen gelang es Harry, die Tür zu verriegeln. Im nächsten Moment schob er eine schwere Holzkommode herbei und platzierte sie auf der Luke. Sie flohen von dem Hämmern des Monsters begleitet schreiend die Treppe hinauf, so wie sie es vor ein paar Jahren schon einmal getan hatten. Elis Eltern fuhren die beiden ins Krankenhaus, um ihre Verletzungen behandeln zu lassen. Und nachdem sie sich ein wenig beruhigt hatten, konnten sie erklären, was ihnen zugestoßen war. Seine Eltern und das Krankenhauspersonal waren verständlicherweise skeptisch, leugneten aber nicht die offensichtliche Tatsache, dass den Jungs eindeutig etwas zugestoßen sein musste. Die Polizei wurde eingeschaltet und bei ihren Ermittlungen wurde tatsächlich die verborgene Luke zum Wurzelkeller gefunden, mit umgestürzten Regalen, zerbrochenen Glasgefäßen und einem von Hand gegrabenen Tunnel. Der Tunnel war jedoch eingestürzt, als sie dort ankamen, und es gab keine Spur von den Miniaturorganen oder diesem Gehirnmonster. Die Polizei stimmte mit Harrys ursprünglicher Theorie überein, dass der Keller und der Tunnel als Schmuggelkeller genutzt worden war und dass dort unten starke Dämpfe eingeschlossen waren, die seit fast einem Jahrhundert vor sich hin faulten. Der Kontakt mit diesen Dämpfen hatte dazu geführt, dass die Jungs halluzinierten und sich in ihrer Panik verletzten. Eli und Harry entschieden sich beide, diese Theorie zu akzeptieren. Die Untersuchung hatte zwar keine Hinweise auf halluzinogene Substanzen im Keller gefunden und auch Emmas Hausschuhe waren auf unerklärliche Weise verschwunden, aber eine Halluzination machte sicherlich mehr Sinn als ein Lebewesen, das nur aus Gehirn und Rückenmark bestand.
war viel vernünftiger und beruhigender zu glauben, dass dieses Ding nie real gewesen war und nicht immer noch irgendwo da draußen war. Möglicherweise zusammen mit einer Schar anderer Organmonster, die sie befreit hatten. Keiner von ihnen ging jedoch jemals wieder in den Keller hinunter. Elis Vater verriegelte sogar die Luke, damit Eli sich keine Sorgen machen musste. Obwohl Eli und Harry nicht offen über den Vorfall sprechen wollten, quälten sie beide dieselben Fragen. Waren sie als kleine Kinder schon einmal dort unten gewesen und hatten sie die Erinnerung daran verdrängt? Und wenn ja, waren sie diejenigen, die das Hirnbiest ursprünglich befreit hatten? Aber wer hatte es dann in den Tunnel gesperrt? Sicherlich nicht ein paar verängstigte kleine Jungs, die um ihr Leben rannten. Am beunruhigendsten war die Tatsache, dass sich im Keller bei ihrer Ankunft ja schon zwei zerbrochene Krüge befunden hatten. Wenn in dem einen das Hirntier gewesen war, was war dann in dem anderen? Die Einladung. Es war schon ein wenig unwirklich, nach so langer Zeit in die Heimat zurückzukehren. Allerdings war die einjährige Auszeit in Australien einfach dringend nötig gewesen. Der Stress der letzten Jahre hatte sich mehr und mehr aufgestaut, bis ich das Gefühl hatte, in einem undurchdringlichen Alltagskäfig gefangen zu sein, aus dem es so gut wie kein Entrinnen mehr gibt. Ich musste einfach die Reißleine ziehen, um nicht vollends den Verstand zu verlieren. So gut mir aber die lange Erholungsphase auch getan hatte, so froh war ich nun, wieder in mein gutes altes Haus zurückzukehren. Wie ich erfreut feststellte, hatte sich meine Schwester während meiner Abwesenheit wie versprochen aufmerksam und zuverlässig um mein Haus gekümmert. Schon von außen glänzte es wie frisch gebaut in der nachmittäglichen Frühsommersonne und auch innen war alles blitzblank und ordentlich. Sogar noch viel ordentlicher und aufgeräumter als vor meiner Abreise. Zufrieden räumte ich mein Reisegepäck aus und schlüpfte in meine Wohlfühlklamotten. Danach rief ich meine Schwester an, dankte ihr für die Pflege meines Hauses und versprach, sie zum Dank bald zum Essen einzuladen. Dann wollte ich mich eigentlich ins Bett legen, immerhin war die Reise sehr anstrengend gewesen. Allerdings entschied ich mich nach kurzer Überlegung doch dafür, eine Runde um den Block zu drehen und wieder ein wenig Heimatluft zu schnuppern. Schon als ich auf die Straße hinaustrat, bemerkte ich eine deutliche Veränderung. In den fast 20 Jahren, in denen ich hier gewohnt hatte und nach Berichten von älteren Nachbarn auch schon weit davor, stand schräg gegenüber ein altes und verfallenes Haus, das aus unerfindlichen Gründen nie abgerissen worden war. Es sah wirklich schäbig und gruselig aus und stellte einen solchen Schandfleck für unsere eigentlich hübsche Nachbarschaft dar, dass die Grundstückspreise allein durch den Anblick dieser schäbigen Ruine deutlich in den Keller gegangen waren. Auch wenn ich natürlich davon profitiere, andernfalls hätte ich mir das Haus damals nicht leisten können, so hatte mir die Bruchbude besonders nachts immer ein sehr ungutes Gefühl gegeben und ich hatte stets einen weiten Bogen darum gemacht. Nun aber gab es dieses Haus nicht mehr. Stattdessen stand dort ein schickes, weiß gestrichenes Anwesen, das erst vor kurzem fertiggestellt sein konnte. Neugierig ging ich auf die andere Straßenseite, um mir das Gebäude genauer anzusehen. Tatsächlich, stilvolle Vorhänge, eine saubere, intakte Tür, ein frisch gemähter Rasen. Sogar Blumenkästen an den Fensterbänken. Kein Zweifel, das Haus war wieder bewohnt und garantiert neu gebaut, auch wenn es von seiner Grundform her überraschende Ähnlichkeit mit der alten Bruchbude aufwies. Als ich mich noch gedankenversunken über diese überraschende Entwicklung wunderte, öffnete sich die Tür und ein gepflegter Mann, der wie ich Anfang 40 zu sein schien, trat hinaus. Um nicht als Stalker missverstanden zu werden, wollte ich mich reflexartig abwenden, aber da hatte er mich schon entdeckt. »Wohnen Sie im Haus dort drüben?« fragte er unvermittelt und zeigte dabei auf mein Zuhause. »Ja, das ist mein Haus«, antwortete ich überrumpelt. Sofort machte sich ein warmes Lächeln auf seinem Gesicht breit.
Er ging auf mich zu und bot mir seine Hand an. Schneider, Timo Schneider, ich und meine Frau sind neu hier in der Nachbarschaft. Ich ergriff seine Hand, die sich ein wenig feucht anfühlte. Er hatte einen sehr festen Händedruck, fast schmerzhaft, um genau zu sein. Freut mich, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Christoph Manner. Ich bin auch gerade erst zurückgekommen. Schön, hier neue Gesichter zu sehen. Der Mann nickte und grinste noch breiter. Und auch wenn sein Lächeln fast schon komikhaft war, so wirkte es sehr sympathisch. Meine Frau Hanna und ich bereiten gerade das Abendessen vor. Wollen Sie vielleicht heute Abend vorbeikommen? Dann könnten wir uns näher kennenlernen. Das überraschte mich ein wenig. Eigentlich war es nicht meine Art, mich so schnell mit Wildfremden anzufreunden. Aber der Mann strahlte etwas wirklich Angenehmes aus. Und so sagte ich zu. Gerne. Wann kann ich vorbeikommen? Der Mann sah auf seine schwarze Armbanduhr. Wird Ihnen 20 Uhr passen? Ich nickte, verabschiedete mich freundlich und kehrte in meine Wohnung zurück, um noch ein wenig zu schlafen. Als der Wecker meines Smartphones klingelte, fühlte ich mich seltsamerweise ausgeruht und frisch, auch wenn ich nur 4 Stunden geschlafen hatte. Voller Neugier auf meine neuen Nachbarn machte ich mich auf den Weg und klingelte an der nagelneuen Tür. Hanna öffnete mir und präsentierte ein strahlendes Lächeln, das gut zu dem ihres Mannes passte. Sie trug ein rotes Abendkleid und lockige, mittellange, braune Haare. Sie war recht gut aussehend und mir ebenfalls äußerst sympathisch. Sie bat, mich einzutreten und machte eine einladende Geste. Ich folgte ihrer Einladung. Innen war es stilvoll eingerichtet. Viele helle Cremetöne, helles Holz und ein großes weißes Sofa. Der weiße Esstisch war mit vielerlei Speisen gedeckt, die schon mehr nach Buffet als nach einem einfachen Abendessen aussahen. Es gab Wildbraten, eine Obstplatte, Kartoffelgratin, einen Salat und viele weitere Köstlichkeiten. Und es duftete verführerisch, auch wenn ich gleichzeitig einen leicht modrigen Geruch wahrnahm, der so gar nicht zu den leckeren Speisen passen wollte. Ich tat es als Einbildung ab und setzte mich zu den beiden an den Tisch. Nachdem wir mit einem irgendwie exotisch schmeckenden trockenen Weißwein auf gute Nachbarschaft angestoßen hatten, begannen wir mit Smalltalk und ich erfuhr so einiges aus dem Leben der Schneiders. Timo war wohl ein selbstständiger Unternehmensberater, Hanna die Filialleiterin einer Bank in der Nachbarstadt. Sie hatten sich das Geld für den Hauskauf lange zusammengespart und genauso lange nach einem passenden Grundstück gesucht, bis sie auf die alte Ruine gestoßen waren. Seltsamerweise beharrten sie darauf, dass sie sie renoviert und nicht einfach abgerissen und ein neues Haus gebaut hatten. Ich hätte nicht gedacht, dass das bei der alten Ruine überhaupt möglich gewesen wäre. Währenddessen langte ich beim Essen ordentlich zu. Es schmeckte wunderbar. Allerdings auch anders, als ich es bei vergleichbaren Speisen bisher gekostet hatte. Als ich die beiden nach den Zutaten fragte, verwiesen sie auf exotische Gewürze und ein Familienrezept. Ich dachte nicht weiter darüber nach und genoss es einfach. So vergingen die Stunden mit Gesprächen, gutem Essen und viel Wein. Und ehe ich mich versah, war es bereits 3 Uhr nachts. Da ich morgen meine gewohnten Joggingrunden plante und mir zudem ein wenig unwohl war, was wohl am wenigen Schlaf und dem Alkohol liegen mochte, verabschiedete ich mich und versprach bald wieder vorbeizukommen. Als ich zu Hause ankam, hatte sich mein Unwohlsein in eine ausgewachsene Übelkeit verwandelt und ich war kurz davor, mich zu übergeben. Da ich darauf aber so gar keine Lust hatte, schluckte ich Magentabletten, trank viel Wasser und kämpfte die Übelkeit nieder. Irgendwann schlief ich ein. Als ich aufwachte, war es bereits später Nachmittag und ich hatte meine übliche Joggingzeit eindeutig verschlafen. Immerhin ging es mir etwas besser, auch wenn ich einen pelzigen Geschmack auf der Zunge hatte. Ich trank ein Glas Wasser, aber der Geschmack blieb, begleitet von leichten Kopfschmerzen. Ich nahm mir fürs Erste vor, nicht mehr so viel zu trinken und blickte auf mein Handy. Meine Schwester hatte bereits 3-mal angerufen. Trotzdem hatte ich keine Motivation zurückzurufen. Ohnehin fühlte ich mich lustlos. Das Einzige, was etwas Vorfreude in mir auslöste, war die Aussicht auf ein weiteres Abendessen mit den Schneiders bereits in wenigen Stunden. Wir hatten uns für heute erneut verabredet.
Diesmal durfte ich aber nicht so viel trinken. Immerhin würde ich übermorgen bereits wieder im Büro sein müssen und wollte mich nicht daran gewöhnen. Warum ich mich so auf den Abend freute, wusste ich nicht. Vielleicht spielte neben der angenehmen Gespräche und des interessanten Essens auch Hannah eine Rolle, die mir irgendwie gefiel, auch wenn ich mich natürlich schuldig fühlte. Immerhin war sie verheiratet. Als es 20 Uhr war, stand ich wieder vor der Tür und Hannah öffnete. Ihre grünen Augen blickten mich freundlich an und irgendetwas anderes schien auch noch in ihrem Blick zu wohnen. War es Begehren? Ich verscheuchte den Gedanken und begab mich an den Esstisch. Diesmal gab es Lachs, Mousse au Chocolat, Linsencurry und viele weitere interessante Speisen, die erneut aufregend und ungewohnt schmeckten. Allerdings nahm ich auch wieder diesen seltsamen, faulen Geruch wahr. Als ich meinen Mut zusammennahm und die beiden darauf ansprach, erklärte Timo mir, dass sie gelegentlich Probleme mit den Abwasserleitungen hatten. Ein Klempner würde sich auch bald darum kümmern. Diesmal verzichtete ich auf den Alkohol und konzentrierte mich nur aufs Essen und die Gespräche. Dennoch wurde mir erneut übel. Ob ich mir einen Magen-Darm-Virus eingefangen hatte? Ich entschuldigte mich und ging ins Bad. Auch hier fand ich weiße Fliesen und eine stilvolle Einrichtung vor. Mehr interessierte mich aber die Toilette, wo ich, so peinlich es mir auch war, sicher 10 Minuten mit Durchfall verbrachte. Als ich es endlich wagen konnte, stand ich auf und wusch mir die Hände. Seltsamerweise hatte ich nicht den Eindruck, dass sie sauberer wurden, egal wie viel Wasser und Seife ich benutzte. Als ich zurückkehrte, saß nur noch Hannah am Tisch. Sie erklärte mir, dass Timo spontan zu einem Kunden müsse, ich aber natürlich gerne noch aufessen könne. Trotz meiner Übelkeit tat ich genau das. Immerhin wollte ich nicht unhöflich sein, und Hannas Augen trösteten mich ein wenig über meine Bauchschmerzen hinweg. Sie schien mein Interesse zu bemerken und kam näher, immer näher. Irgendwann berührte ihr Mund meinen und sie küsste mich intensiv. Ihre Zunge schmeckte nach einer seltsamen Mischung aus Mundwasser und schlechten Zähnen, auch wenn ihre Zähne eigentlich makellos waren. Vielleicht hatte sie irgendeine Magenkrankheit. Trotzdem genoss ich ihre Küsse und konnte nicht genug davon kriegen. Ehe ich mich versah, lag ich mit ihr auf der weißen Couch und erkundete ihren Körper. Der Rest der Nacht versank im Rausch. Ich wusste nicht, wie ich nach Hause gekommen war, aber ich fühlte mich noch schlechter als den Tag zuvor. Diesmal wollte ich mich übergeben, aber ich konnte es einfach nicht, selbst als ich den Finger in den Hals steckte. Es half einfach nichts. Elend und schwach verbrachte ich den Tag im Bett, bis es erneut 20 Uhr war. Trotz meiner Schuldgefühle machte sich wieder Vorfreude in mir breit. Als ich zur üblichen Zeit in das Haus der Schneiders trat, erklärten beide mir gerade heraus, dass sie über letzte Nacht geredet hatten und sie kein Problem damit hätten. Timo meinte, dass er es gut fände, dass ich mich so gut mit Hannah verstehe. Auch wenn ich es kaum glauben konnte, so freute ich mich natürlich sehr darüber und verbrachte einen weiteren schönen Abend mit den beiden und ihrem guten Essen. So gingen die Tage dahin. Ich aß, redete, liebte Hannah in der Nacht und verbrachte die Tage elend und krank. Ich gab das Joggen vollends auf. Ich meldete mich nicht mehr bei meiner Schwester und meinen Job vergaß ich schlicht. Ich hätte ihn ohnehin nicht mehr antreten können. Der Durchfall und die Übelkeit wurden immer schlimmer. Außerdem nahm ich extrem zu und nahm ein immer unvorteilhafteres und ungepflegtes Äußeres an. Aber solange es Hannah nicht zu stören schien, war es für mich auch in Ordnung. Alles, was zählte, waren die Abende mit den beiden. Irgendwann klingelte meine Schwester dann doch an meiner Tür und war von meiner Veränderung so schockiert, dass sie mich regelrecht zum Arzt schleifte. Der stellte Schimmel in meiner Lunge und chronische entzündliche Magen-Darm-Erkrankungen bei mir fest. Ich musste meiner Schwester versprechen, mein Haus auf Schimmel durchsuchen zu lassen. Ich tat es aber nicht. Ich konnte es mir ohnehin nicht vorstellen. Immerhin war mein Haus doch sauber. Stattdessen ging ich weiter zu den Schneiders. Mit der Zeit änderte sich mein Äußeres auch wieder. Ich verlor massiv an Gewicht, bis ich fast hager wurde.
auch wenn ich nach wie vor jeden Abend ordentlich zulangte. Auch verlor ich meine Haare und stellte mit der Zeit fest, dass meine Lippen immer dünner und rissiger wurden. Ich dachte mir nichts dabei. Ich freute mich nur auf den Abend. So ging es weiter. Wochen, Monate. Der Kontakt zu meiner Schwester riss endgültig ab. Und ich war froh darüber. Ich brauchte sie nicht. Ich brauchte niemanden. Ich hatte Hanna und Timo. Eines Abends, ich hatte den Tag mit schmerzenden Fingerknochen verbracht und festgestellt, dass sich mein Zahnfleisch aufzulösen begann, ging ich wieder zu den beiden hinüber. Doch etwas war eigenartig. Das schöne Haus, das ich inzwischen besser kannte als mein eigenes, stand nicht mehr. Stattdessen war dort wieder eine Ruine zu sehen. Verwirrt schritt ich auf die Tür zu und klopfte gegen das morsche Holz. Sofort öffnete mir eine dürre, haarlose Gestalt mit lippenlosem Mund, viel zu langen Fingern und wunderschönen grünen Augen. Es war Hanna, das wusste ich genau. Sie führte mich durch das modrige Wohnzimmer zum vergammelten, gesplitterten Tisch, auf dem sich schimmlige Köstlichkeiten türmten, die gräulich, weiß und grün auf zerbrochenen Tellern lagen. Maden, Fliegenlarven und pelziger Schimmel bildeten dort eine appetitliche Melange. Ich setzte mich und griff beherzt zu, wie ich es all die vielen Monate bereits getan hatte. Dazu trank ich das braune, brackige Wasser und roch Hannas süßliches Aroma und die allgegenwärtige Fäulnis und fühlte mich unendlich wohl. Als mir Hanna mit spröder und schriller Stimme anbot, hier einzuziehen, stimmte ich euphorisch zu. Ich war zu Hause. Nun war ich wirklich zu Hause. Eine unbekannte Krankheit suchte meine Kleinstadt heim. Ich glaube, ich bin der letzte Überlebende. Hallo? Hallo? Hört man mich? Ich wende mich hiermit hilfesuchend an all jene, die noch leben. Denn ich weiß nicht, was passiert ist, was außerhalb meiner eigenen Behausung geschah, was in meiner Stadt geschah, was in meiner Region geschah, was in meinem Bundesstaat geschah. Ich weiß noch nicht einmal, was auf der Welt per se geschah. Denn alles geschah so schnell, dass mein Gehirn es einfach nicht verarbeiten konnte. Es kam mir so vor, als hätte ich einmal geblinzelt und die Welt um mich herum hätte sich von einem Augenblick auf den anderen schlagartig verändert. Nicht auf die gute Weise. Wir lebten bereits vorher in, gelinde gesagt, unguten Zeiten. Doch zu der Zeit, die mir so vorkam, als wäre es gestern gewesen, musste ich mich nicht davor fürchten, rauszugehen und mich anzustecken. Ich musste nicht mit ansehen, wie Menschen, die ich liebte, leiden müssen. Ich lebe aktuell noch in meiner kleinen, bescheidenen Behausung in einer Kleinstadt in Minnesota, einem der nördlichsten Staaten der USA. Und alles fing vor höchstens 3 Wochen an, als ich in der Grundschule meiner Kleinstadt die Vizerektorin Mrs. Simmon krank meldete. Sie machte unmissverständlich klar, dass es ihr zwar nicht gut ging, aber sie am nächsten Tag auf jeden Fall wieder zur Arbeit erscheinen würde. Als dies jedoch nicht passierte, wollte man herausfinden, warum sie nicht zur Arbeit erschienen ist, nur um ihren toten und leblosen Körper im Türrahmen ihrer eigenen Haustür vorzufinden. Sie war übersät mit blauen und rötlichen, fadenähnlichen Abbildungen, die sich über ihren ganzen Körper hinweg und auf ihrer ganzen Haut abbildeten. Diese Fäden, so deutlich sie auch zu erkennen waren, schienen jedoch unter ihrer Haut zu verlaufen.
Ihre Augen waren blutunterlaufen und ein komischer Ausschlag hatte sich an ihrem Mund gebildet. Die Ärzte diagnostizierten, dass sie an einer bislang unbekannten Krankheit starb und wohl versucht hatte, ins Krankenhaus zu fahren. Jedoch starb sie noch, bevor sie ihr Haus verlassen konnte. Kurz darauf bildeten 4 Kinder, die von Mrs. Simmons unterrichtet wurden, ähnliche Symptome. Während 3 der Kinder von ihren Eltern von der Schule befreit wurden, erschien eines der Kinder trotzdem zum Unterricht. Ein junges Mädchen, nicht älter als 7 Jahre alt, betrat das Klassenzimmer und fing an, die komplette Schule zu infizieren. Kurz darauf musste die Schule geschlossen werden. In der Stadt brach ab dem Zeitpunkt eine Panik aus, da das neue unbekannte Virus alle, mich eingeschlossen, in Angst und Schrecken versetzte. Von meiner Familie blieb nur noch meine kleine Schwester übrig. Unsere Eltern waren seit vielen Jahren tot und meine Schwester und ich führten das Haus, in dem wir auch aufwuchsen, alleine weiter. Ich weiß noch, wie aufgeregt sie war, als sie an dem Tag nach Hause kam, als man die Schule schloss. Sie stieg aus ihrem Auto aus und rannte sofort auf mich zu und umarmte mich. Ich spürte ihre Erleichterung. Sie befürchtete, dass mir auch etwas passiert sei, denn das Virus hätte sich wie ein Lauffeuer in der Stadt verbreitet. Meiner eigenen Introvertiertheit sei Dank blieb ich von einer Ansteckung verschont. Ihre Erleichterung verwandelte sich jedoch in pure Trauer. Sie erzählte mir, dass ihre schwangere Freundin und damit auch deren ungeborenes Kind dem mysteriösen Virus zum Opfer fielen und sie selbst im Krankenhaus mit ansehen musste, wie das Leben aus ihrer besten Freundin wich. Sie war aufgeregt, sie atmete schwer, hatte Tränen in den Augen und sie war sichtlich mit der Situation überfordert. Ich atmete einmal tief durch. Anschließend erzählte sie mir, dass das Krankenhaus nahezu überfüllt wurde und die Ärzte sie anwiesen, schleunigst das Krankenhaus zu verlassen und sich auf direktem Weg nach Hause zu begeben. Auf ihrem Weg nach Hause sah sie Dutzende umhereilende und verunsicherte Ärzte, die ihre Patienten auf den Gängen ablegten, weil die Krankenzimmer überfüllt waren. Sie zog sich einen Mundschutz auf und als sie durch den Haupteingang ging, sah sie, wie das Chaos außerhalb seinen Lauf nahm. Dutzende Leichensäcke, Ärzte, die Krankenstationen auf dem Parkplatz und auf der Straße errichteten und sogar das Militär, das anfing, Straßensperren hochzuziehen. Sie begab sich ohne Umwege zu ihrem Auto und fuhr nach Hause. Weinend, völlig aufgewühlt und mit zitternder Stimme erklärte sie, dass sie auf dem Heimweg Dutzende tote Körper auf der Straße sah. Ich schnappte nach Luft und musste das eben Erzählte erst einmal verarbeiten. Ich brachte sie ins Wohnzimmer, wo ich sie mit einer warmen Decke und etwas Tee beruhigen wollte. Den restlichen Tag verbrachte ich in meinem Zimmer. Irgendwann wurde ich jedoch durch ein lautes Geräusch aus meiner Trance geweckt, ein Zustand, in dem ich versuchte zu verstehen, was gerade um mich herum passiert. Ich begab mich zum Fenster und später nach draußen. Straße fuhren ein paar Fahrzeuge des Militärs, angeführt von einem waschechten Panzer. In dem Moment begriff ich, wie ernst die Situation wirklich war. Meine Schwester hatte mir zwar vom Auftauchen des Militärs erzählt, aber in ihrer Erzählung erschien es mir so surreal. Jetzt, wo ich es mit eigenen Augen sah, war es keine Illusion mehr. In diesem Moment fielen mir auch die dutzenden Leichen auf der Straße und dem Gehsteig auf. Panik überkam mich und ich rannte in das Wohnzimmer, um nach meiner Schwester zu sehen. Sie atmete schwer, als ich ankam, und ihr Anblick war grauenhaft. Sie hatte einen merkwürdigen Ausschlag am Mund und an ihren Armen. In ihrem Gesicht und an ihrem Hals tauchten die seltsamen Fäden auf. Ich realisierte, dass sie sich angesteckt hatte, doch bevor ich einen Ton rausbrachte, schrie sie mich an, warum es auf einmal so extrem heiß im Wohnzimmer ist. Ich wich verängstigt zurück. Mein Herz raste so stark, dass ich kurz dachte, es würde aus meinem Brustkorb springen. Ich versuchte, mich wieder zu beruhigen und sagte ihr, dass ich gleich wieder da wäre. So bescheuert, wie es vielleicht war, hoffte ich, dass Medikamente wie Antibiotika anschlagen würden und rannte hoch ins Badezimmer. Ich erinnerte mich, dass der Schrank mit den Medikamenten abgeschlossen war. Ich lief in Eile wieder in mein Zimmer. Schweißtropfen bildeten sich auf meiner Stirn, als ich den Schlüsselbund aus meiner Schreibtischschublade nahm. Ich öffnete den Schrank im Badezimmer und nahm ein bisschen Antibiotika. Kurz darauf begab ich mich in die Küche, um dort ein bisschen Wasser in ein Glas zu lassen, damit meine Schwester die Tabletten leichter runterkriegt. Ich wollte mich gerade ins Wohnzimmer begeben, um meiner Schwester das Antibiotikum zu geben. Doch als ich dort ankam,
war sie weg und die Haustür stand offen. Ich trat nach draußen und rief nach ihr, doch niemand antwortete. Ich ging ins Haus zurück und versuchte, meine nächsten Schritte zu planen. Doch ich wusste nicht, was ich tun sollte, also rief ich die Polizei. Es klingelte ein paar Mal, doch es hob niemand ab. Ich schaltete den Fernseher an in der Hoffnung, irgendetwas zu erfahren. Doch der Nachrichtensender sendete nur ein statisches Bild. Meine letzte Hoffnung war, meinen besten Freund Marcus anzurufen, der als Nachrichtensprecher für diesen Sender arbeitete. Und tatsächlich hob er ab. Ich war so erleichtert. Ich fragte ihn, was los sei, und er erklärte mir, dass der komplette Nachrichtensender kontaminiert wurde, nachdem sich einer seiner Kollegen ebenfalls angesteckt hatte. Und selbst die Polizeistation wurde außer Betrieb genommen, da sich so gut wie alle Beamten krank gemeldet hatten. Des Weiteren hätte das Militär die Stadt abgeriegelt und würde versuchen, jede Information nach draußen abzufangen. Ich war kurz ruhig am Telefon und anschließend erklärte er mir, dass sich auf seiner Haut ebenfalls diese blauen und rötlichen Fältchen bildeten. Doch aktuell würde es ihm noch gut gehen. Er verabschiedete sich und kurz ertönte das Tuten des Telefons, das mir unmissverständlich klar machte, dass ich wieder alleine war. Und nun sind wir da, wo wir eben sind. Ich sitze gerade in meinem Zimmer, verängstigt und einsam. Von meiner Schwester fehlt immer noch jegliche Spur und ich wage es nicht, nach ihr zu suchen. Ich weiß nicht, ob sie tot ist oder noch lebt. Ich flehe um Hilfe. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich der letzte Mensch auf der Erde bin. Auf meiner Haut haben sich mittlerweile auch diese Fäden gebildet und ich fühle mich von Sekunde zu Sekunde schwächer. Bitte, wenn ihr was weiß, meldet euch bei mir. Ich bin alleine und ich habe schreckliche Angst. Ich fand ein Bild im Internet unter dem Stand »Siehst du es auch?« Vor ein paar Tagen fand ich dieses Foto, als ich durch Memes stöberte. Es war ein Bild einer leeren Straße mit einer Bildunterschrift, die lautete »Siehst du es auch?« Ich erwartete einen billigen Scherz, also schaute ich nicht weiter nach. Ich scrollte hinunter zum Kommentarbereich und fand ihn überraschend leer vor. Normalerweise wäre bei einem Beitrag mit so vielen Besuchern mehr Beteiligung zu erwarten gewesen. Unter den kurzen und spärlich vorhandenen Kommentaren sah ich einen, in dem es hieß, auf dem Bild ist eigentlich nichts zu sehen. Es stammte von dem ursprünglichen Poster des Bildes. Jemand hatte ihm geantwortet, doch, du hast es nur noch nicht gesehen. Es war der am meisten hochgevotete Kommentar, aber auch auf diesen gab es keine Antworten. Ich fand das irgendwie lustig und schickte das Bild an meinen Mitbewohner Dylan. Er ist ein ziemlich neurotischer Typ, also dachte ich mir, dass es lustig wäre, ihn dabei zu beobachten, wie er das Bild immer wieder akribisch absuchen würde, um etwas zu finden, das eigentlich gar nicht da ist. Erst jetzt merke ich, was für einen schrecklichen Fehler ich gemacht habe. Doch es fing genauso lustig an, wie ich es mir vorgestellt hatte. Dylan saß etwa 5 Minuten lang schweigend vor dem Bildschirm, bevor ich etwas sagte. »Vielleicht brauchst du einfach eine Brille, Alter. Soll ich dir sagen, wonach du suchen sollst?« scherzte ich. »Nein, nein. Ich muss mir das Ganze nur ein bisschen genauer anschauen.« Ich zuckte mit den Schultern und holte mir ein Bier aus dem Kühlschrank. Als ich in der Küche war, wurde ich ein wenig abgelenkt, als ich das Glas mit den Essiggurken im Kühlschrank sah. Ich beschloss, mein Sandwich zu machen. Insgesamt war ich vielleicht 10, höchstens 15 Minuten lang nicht im Zimmer. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich das Bild schon völlig vergessen. Als ich nach Dylan sehen wollte, bemerkte ich, dass seine Tür geschlossen war. Ich klopfte an. »Was?« schallte es unhöflich durch die Tür. »Zieh dir eine Hose an, ich komme jetzt rein.«
Als ich eintrat, war es, als hätte er sich keinen Millimeter bewegt. Seine Augen starrten immer noch gen Bildschirm. Ich fragte mich, wie er die Tür überhaupt geschlossen hatte, denn er sah wirklich so aus, als hätte er keinen Muskel gerührt. Leise schlurfte ich auf ihn zu und spähte seitlich in sein Gesicht. Seine Augen begannen sich zu röten und sahen ziemlich trocken aus. Ich begann mir Sorgen zu machen. Alter, das ist doch nur ein Scherz, da ist nichts auf dem Bild. Doch, unterbrach er mich streng. Da ist irgendetwas. Du hast es nur noch nicht gesehen. Das ließ mich an den einen Kommentar aus dem ursprünglichen Beitrag denken. Vielleicht war es nicht klug, seine Obsession mit diesem Bild wach zu kitzeln, dachte ich bei mir. Ich stand schweigend da und sah ihm zu. Meine flachen Atemzüge waren für ein paar Augenblicke das einzige Geräusch in seinem Zimmer. Kann ich etwas Privatsphäre haben? Spuckte er aus, als er seinen Blick zum ersten Mal, seit er das Bild gesehen hatte, vom Computer abwandte. Er starrte mich mit wilden Augen an. Einen Moment lang sah er völlig anders aus. Nicht mein Mitbewohner, nicht mein Freund. Die gebrochene Hülle eines Mannes verloren in seiner Zwangsvorstellung. Ja, schon gut, Mann, sagte ich, als ich mich zurückzog. Mach dir wegen dem Bild keine allzu großen Sorgen, okay? Keine Antwort. Ich verließ den Raum und schloss schweigend die Tür hinter mir. Dylan war nie der Typ, den man als privat oder abgeschottet bezeichnen würde. Er mochte keine geschlossenen Türen. Trotz seiner gelegentlichen Unbeholfenheit im Umgang mit anderen war er ein sehr geselliger und aufgeschlossener Typ. Wie hätte ich zu diesem Zeitpunkt ahnen können, wie schlimm es noch werden würde? Ich sah Dylan für den Rest der Nacht nicht mehr, was eher unüblich war. Am nächsten Morgen war ich etwas früher als sonst aufgestanden, um zur Arbeit zu gehen. Ich beschloss, uns beiden Frühstück zu machen, da ich vor der Arbeit noch Zeit hatte. Dylan arbeitete von zu Hause aus, sodass er nicht so früh aufstehen musste wie ich. Ich hatte gehofft, dass ihn die Symphonie von Kaffee und Speckduft wecken und aus seinem Zimmer locken würde. Aber das klappte nicht. Als ich mich der Tür näherte, den Teller in der einen Hand, die andere zur Faust geballt und zum Klopfen erhoben, hörte ich ihn. »Geh weg!« Ich versuchte es zu ignorieren. Vielleicht hatte er ja nicht mit mir geredet. »Hey Mann, ich hab Frühstück gemacht«, begann ich. »Ich hab keinen Hunger«, erwiderte er entschieden. Ich zögerte einen Moment, als ich nach dem Türknauf griff. Nachdem ich tief durchgeatmet hatte, drehte ich ihn und stieß die Tür auf. Er hat nicht einmal gezuckt. Dylan saß immer noch auf seinem Stuhl, das Gesicht fast an den Computerbildschirm gepresst. In dem frühen Morgenlicht, das schwach durch die geöffneten Jalousien drang, sah er irgendwie grotesk aus. Nach vorne gebeugt, den Kopf schief gen Flimmerkiste geneigt. Sogar seine Hand zitterte leicht. »Ich glaube, du brauchst eine Pause, Alter«, sagte ich, doch meine Worte stießen auf taube Ohren. Ich stand da und beobachtete ihn ein paar Augenblicke lang. Ich spürte, wie sich etwas in mir zusammenbraute. Mein Magen war wie verknotet, ich fühlte mich mulmig. Was habe ich ihm nur angetan mit diesem Scheißbild? Dann schob er seinen Drehstuhl vom Schreibtisch zurück, drehte sich zu mir um und schrie, »Verpiss dich doch!« So hatte ich Dylan noch nie erlebt. Er schlug bei seinem Ausbruch wild um sich. Ich wich zurück und verschwand umgehend aus seinem Zimmer. Auf dem Weg zur Arbeit konnte ich nur an Dylans seltsames Verhalten denken. Es musste doch etwas geben, das ich tun könnte. Aber vielleicht wird es sich auch von selbst regeln und er verliert sein Interesse an diesem verfluchten Bild. Sollte ich seine Mutter anrufen? Seine Schwester? Den ganzen Tag über hoffte ich, dass es ihm auf magische Weise besser gehen würde, wenn ich nach Hause käme. Leider wurde alles nur noch schlimmer. Als ich zu Hause ankam, hörte ich ein zischendes Geräusch. Ich schaute mich um und sah, dass der Wasserhahn in der Küche lief. Ich drehte ihn ab, doch dann bemerkte ich, dass auch der Wasserhahn im Badezimmer lief. Als ich auch den Wasserhahn im Bad zudrehte, schwang Dylans Tür auf. Er stand da, blass und manisch. »Ich brauche den Lärm, damit ich nachdenken kann«, kreischte er, als er sich an mir vorbeidrängte, um den Wasserhahn im Bad wieder aufzudrehen. Seine Bewegungen waren seltsam und gebrechlich, fast skelettartig. Er sah aus, als wäre er in ein paar Stunden um 4 Jahrzehnte gealtert. Ich blieb ungläubig auf der Stelle stehen. Aggressiv stiefelte er an mir vorbei in die Küche, um auch dort den Wasserhahn wieder aufzudrehen. »Du zahlst diesen Monat die Nebenkosten, wenn du so viel Wasser verschwendest«, schrie ich ihn an. Er sagte nichts, schaute mich nicht einmal an.
Er humpelte einfach zielstrebig zurück in sein Zimmer und schlug die Tür zu. Ich fühlte mich in seiner Nähe nur noch unwohl, unbehaglich, und so ging ich vor Nachteinbruch zu meiner Freundin. Noch am selben Abend hatte ich die Idee, die Person zu kontaktieren, die das Foto gepostet hatte. Ich ging auf besagte Website und sah mir meinen Verlauf an. Es sollte nicht allzu weit zurückliegen, ich war ja nicht mehr auf der Seite, seit ich den Beitrag gesehen habe, sagte ich zu mir selbst. Schließlich fand ich es. Oder das, was es einmal war. Anstelle des Bildes erhielt ich die typische Meldung Inhalt gelöscht. Als ich nach dem Benutzernamen des Erstellers suchte, fand ich wie zu erwarten nur das Wort gelöscht, eingerahmt in zweieckige Klammern. Sie hatten also den Inhalt entfernt und das Konto des Uploaders gelöscht. Nachdem ich mir überlegt hatte, wie ich weiter vorgehen sollte, schickte ich eine Nachricht an den Administrator, in der ich erklärte, warum ich versuchte, den Ersteller jener Seite zu kontaktieren, und fragte, ob ich irgendwie die E-Mail-Adresse, mit der er sich registriert hatte, herausfinden könnte. Doch der Administrator antwortete nicht. Um mich abzulenken, ging ich auf die Startseite der Website, um mir einige Memes anzusehen. Was ich sah, war eine Premiere für mich und möglicherweise auch für die Website an sich. Es gab keine neuen Bilder. Tatsächlich hatte es seit gestern keine neuen Inhalte mehr gegeben. Am nächsten Morgen wachte ich gegen 5.30 Uhr auf, weil mein Telefon wegen mehrerer SMS-Benachrichtigungen auf dem kleinen Nachttisch wie wild vor sich hin vibrierte. Ich fragte mich, wer mich so früh stören würde, also setzte ich mich aufrecht hin, rieb mir den Schlaf aus den Augen und sah auf das Display meines Handys. Meine Freundin grummelte mich nur an und drehte sich auf die andere Seite. Ich strich ihr entschuldigend über die Schulter und wandte mich dann wieder meinem Smartphone zu. Fast ein Dutzend SMS, alle von Dylan. Ich habe es gefunden. Ich weiß jetzt, was es ist. Es war gut versteckt, aber es ist wirklich da. Das musst du dir ansehen. Es war die ganze Zeit direkt vor meinem Gesicht. Wo bist du, Alter? Du bist nicht in deinem Zimmer. Sieh dir das Bild an. Bild. Antippen zum Öffnen. Sieh dir das Bild nicht an, da ist nichts drauf. Sieh dir das Bild nicht an. Die eine Nachricht, die allen Vorangegangenen widerspricht. Völlig aus der Erzählung gerissen. Ich habe das Bild ja vor ihm gesehen. Aber vielleicht habe ich nicht richtig hingeschaut. Ich stolperte durch die Dunkelheit aus dem Schlafzimmer, schloss die Tür hinter mir und versuchte, Dylan anzurufen. Er ging nicht dran. Ich versuchte es noch ein paar Mal, immer mit dem gleichen Ergebnis. Ich steckte meinen Kopf zurück ins Schlafzimmer. »Babe«, begann ich, »ich gehe jetzt raus, ich muss nach Dylan sehen.« »Nein, komm wieder ins Bett«, murmelte sie. »Ich bin gleich wieder da, keine Sorge.« Meine letzten Worte wurden mit einem mürrischen Seufzer quittiert. Ich zog meine Stiefel an und trat hinaus in die kühle Winterluft. Als ich zu Hause ankam, war die Wohnung dunkel, nichts Ungewöhnliches. Es war kurz nach sechs und die Sonne würde erst in einer Stunde aufgehen. Die Wasserhähne waren nicht an, was ich als gutes Zeichen wertete. »Dylan«, rief ich. Keine Antwort. Ich machte mich auf den Weg zu seiner geschlossenen Tür und schaltete dabei das Licht ein. Ich atmete tief durch und klopfte dann fest an das Holz. Keine Antwort. In diesem Moment erhielt ich eine SMS. Bevor ich mein Handy überprüfen konnte, öffnete ich die Tür zu Dylans Zimmer. Der Raum war schummrig und wurde nur von dem sanften Schein des Computerbildschirms erhellt. Es sah so aus, als wäre das Bild immer noch geöffnet. Dylan hingegen war nirgends zu sehen. Ich schaute auf mein Handy. Die SMS war von Dylan. »Ja, da ist etwas auf dem Foto. Du hast es nur noch nicht gesehen.« Das Gefühl der letzten SMS, welche mich beruhigt hatte und mich hoffen ließ, Dylan sei wieder er selbst geworden, war nun zur Gänze wieder verschwunden. So wie auch Dylan verschwunden war. Das bringt mich zu dem Punkt, an dem ich jetzt bin. Ich sitze auf Dylans Bett. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass der Bildschirm seines Desktops eine gewisse Anziehungskraft auf mich ausübt. Nur ein Blick, ein ganz kurzer Blick. Irgendetwas stimmt da nicht. Ich schwöre, ich habe Dylan auf dem Bild gesehen, nur für eine Sekunde. Ist er irgendwie da drin?
Braucht er meine Hilfe? Ich setze mich in seinen Drehstuhl. Immer noch warm, fast einladend. Ich fixiere meinen Blick auf den Bildschirm. Irgendetwas war definitiv da, nur für einen Moment. Vielleicht hat er sich hinter einem Baum versteckt. Es könnte wirklich Dylan gewesen sein. Wenn ich nur etwas genauer hinsehe, werde ich es sicher finden. Es ist nur eine Frage der Zeit. Bunkerkoller. Der Mensch erfand die Atombombe, doch keine Maus der Welt würde eine Mausefalle konstruieren. Albert Einstein. Tag 1. Die Kriege, die wir kannten, dauerten Jahre. In seltenen Fällen dauerten sie Jahrzehnte oder Jahrhunderte. Doch dieser Krieg stellt eine neue Dimension von Zerstörung dar, welche noch lange anhalten würde. Alleine sitze ich nun hier, 5 Meter unter der Erde, und lache. So viele Menschen starben auf einmal und hinterließen kein Andenken an ihre Existenz. Sie haben Personen wie mich ausgelacht, meinten, dass es unnötig wäre, Bunker zu bauen. Doch am Ende, als ich in Sicherheit war, versuchten sie sich einzuschleimen. Aber mit einer Explosion verstummte alles. Ich dachte, die Zeit stand still und kein einziges Geräusch drang durch den Stahlbeton. Jetzt ging es darum, die Zeit des Fallouts zu überleben. Wenn ich mich nicht verzählt hatte, müssten die Vorräte für 56 Tage reichen. Ich muss mich jetzt erstmal hinlegen. Morgen kann ich vielleicht weiterdenken. Tag 2. Die Rechnung, die ich gestern ausgerechnet hatte, war fehlerhaft. Die Vorräte hätten für 80 Tage reichen müssen. Früher darf ich dieses gottverdammte Grab nicht verlassen, sonst werde ich zu stark kontaminiert. Das wäre eine tödliche Dosis an radioaktiver Strahlung, wenn ich den Bunker so früh verlassen würde. Wie geht es jetzt weiter? Soll ich einfach hier unten verhungern? Ich werde einfach so lange wie möglich durchhalten. Tag 3. Das Leben hier unten ist schrecklich. Ich höre nichts, was darauf schließen lässt, dass irgendetwas da oben lebt. Sollte ich es jetzt beenden? Nein, ich werde durchhalten. Und das bis zum Schluss. Tag 4. Ich werde jetzt immer einen Tag auslassen. Es bringt nichts, in ein Buch zu schreiben, wenn man selbst oder jemand anderes nicht darin liest. Wen interessiert das hier unten schon? Gott hat diese Welt schon vor 4 Tagen verlassen. Und ich bete immer noch jeden Tag. Vielleicht sollte ich damit aufhören und etwas Nützliches machen. Wenn es hier unten überhaupt etwas zu tun gäbe. Tag 6. Gestern habe ich gedacht, dass jemand über die Bunkertür läuft. Es klang wie ein lautes Stampfen. Lebt vielleicht doch noch jemand? Oder war das nur meine Fantasie? Ich habe das Verlangen, die Oberfläche zu betreten. Wie ein Wurm, der droht zu ertrinken und seinem Wurmloch entflieht. Es ist dabei erst der 6. Tag. Ich würde sterben, wenn sich die Bunkertür öffnen würde. Tag 7. Scheiß auf den Tag dazwischen. Heute kam wieder ein lautes Geräusch von oben. Mich packt langsam die Angst. Doch eine Woche habe ich schon ausgehalten. Und 7 warten noch auf mich. Tag 10. Ich habe garantiert wieder was gehört. Diesmal waren es Stimmen. Da bin ich mir sicher. Doch wer ist das? Wer versucht, mich in die Paranoia zu treiben? Tag 14. 2 Wochen schon.
Die Vorräte reichen noch, doch der Wasserhahn vom Waschbecken tropft seit heute früh schon. Er tropft und tropft und tropft und tropft und tropft. Wie lange muss ich das noch aushalten? Tag 17. Stimmen. Schon wieder Stimmen. Sie flüstern, als ob ich sie nicht hören würde. Aber was wollen sie mir sagen? Sind sie freundlich? Oder wollen sie mich töten? So viele Fragen und keine Antworten. Aber es lebt doch niemand mehr. Und doch spricht jemand. Irgendjemand spricht. Vielleicht bin ich es, der spricht. Tag 19. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Ich bin allein. Willst du mit mir sprechen? Oder willst du wie die anderen über mich flüstern? Existierst du überhaupt? Bist du vielleicht tot wie die anderen? Dann kannst du nicht sprechen. Also schweig! Tag 21. Drei Wochen. So lange schon allein. So lange schon hier unten. Aber wer redet dann, wenn ich allein bin? Vielleicht du? Nein. Nur ich rede hier, sonst niemand. Und der Wasserhahn tropft. Tag 25. Keine Sorge. Ich bin für dich da. Und werde niemals gehen. Wer bist du? Ich bin ich. Nur ich. Und sonst niemand. Und der Wasserhahn tropft seit Tagen. Tag 28. 4 Wochen. Es klopft von oben. Und sie flüstern weiter. Doch heute lachten sie. Sie lachten über mich. Aber warum? Tag 31. Hallo. Wie geht es dir? Gut oder schlecht? Warum bist du noch nicht tot? Warum bist du hier? Wegen mir ganz bestimmt nicht. Ich bin wegen dir hier. Ich bin hier, weil ich hier nicht weg kann. Das ist deine Schuld. Aber ich hab doch gar nichts getan. Warum hast du mich dann? Stirb einfach. Dann sterbe ich eben. Tag 35. Ich verstehe die Stimmen von draußen. Sie wollen, dass die Tür geöffnet wird und ich an die Oberfläche komme. Sie flüstern und lachen, wie schön es ist, oben zu sein. Ich will raus. 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 Tag 49. Du stirbst, so oder so. Beende es jetzt, dann leidest du nicht. Welche Woche haben wir? Ich will hier raus. Ich halte es nicht mehr aus. Tag 50. Ich weiß es jetzt. Egal, ob der Bunker offen ist, der Wasserhahn tropft oder die Stimmen flüstern. Ich schaffe es nicht.
Dann beende es einfach und wir beide sterben endlich. Tag 51. Stirb. Verreck. Kein Bier. Lass es aufhören. Bitte. Tag 56. Hörst du jetzt auf? Wir haben so lange überlebt und den letzten Tag erreicht. Die Vorräte sind aufgebraucht und der Wasserhahn tropft nicht mehr. Du hast es geschafft. Wir sind am Ende. Hörst du denn nicht? Wir haben es hinter uns. Jetzt töte mich. Töte mich! Aber wenn ich dich töte, sterbe ich. Dann stirb. Nebelberg. Magst du den Nebel? Ich liebte ihn. Ich liebte, wie er in absoluter Stille über grüne Wiesen schwebte, den düsteren Beigeschmack, die er der Atmosphäre zu verleihen vermochte, seine sanfte, kühle Berührung. Doch das war einmal. Falls du mich hören kannst, erzähle ich dir wieso. Ich habe schon seit einer langen, langen Zeit zu niemandem mehr gesprochen. Und seit einer langen Zeit ist niemand mehr so aufmerksam gewesen wie du gerade. Aus dieser abscheulichen Geschichte, die ich mein eigen nennen muss, kannst du hoffentlich etwas lernen. Sie beginnt in den Rocky Mountains, einer Gebirgskette, die sich vom Westen Amerikas bis hinauf nach Kanada zieht. Genauer gesagt beginnt sie in einem kleinen Gasthof. Er lag am Fuß eines Berges im nördlichen Teil der eben genannten Bergkette. Jedenfalls war ich dort zu Gast. Es lag jedoch nicht in meinem Sinn, dort im Haus zu verweilen. Ich war dort aufgrund meines jährlichen Ausflugs in die Rockies. Manchmal braucht man Abstand von der Welt. Aber das muss ich dir wohl kaum erzählen. Wer kennt das nicht? Ich war also im Gasthaus, um mich für meine zweitägige Biketour zu stärken und überschüssiges Reisegepäck deponieren zu können. Doch meine Vorfreude auf die Tour erlitt einen erheblichen Dämpfer, als ich von Bill über die dortige Lage informiert wurde. Bill war der Wirt des Gasthauses und ein langjähriger Freund von mir. Er lebte dort mit seiner Frau Tina zusammen. Die beiden empfingen mich am Tag meiner Anreise anders als in den Jahren zuvor. Ihre Stimmung schien sehr getrübt, beinahe ängstlich. Nach einem eher schlichten Wortwechsel begab ich mich sogleich auf mein Zimmer und kehrte am Abend in den Essraum zurück, um der Sache genauer auf den Grund zu gehen. Bill sagte mir, dass ein Pärchen in den Bergen verschollen sei. Es handelte sich um Liz und David. Auch sie waren mir bekannt. Wir planten unsere Ausflüge immer ungefähr zur selben Zeit im Jahr. Diesmal waren sie aber etwas früher angereist und nach den 2 Tagen ihrer Tour noch nicht wieder zurückgekehrt. Dies war nun schon 1,5 Tage her. Auch die beiden Polizeibeamten, die Bill den Vermissten hinterhergeschickt hatte, ließen noch nicht von sich hören. Er machte eine besorgte Miene und riet mir davon ab, morgen meine eigene Tour zu starten. Er meinte, ich solle lieber bei ihm und Tina bleiben, ein paar Tage mit ihnen verbringen, bis ich die Sache gelegt hatte. Ich lehnte ab. Ich lehnte sogar Bills Angebot ab, mir die Kosten zu erlassen, wenn ich dafür noch warten würde. Aber ich hatte mir die Tour fest vorgenommen und wollte nicht warten. Es machte mir auch keine Angst, vom Verschwinden der anderen zu hören. Vielleicht hatten sie einfach nicht darauf geachtet, wie viel Zeit sie für den Rückweg benötigen würden. Wenn ich ehrlich bin, war es mir auch ein wenig egal. Ich wollte mich davon nicht von meiner Auszeit abhalten lassen. Ich dämlicher, Vollidiot. Nachdem ich meinen Wecker am nächsten Morgen um 10 Uhr aus dem Schlaf riss, richtete ich mich träge auf und gähnte wie ein Löwe. Ich fühlte mich ganz gut, ausgeruht und motiviert, einen ruhigen Tag auf meinem Fahrrad genießen zu können. Als ich mich nach einer heißen Dusche anzog, mein Gepäck über die Schulter warf und vor die Tür meines Zimmers trat, wäre ich beinahe mit Bill zusammengestoßen.
Hey, Danny. Hast du es dir nochmal überlegt? Wegen der Tour, meine ich, fragte er und wrang verlegen seine Hände. Ich rollte flüchtig mit den Augen, war aber eigentlich ziemlich gerührt von seiner Fürsorge. Ich gehe da hoch, Bill, erwiderte ich ernst. Bill schnaubte. Ich habe vorhin mit der Polizei telefoniert. Die beiden Polizisten sind noch nicht zurückgekehrt. Niemand weiß, wo sie sind. Es wird bald eine Suchaktion geben. Kann ich dich wirklich nicht überreden, Danny? Ich bitte dich, bleib hier bei uns. Ich möchte nicht, dass dir etwas passiert. Da oben geht irgendetwas vor sich. Das spüre ich, erklärte er ziemlich aufgebracht. Aber es half nichts. Ich blieb stur, wie der Esel, der ich war. Ich legte ihm eine Hand auf die Schulter. Ach, ich verstehe deine Sorge. Wirklich. Und ich schätze es auch, dass du mir zu helfen versuchst. Aber ich bleibe dabei. Enttäuscht schüttelte er den Kopf. Na gut. Aber ich gebe dir etwas mit. Warte einen Moment. Er lief hastig in sein Schlafzimmer, trat eine Minute später wieder in den Gang hinaus und kam auf mich zu. Die Hände hielt er vor sich wie ein betender Priester, in denen er einige Gegenstände mit sich trug. Hier, das ist für den Notfall, sagte er und streckte sie mir entgegen. Ich lächelte und musterte die Dinge. Es waren drei: ein schwarzes Klappmesser, Bärenspray und ein circa 15 cm langes Rohr, ungefähr zwei Finger breit. Was ist das? Fragte ich neugierig. Ein Kaninchentöter. Es enthält nur eine Kugel und würde einem größeren Tier auf mittlerer Entfernung wohl nicht den Garaus machen. Aber es ist nützlich zur Abschreckung. Der Knall ist sehr laut. Pass auf dich auf da oben und komm gleich wieder zurück, sobald dir was seltsam erscheint, ja? Ich nickte und bedankte mich. Wenig später trat ich samt Rucksack und Wurfzelt nach draußen. Tina hatte mir auch noch einige belegte Brote mitgebracht und alles Gute gewünscht. Es war ein wunderschöner, sonniger Tag. Ich atmete tief ein und die frische Luft erfüllte meine Lunge. Ein perfekter Atemzug. Der letzte, an den ich mich zu erinnern vermag. Berauscht von der Bergluft und dem idyllischen Anblick der farbenfrohen Flora, die den Gasthof umgab, stieg ich auf mein Fahrrad. Ich folgte der geteerten Straße ungefähr eine Stunde und bog schließlich auf einen Kiesweg ab, der den Berghang hinaufführte. Keine Menschenseele weit und breit. Kein Gedanke bildete sich in meinem Verstand. Fast so, als würde keiner es wagen, diese wohltuende Ruhe zu stören. Ich erinnere mich an mein Grinsen, als ich darüber nachzudenken begann, warum mich keine Gedanken plagen. Ab und zu stieg ich von meinem Bike, um ins Tal hinunterzusehen, meine angestrengten Beine auszuruhen oder eines der Brote zu essen. Das Sandwich war klasse. Frischer Kopfsalat, Tomaten, Zwiebeln, Schinken, süße Gürkchen aus Schweden und Mayonnaise. Ich würde wahrscheinlich töten, um wieder einmal so ein Sandwich essen zu dürfen. Aber ich schweife ab. Das Gezwitscher der lebhaften Vögelchen begleitete meinen restlichen Aufstieg, bis ich nach einer weiteren Stunde so weit oben war, dass die Straße sich abzuebben begann. Vor mir tat sich weitläufiges, freies Gelände auf. Nur hier und da befanden sich ein paar Bäume und Büschlein, die auf mich wirkten, als wären sie absichtlich perfekt in die Szenerie eingefügt worden. Die Sonne schien heiß, aber ein sanfter Luftzug kühlte mich gleich wieder ab. Als ich gemütlich einen schmalen Schotterweg entlang fuhr, spürte ich, wie sich meine Beine aufgrund des flachen Terrains wieder entspannten. Dann kam ich an einem kreisrunden Bergsee vorbei und vernahm ziemlich aufgebrachte Stimmen. Sie gehörten drei Jungen, die aufgeregt über etwas debattierten. Ich fragte sie, ob alles in Ordnung sei, denn einer von ihnen schien am Bein verletzt zu sein. Waren sie vor etwas geflohen? Nach einem kurzen Wortwechsel begriff ich, dass die nicht mit mir darüber reden wollten und ich hielt mich nicht weiter mit ihnen auf. Ich verabschiedete mich freundlich und fuhr dann für ungefähr eine weitere Stunde weiter, bis der Weg bergab in ein Tannenwäldchen führte. Es war eine tolle Strecke. Der felsige Abhang war recht steil. Ich hatte so viel Spaß, als ich durchgeschüttelt wurde, dass ich den Weg verließ und grinsend über den Schotter polterte. Als ich kurz anhielt und zum Waldrand hinuntersah, fiel mir etwas Merkwürdiges auf. Ich runzelte verwundert die Stirn, denn zwischen den Stämmen kroch dichter Nebel. Nirgendwo sonst. Dies allein war jedoch nicht der Grund meiner Verwunderung. Der Grund war, dass der Nebel nur bis kurz vor die letzten Tannen des Waldes vordrang.
Es wirkte, als hätte diese Baumgesellschaft ihren ganz persönlichen Nebel, den sie auf keinen Fall mit der Außenwelt teilen wollte. Ich konnte sogar einzelne Nebelschwaden beobachten, wie sie ihre trüben, kühlen Hände ausstreckten und sie dann gleich wieder zurückzogen, so als verbiete ihnen etwas, sich auf dem umliegenden Gelände zu verbreiten. Wenn ich mich so zurückerinnere, hätte ich bereits an dieser Stelle erahnen müssen, dass zwischen diesen Tannen irgendein seltsamer Scheiß vor sich ging. Aber ich war eher neugierig als verunsichert. Und so stieg ich wieder auf mein Bike und fuhr dem Nebel entgegen. Ich war kurz davor, in ihn einzutauchen, als ich im linken Augenwinkel etwas bemerkte. Etwas, das dort nicht hingehörte. Ich schnellte mit meinem Kopf erschrocken nach links, um nachzusehen, was dort war. Doch dabei fuhr ich auf einen losen Stein auf. Mein Vorderrad machte einen heftigen Schwenker und ich verlor die Kontrolle, sodass mein Fahrrad unter meinem Arsch wegrutschte. Ich stürzte und schlug hart auf dem Geröll auf. Ich ächzte unter dem Schmerz meiner aufgeschürften Beine. Auch meine rechte Schulter hatte durch den Aufprall einiges abbekommen. Doch für die Verletzung schien mein Verstand nur wenig Zeit aufbringen zu wollen, denn er erinnerte mich schnell wieder an den Grund meines Sturzes. Ich hielt gespannt den Atem an und sah wieder zu dem Ort, an dem ich es zu sehen geglaubt hatte. Ich hätte schwören können, dass da, hinter einem Felsbrocken und nahe einer dicken Tanne, etwas Graues Tierisches stand. Nun war es weg. Hatte ich mich getäuscht? Ich verharrte noch einen Moment am Boden, atmete tief durch und rappelte mich dann mühsam wieder auf. Etwas benommen hob ich mein Bike hoch. Es quietschte nervtötend, als ich es neben mir herstieß. Das vordere Rad hatte eine üble Delle. Mit diesem Schrott würde ich so schnell nicht weiterfahren können. Ich zeterte und fluchte über mein Pech. Von einer Sekunde auf die andere war meine Laune im Keller. Mein Körper schmerzte, mein Rad war hinüber und meine Gefühlswelt war aufgrund der schleierhaften Ereignisse völlig durcheinander. Nach einigen weiteren Flüchen beschloss ich dennoch weiterzugehen und schob mein kaputtes Bike hinein in den Nebel. Schon nach wenigen Metern hielt ich erneut inne. Ich hatte soeben mein eigenes Schicksal besiegelt. Dieser Nebel war nicht normal. Er war saukalt, brannte aber zugleich auf der Haut wie die Sonne an einem beschissen heißen Sommertag. Als ich meine Arme untersuchte, bemerkte ich viele kleine rote Pünktchen auf der Haut von den Handschuhen bis nach oben unter die Ärmel meines Shirts. Bleib jetzt ganz ruhig, Danny. Verlier jetzt nicht die Nerven. Dreh einfach um und geh nach Hause, versuchte ich mich zu beruhigen. Doch als ich mich umdrehte, war da kein Abhang mehr. Nur eine dichte Wand aus Nebel. Es dauerte nicht lange, bis ich verstand, dass ich gefangen war. Nur ungefähr 10 Minuten sinnloses Gebrüll, 5 Versuche, die Nebelwand zu durchdringen, die noch stärker brannte als die übrige Suppe, und zuletzt eine unendlich lange Minute purer Verzweiflung. Schließlich machte ich mich aufgelöst auf den Weg weiter in den Wald hinein. Ich irrte einige Stunden lang in einer hässlichen, grauen, geisterhaften Umgebung, bestehend aus hohen Tannen, totem Geäst und einer unheilvollen Stille umher. Lediglich meine unsicheren Schritte knisterten durch das Gestrüpp. Schon ziemlich früh begriff ich, dass auch meine Hilferufe wohl eher noch mehr Leid anstatt Rettung bringen würden. Ich habe schon genug Horrorfilme gesehen, um zu wissen, dass stetes Gejammer den Protagonisten in so einer Situation nicht viel mehr einbringt als eine rostige Klinge in der Gurgel oder einen Pfeil in der Lunge oder unmenschlichen dreckigen Klauen im Gesicht. Ach, als Maulverstand! So wie ich begriff, dass die Dämmerung einsetzte, schwang ich beim nächstbesten Areal mein Gepäck von meinem Rücken. Ich konnte nicht mehr. Ich wollte nicht mehr. Entnervt saß ich Minuten später im Eingang meines Zelts und aß widerwillig eines von Tinas Broten. Mir war überhaupt nicht nach Essen zumute. Es schmeckte nach nichts. Dann legte ich mich erschöpft in meinen Schlafsack und fiel in einen unruhigen, von Sorgen geplagten Schlaf. Geraschel und das Brechen von dünnen Ästchen weckte mich mitten in der Nacht. Ich fuhr hoch und lauschte angestrengt. Da lief etwas draußen herum. Vorsichtig öffnete ich den Reißverschluss und spähte durch den Schlitz. Alles schien still. Nichts bewegte sich. Doch ich irrte.
Plötzlich war das Geraschel näher als zuvor. Zu nah. Vielleicht gerade mal einen Meter neben meinem Zelt. Ich wagte nicht mehr zu atmen, kroch zurück in meinen Schlafsack und zog die Decke wie ein kleines Kind über den Kopf. Die hastigen Schritte befanden sich jetzt direkt vor dem Eingang. Dann hörte ich, wie die beiden Zeltwände auseinanderglitten, so als würde etwas seinen Kopf zu mir hineinstrecken. Ich kniff die Augen so fest zusammen, dass mir die Lider wehtaten, unterdrückte den Drang nachzusehen, zu atmen oder sonst etwas zu tun. Kein Geräusch. Pures Verharren. Nach etwa 15 Minuten wagte ich es, die Decke ein wenig anzuheben. Das Zelt war offen, aber von einem Eindringling keine Spur. Den Rest der Nacht habe ich, wie du dir denken kannst, kaum ein Auge zugetan. Als ich dann am nächsten Morgen erwachte, fühlte ich mich einfach elend. Der Schlafmangel und meine Wunden packten meine Psyche und zerquetschten sie wie einen Käfer. Vor meinem Schlafgemach war es wieder heller geworden und ich kratzte nach einem weiteren geschmacklosen Sandwich die letzten Reste Mut zusammen, die noch in meinem Körper zu finden waren. Mein Gepäck wieder auf dem Rücken, startete ich die nächste Runde von sinnlosen, verängstigtem, im Nebel herumstolpern. Doch diesmal würde es nicht vergebens sein. Nach langer Suche fand ich einen Ort, an dem ich noch nicht vorbeigekommen war. Ich hatte nämlich bei meinem gestrigen Marsch immer das Gefühl, im Kreis zu gehen. Es war eine Felswand, die da aus dem Nebel auftauchte. In der Wand befand sich ein Spalt, groß genug, um hineingehen zu können. Du denkst jetzt wahrscheinlich, dass ich tatsächlich ganz schön bekloppt sein musste, wenn ich da jetzt hineingehen würde. Du hast natürlich recht. Aber was blieb mir sonst übrig? Ich wollte aus diesem Nebel raus und im Wald herumzuspazieren, hatte bisher nichts ergeben. Also lief ich auf diesen Eingang zu. Etwas Rotes leuchtete plötzlich aus der Nebelsuppe auf. Es stach heraus wie ein bunter Hund auf einer grauen Leinwand. Als ich mich dem Ding näherte, erkannte ich, was es war. Eine Brieftasche. Sie lag leicht in meinen Händen, als ich das verdreckte, gestickte Herzchenmuster an der Außenseite untersuchte. Definitiv das Portemonnaie einer Frau. Dies bestätigte sich, sobald ich es öffnete und den Ausweis herauszog. Elizabeth Hayes. Verdammt. Dann waren Liz und David also auch hier. In diesen beschissenen Wäldern passiert auch nie was Gutes. Aber vielleicht lebten sie ja noch. Auch wenn ich nicht sehr zuversichtlich war, freute ich mich dennoch auf ein Zeichen anderer Menschen gestoßen zu sein. Ich betrat die Höhle. Mein Herz pumpte stärker denn je. Wenigstens hatte sich mein Körper nun etwas an das Brennen auf meiner Haut gewöhnt. Dann wurde ich plötzlich von etwas abgelenkt. Wieder ein Geräusch. Es klang wie ein dumpfes Klopfen. Zudem verschlechterte sich die Sicht im Tunnel erheblich, sodass ich gerade noch genug sehen konnte, um mich nicht an der Wand nach vorne tasten zu müssen. Meine zittrigen Finger umklammerten einen Steinbrocken an der massiven Felswand und ich sah um die Ecke, als der Gang sich auf einmal abzweigte. In einer Ecke des Hohlraums, der sich vor mir auftat, vernahm ich eine Bewegung. Es hob sich nur ein wenig gräulich von der Finsternis ab. Nervös trat ich einen Schritt näher, dann noch einen. Ich trat auf etwas Weiches, blieb stehen und schaute nach unten. Beinahe wäre ich auf der Stelle zusammengesackt, als ich es erkannte. Grauen schoss wie ein Blitz durch meine Adern. Ich spürte den Impuls meines Körpers zu fliehen. Verpiss dich von hier! Lauf! Jetzt! Schrie mein Hirn mich an. Ich wich zurück, machte einen Schritt runter von dem weißen, abgetrennten Arm mit den verdrehten Fingern und atmete scharf aus. Mein letzter Fehler. Ich atmete zu laut aus. Die graue Wand vor mir, der Ursprung des dumpfen Klopfens, war keine Wand. Es war ein Rücken. Die Gestalt drehte sich langsam zu mir um. Dann ließ sie Liz' Kopf fallen, den die Kreatur zuvor auf Liz' restlichen geschundenen Torso hämmerte. Am Halsansatz franzten die Hautlappen aus, wie bei einem zerrissenen T-Shirt. Ihr loser Kiefer klapperte, als der Kopf auf dem Boden hin und her wiegte. Die zottelige Gestalt musterte mich mit hellen weißen Augen.
Ich schüttelte ungläubig den Kopf, während ich zurücktaumelte. Dann stolperte ich und fiel rückwärts. Meine Hand drang in etwas Feuchtes ein. Aus Reflex sah ich hin, löste für einen kurzen Moment meine Augen von der Kreatur. Ich hatte meine Hand im Bauch von Davids entstellten Körper und seine Eingeweide flutschen durch meine Finger. Nun konnte ich einen angewiderten Aufschrei nicht mehr verhindern. Mein Feind antwortete sogleich mit einem aufgeschreckten Geheul, das das Stöhnen jedes Zombies in den Schatten stellte. Dann griff es mich an. Seine langen Arme schlugen auf meine Brust ein, wie die eines tollwütigen Affen. Sie griffen nach meinen Gliedmaßen, zerrten an ihnen, quetschten sie. Verzweifelt tastete ich nach meinem Gürtel, in dem noch immer Bills Gegenstände steckten. Doch meine Hände taten sich schwer. Immer wieder rutschte ich von der Gürteltasche ab oder musste mich für einen neuen Hieb der Kreatur wappnen. Schließlich schaffte ich es, das Klappmesser zu fassen zu kriegen. Ich drückte den kleinen Knopf an der Seite und die Klinge schnellte hoch. Die Bestie hatte meinen Kopf schon schlimm zugerichtet. Ich fühlte mich benommen. In meinem Brustkasten liefen stechende Schmerzen um die Wette. Dann stach ich einfach blind drauf los. Das Messer drang in purer Mordlust wieder und wieder in den Bauch, die Brust und die Schulter meines Feindes ein. Doch ich machte ihn nur wütender. Er packte meinen linken Arm. Dann ein Stechen, das beinahe eine Ohnmacht herbeiführte. Ein Knacken. Ein Reißen. Mein Hirn überschüttete mich mit Befehlen. Flucht. Kampf. Ergeben. Kampf. Flucht. Ich würde definitiv in dieser Höhle draufgehen, wenn ich nichts unternahm. Ich wusste nicht, ob mein linker Arm abgerissen war oder nicht. Ich griff noch einmal nach meiner Gürteltasche, da ich das Messer zuvor fallen gelassen hatte. Nun war das Bärenspray an der Reihe. Ich sprühte der Kreatur direkt in die Augen. Endlich ließ sie von mir ab und fasste sich geblendet ins Gesicht. Sie fiel mit einem Donnern auf den Rücken, zappelte und wand sich unter jämmerlichem Geheule. Ich nutzte diese Chance. Mein Arm hing lose und schlaff an meiner Schulter, als ich mich aufrichtete. Aber er war noch dran. Gebrochen. Ohne Zweifel. Aber noch dran. Ich spielte mit dem Gedanken, sofort zu fliehen. Doch wie gesagt, hatte ich zu viele Horrorfilme gesehen und mich immer darüber aufgeregt, dass der Protagonist den Feind zwar schwächte, aber es praktisch nie beendete. Was schließlich auch zu seinem Untergang führen würde. Also rannte ich nicht weg. Ich sah die Umrisse des Messers neben mir auf dem Boden, hob es auf, warf mich auf das Untier und stach zu. Erinnerst du dich, als ich behauptete, mit dem Atmen meinen letzten Fehler begangen zu haben? Das Messer war mein letzter. Es tötete einfach nicht schnell genug. Die Kreatur griff nach meinem Hals, zog mich zu sich hinunter und verbiss sich in meine linke Gesichtshälfte. Sein warmer, stinkender Atem legte sich über mein Auge, stieg in meine Nase und bahnte sich einen Weg durch meinen Gehörgang. Mit großer Mühe versuchte ich, mich loszureißen. Ich stach ein letztes Mal zu und traf die Kehle meines Feindes. Blut rann über meine rechte Hand, die das Messer hielt. Das Biest ließ von meinem Kopf ab und gurgelte. Noch nie war ich so voller Zorn, Angst und Adrenalin zugleich. Ich wollte dieses Arschloch töten und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Meine Hand glitt über den letzten von Bills Gegenständen. Plötzlich begann ich heftig zu zittern und mir wurde übel, doch ich schaffte es, den Kaninchentöter hervorzuziehen. Eine seltsam schmeckende Galle quoll meinen Hals hoch, während ich die Waffe ins Auge des Monsters bohrte und den Abzug betätigte. Der darauf folgende Knall wurde von seiner Schädeldecke gedämpft. Die Kugel drang tief in sein Hirn, wenn es denn eines gehabt hatte. Dann erbrach ich mich, kippte nach vorne und wurde ohnmächtig. Unter mir ein warmes, zotteliges, totes Bett. Hallo? Eine Stimme weckte mich aus meinem Schlummer. Ist da jemand? Rief eine zweite. Die Stimmen klangen weit entfernt. Surreal. Ich erhob mich. Ich versuchte zu atmen. Doch es ging nicht. Ich drohte zu ersticken, grub meine Hände in die Erde und rang nach Luft. Als es einfach nicht ging, ergab ich mich. Ich wartete. Aber nichts passierte. Ich war noch immer in der Höhle. War ich tot? Wo war mein Atem geblieben?
Warum erscheint alles so seltsam verschwommen? Ich musterte meinen Körper. Meine Verletzungen waren, bis auf die Bisswunde, alle weg. In mir herrschte eine tiefe Leere, so als wären meine Gefühle abgesaugt worden. Das Monster lag noch immer tot unter mir. Dann rissen mich erneut die Stimmen aus meinen Gedanken. Der Schein einer Taschenlampe erleuchtete die Höhle und tastete sich an mich heran. Im Licht sah ich es noch genauer. Der Ort, an dem ich mich befand, war auf keinen Fall die mir bekannte Realität. Alles war so geisterhaft verzerrt. Verwaschen. Scheiße. Ich fühlte mich wie Frodo unter dem Einfluss des einen Rings. Zwei Männer in Uniform kamen auf mich zu. Sie sahen mich nicht. Ich versuchte, sie zu berühren. Meine Hand glitt einfach durch ihre Körper hindurch. Auch meine Hilfeschreie fanden kein Gehör. Als die beiden die Szenerie absuchten, krümmten sie sich vor Ekel. Einer sprach davon, sofort Meldung zu erstatten, doch der andere wand ein, dass sie noch immer zuerst einen Weg aus dem Nebel finden müssten. Die Polizisten, die nach Liz und David gesucht hatten, waren also auch hier gefangen. Aber wo war ich? Verwirrt folgte ich ihnen nach draußen, als die beiden sich auf den Rückweg durch die Höhle machten. Die Bisswunde an meiner Wange tat höllisch weh, so wie ich ins Tageslicht trat. Der Nebel hatte den Wald noch immer in seinem Griff. Ich sah kaum 20 Meter weit. Dann erstarrte ich. Neben den Stämmen der Tannen standen unzählige, träge Kreaturen wie die, die ich gerade getötet hatte. Einige waren kleiner als die anderen, einige dicker, einige dünner. Aber alle fixierten mich mit denselben weißen, gefühllosen Augen. Langsam näherten sie sich. Doch sie griffen mich nicht an. Sie gingen an mir vorbei und stürzten sich dann auf die Polizisten, die einige Meter hinter mir standen. Diese schnellten überfordert ihre Pistolen hervor. Ich sah nur noch, wie ein Haufen grauer Wesen die Körper der Beamten durch die Luft warfen. Schließlich wurden sie in einem letzten Geräuschgewirr von Kugeln und Schreien auseinandergerissen wie alte Stoffpuppen. Ich lief. Ich weiß nicht, wie lange oder wohin. Ich lief einfach. Irgendwann kam ich sogar wieder an den Waldrand. Ich lächelte. Würde ich nun endlich wieder nach Hause dürfen? Hatten mich die Kreaturen vor der Höhle in Ruhe gelassen, weil ich, ein kleiner Mensch, es vermochte, einen der ihren zu töten? War ich nun einer von ihnen? Ich schritt den letzten Tannen entgegen, die mich vor meiner vermeintlichen Erlösung abschirmten. Erleichtert trat ich hinaus und weinte. Der Nebel lichtete sich nicht. Ich brach zusammen und wartete. Eine Stunde verging, zwei Stunden, drei, vier. Und dann machte ich mich mit resignierter Miene auf den Rückweg. Ich wanderte durch diese graue, verzerrte Nebelwelt, bis ich wieder beim Gasthof ankam, wo ich meine Tour startete. Bill und Tina redeten mit einem großen Aufgebot von Polizisten, aber auch hier blieben meine Rufe und mein Flehen ohne Reaktion. Und so verließ ich die Rockies. Gefangen. Schlimmer als zuvor. Tot? Ich weiß es nicht. Es fühlt sich jedenfalls nicht mehr nach Leben an. Wie lange ich nun schon durch diese Welt streife, weiß ich nicht genau. Es könnten bereits Jahre sein. Die Kreaturen vom Berg sind überall. Ich höre sie, wie sie nachts umherschleichen, vorbei an Menschen, die sie nicht wahrnehmen. Wenn sie mich erblicken, beobachten sie mich neugierig und folgen mir sogar eine Weile. Und dann dieser verdammte Nebel. Überall nur Nebel, Nebel, Nebel. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Ich kann nichts essen, nichts trinken, nicht atmen. Kannst du dir vorstellen, wie es sich anfühlen muss, nicht atmen zu können und dennoch nicht draufzugehen? Wohl kaum. Jetzt kennst du meine Geschichte. Und ich werde weiterhin nach einem Ausweg aus meinem trostlosen Gefängnis suchen. Ich werde es dich wissen lassen, sollte es mir gelingen. Verlass dich drauf.
Das schlagende Herz des Wahnsinns. Sie werden sagen, ich wäre verrückt. Sie werden sagen, ich hätte den Verstand verloren. Sie werden sagen, dass ich den Alten umgebracht habe. Doch das stimmt nicht. Der Herr ist mein Zeuge, wäre es irgendwie möglich gewesen, so hätte ich ihn getötet. Aber so war es nicht. Völlig egal, was sie sagen oder zu wissen glauben. Ich weiß, dass sie keinen Deut auf meine Worte legen werden, dass sie in ihren kleinen, beschränkten Spießerhirnen schon ganz genau wissen, wie sie mir den Strick zu drehen haben. Beweise, Indizien, sie finden ein paar seltsame Flecken und glauben, sie wüssten tatsächlich, was in dieser abgefuckten Wohnung passiert ist, was dort drin gehaust hat, was es dort angestellt hat. Sie haben nicht mal ansatzweise eine Ahnung, aber ich weiß es. Ich habe den Horror, der in dieser Wohnung vonstatten ging, miterlebt. Den wahren, nicht mit Worten zu beschreibenden Horror. Aber sie hören mir nicht zu. Worte prallen an ihnen ab. Also werde ich ihnen die Wahrheit in die Wände dieser verfluchten Zelle ritzen. Vielleicht glauben sie mir ja, wenn sie es lesen. Es begann alles mit dem Alten. Schon an dem Tag, an dem er nebenan einzog, wusste ich, dass mit dem Kerl etwas nicht stimmt. Es war keine Intuition, Vorhersehung, Instinkt oder was immer für klugscheißerische Fachausdrücke ihnen dafür gerade durch den Kopf herumspugen. Man sah es ihm einfach an. Alleine die Art, wie er sich fortbewegte. Humpelnd und schleppend, als wäre ein Großteil seines dürren Körpers nur totes Gewicht, das die Beine hinter sich herzerrten. Seine Haut war wächsern, fast gelb. Die Haare auf dem Kopf kaum mehr als welkes Gestrüpp. Und erst sein Gesicht. Halbseitig krumm und schief, als wäre ihm die rechte Gesichtshälfte nach unten herabgetropft wie Kerzenwachs. Eigentlich sah er gar nicht wirklich lebendig aus. Eher wie ein wandelnder Leichnam. Ein schon lange toter Mensch, der diesen Zustand allerdings partout nicht akzeptieren wollte. Schlaganfall, werden sie jetzt sagen. Arthritis, Gicht, Leberzirrhose. Ein von Krankheit und Alter gebeutelter Mensch. Ein armes, altes Wrack. Glauben Sie mir, hätten Sie ihn gesehen, würden Sie nicht so denken. An dem Alten war nichts Bedauernswertes, nichts Mitleiderregendes. Dieser alte Mann war abstoßend. Man sah ihn an und spürte nicht einfach nur schlichte Abscheu, sondern vielmehr eine tief sitzende Form von abgrundtiefem Ekel. Alles an ihm war abscheulich, so als wäre seine bloße Anwesenheit eine Krankheit und er selbst wäre das schwerende Geschwür im Zentrum. Allein ihn anzusehen weckte in mir das Verlangen zu duschen. Das ging im Übrigen nicht nur mir so. Die anfangs so neugierigen Nachbarn zogen sich rasch wieder in ihre Wohnungen zurück und die armen Schweine von der Spedition schienen nur einen Atemzug davon entfernt zu sein, den Alten und seine Habseligkeiten kurzerhand auf der Straße stehen zu lassen. Die Jungs haben an dem Tag hart gearbeitet für ihr Geld, das kann ich Ihnen sagen. Nicht nur wegen dem abscheulichen Greis, sondern auch wegen all dem absurden Zeug, das sie in den ersten Stock unseres Wohnhauses schleppen mussten. Da ihr Ziel die Nachbarwohnung war und ich die ganze Zeit über am Türspion stand, konnte ich ziemlich gut mitverfolgen, was sie da Stück für Stück die Stufen hochzerrten. Labortechnik. Das ist nach wie vor das einzige Wort, das mir dafür einfällt. Vielleicht liegt es an meiner niedrigen Bildung, aber irgendwie bin ich sicher, dass auch die Eierköpfe des FBIs dafür keine geeigneten Worte finden könnten. Nie zuvor habe ich so seltsame Apparaturen und Gerätschaften gesehen wie das, was die kalkweißen Speditionsleute an meiner Türe vorbeigeschleppt haben. Manches davon sah so billig aus, als hätten Kinder es aus Draht und Alufolie gebastelt. Anderes wiederum wirkte wie etwas, das man aus E.T.'s Raumschiff oder Area 51 geklaut hat. Das sperrigste Teil hoben sie sich für den Schluss auf, denn es war so schwer, dass alle 5 Mann mit anpacken mussten. Es war eine Art Orgel, auch wenn ich das Wort nur hernehme, weil mir nichts Passenderes dafür einfällt. Ein wahres Monster aus Rohren, Klappen, Schläuchen und Blasebälgen, das seinem Besitzer in Grässlichkeit in nichts nachstand. Ich weiß noch, wie ich innerlich die Augen beim Gedanken verdrehte, ab jetzt womöglich mit einem Amateurmusiker gestraft zu sein. Wenn seine Musik auch nur halb so scheußlich war wie er selbst, würde das gesamte Haus darunter zu leiden haben. Wie sehr ich mit der Annahme tatsächlich ins Schwarze traf, war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht mal ansatzweise klar. Als irgendwann endlich alles in der Wohnung war, kam der Alte selbst die Stufen hochgeschlurft. Noch jetzt bilde ich mir ein, seinen rasselnden Atem durchs Treppenhaus hallen zu hören. Ein furchtbares Geräusch wie von Kieseln in einer alten Blechdose.
am oberen Ende der Treppe, also genau vor meiner Türe, blieb er stehen, um pfeifend Luft zu holen. Wie gesagt, ich habe ihn nicht umgebracht, aber Gott ist mein Zeuge, ich verfluche mich dafür, es in dem Moment nicht getan zu haben. Vermutlich wäre der ganze Irrsinn niemals passiert, hätte ich nur die verdammte Türe aufgerissen und diesen Teufel kurzerhand die Treppe runtergestoßen. Dann wäre all den Leuten eine Menge Ärger erspart geblieben. Und auch der kleine Junge der Lukowaks wäre noch am Leben. Wieso habe ich es nicht getan? Warum habe ich ihn nicht umgebracht, als sich dazu noch die Gelegenheit bot, als er noch sterben konnte? Sei es drum, ich habe es nicht getan. Stattdessen habe ich noch einmal durch den Türspion gesehen, nachdem das pfeifende Geräusch draußen verstummt war. Ich glaube, ich habe vor Schreck aufgeschrien, bin mir aber nicht ganz sicher. Dazu bin ich selbst jetzt noch immer zu geschockt. Geschockt über das furchtbare Auge, das direkt in meinen Türspion starrte und von dem ich beim besten Willen nicht mehr sagen kann, welche Farbe es hatte. Nach 1-2 Sekunden hörte ich dann auch wieder den pfeifenden Atem des Alten. Das Geräusch drang wie ein Pesthauch durch die Türe, und allein die Abscheu ermöglichte es mir, mich von dem starrenden Auge loszureißen und ins Badezimmer zu stürmen. Die nächste halbe Stunde war ich damit beschäftigt, mir die Haut wund zu schrubben, aber das Gefühl von diesem Hauch, von ihm, berührt worden zu sein, blieb. Ab dem Tag verging eine ganze Woche, ohne dass man etwas von dem unheimlichen alten Mann sah oder hörte. Er schien weder Besuch zu bekommen, noch einzukaufen. Auch die Post holte er nicht rein, was besonders auffiel. Allerdings wagte es niemand, ihn mit dem überquellenden Postfach zu konfrontieren. Niemand legte es darauf an, mit dem neuen Nachbarn in Kontakt zu treten, nicht einmal die alte Finnigin, die normalerweise jede Gelegenheit zum Schwatzen nutzte. In die leere Wohnung war das Grauen eingezogen. Und auch wenn niemand es tatsächlich so ausgesprochen hätte, war sich doch jeder innerlich darüber bewusst. Ich persönlich hatte diesbezüglich die Arschkarte gezogen. Denn als der Horror schließlich losging, saß ich als direkter Nachbar natürlich in der ersten Reihe. Den Anfang machte ein rostiges, hohes Pfeifen, das mich eines Nachts abrupt aus dem Schlaf riss. Nach dem ersten Schrecken kam mir sofort die abartige Orgel meines neuen Nachbarn in den Sinn. Der Gedanke, dass der Kerl das Ding mitten in der Nacht ausprobierte, weckte in mir vorrangig Wut, zeitgleich aber auch eine tief sitzende, nicht mit Worten zu erklärende Furcht. Schuld war der zwar bereits verflogene, aber immer noch wie ein Zahnarztbohrer im Schädel nachhallende Ton. So abartig es klingt, aber ich fühlte mich von diesem Ton verletzt, so als hätte jemand Stacheldraht um meinen Geist gewickelt. Kann die Seele eigentlich bluten? Einige Minuten saß ich kerzengerade im Bett und lauschte angestrengt. In dieser Nacht hörte ich jedoch nichts mehr. Die Wohnung auf der anderen Seite der Wand blieb still, sodass ich mich letztendlich wieder hinlegte. Am nächsten Tag erfuhr ich von der alten Finnigin, der ersten Anlaufstelle für Tratsch im Wohnblock, dass die zwei Nymphensittiche der Familie über mir in der Nacht überraschend verstorben waren. Die Orgel erwähnte sie mit keinem Wort, was mich zugegebenermaßen aber nicht groß verwunderte. Die alte Schnepfe ist ohne ihr Hörgerät fast völlig taub, und was die Vögel anging, so war ich im Prinzip sogar ganz froh darüber, dass diese ewig lärmenden Biester endlich von der Stange gefallen waren. Sowas passiert schon mal, dachte ich damals. In den darauffolgenden Nächten wurde ich wiederholt von seltsamen Lauten jenseits meiner Schlafzimmerwand geweckt. Manchmal war es ein Pfeifen oder Quietschen, dann ein Stampfen oder Rumpeln, so wie man es von alten Maschinen und Motoren kennt. Am furchtbarsten waren aber die Pfeiflaute, die ich schon bald mit metallenen Widerhaken assoziierte, die mir an Augenlidern, Lippen und Zahnfleisch zerrten. Als wäre das nicht schon schlimm genug. Ich hatte immerhin einen Job, für den ich einigermaßen fit bleiben musste. Schmerzte am nächsten Morgen wiederholt mein gesamter Körper. Ich kann diesen Schmerz nur mit einer Art gewaltigen Muskelkater vergleichen, fast wie nach einer hoffnungsvollen Überdehnung beim Krafttraining. An manchen Tagen kam ich dadurch kaum aus dem Bett, und mehr als einmal hatte ich dabei den Geschmack von Blut im Mund. Alles schon ziemlich seltsam, wenngleich noch nichts, das mich wesentlich beunruhigt hätte. Tagsüber blieb das furchtbare Instrument zudem ausnahmslos stumm. Der Alte schien nur in der Nacht inspiriert zu sein, was seinen Status bei mir nicht unbedingt verbesserte. Nach einer weiteren Woche begannen dann die ersten kuriosen Geschichten im Haus die Runde zu machen. Zuerst waren es nur Kleinigkeiten, größtenteils der übliche belanglose Weibertratsch, den ich nebenbei aufschnappte. Da war die Rede von merkwürdigen Pflanzen, die auf einmal in den Blumentöpfen wucherten
oder dem nächtlichen Zirpen von etwas, das wie eine riesige Zikade klang, aber partout nicht lokalisiert werden konnte. Ich hörte etwas von übelriechenden Schimmelflecken, überraschendem Ungezieferbefall und wie die alte Finnigin sich über Klopf- und Gluckergeräusche in den Wänden beim Hauswart beschwerte. Wie gesagt, das meiste war für mich nur das übliche Getratsche und daher ohne Belang. Der einzige, der mich etwas nachdenklich machte, war der alte Novotny, ein verwitweter Tscheche, mit dem ich gelegentlich Karten spielte. Er vermisste seine Katze und mir war aufgefallen, dass das nächtliche Konzert meines Nachbarn seit neuestem auch eine Tonabfolge enthielt, die sehr an das schrille Wimmern eines Tieres erinnerte. Ich vermied es allerdings, dem alten Knaben darauf aufmerksam zu machen. Immerhin hatte ich keine Beweise und abgesehen davon wollte ich in die Sache schlichtweg nicht hineingezogen werden. Ich hatte meine eigenen Probleme. 2 Tage später, wie zum Ausgleich für mein Schweigen, begann dann die Sache mit der Schlafzimmerwand. Als ich von der Arbeit nach Hause kam, fiel mir sofort der schlechte Geruch auf, der die gesamte Wohnung durchzog. Es war ein fauliger Dunst, wie man ihn meistens am Boden des Mülleimers findet, also wirklich übel. Nachdem ich hastig alle Fenster aufgerissen hatte, begann ich nach der Quelle des Gestanks zu suchen. Absurderweise befand sie sich in meinem Schlafzimmer. An der Wand, die mich und meine Nachbarn voneinander trennte, breitete sich ein großer gelb-grüner Fleck aus. Es war eindeutig eine Art Schimmelpilz, grün-weiß und schleimig zäh. Ich zähle mich eigentlich nicht zu den Zimperlichen, aber der davon ausströmende Geruch drehte mir ungelogen den Magen um. Anstatt die Füße hochzulegen, verbrachte ich die nächste Stunde folglich damit, die Wand mit allen mir zur Verfügung stehenden Putz- und Desinfektionsmitteln zu bearbeiten. Nachdem ich die Putzlappen im Anschluss entsorgt und ausgiebig geduscht hatte, musste ich allerdings feststellen, dass der Geruch sich nach wie vor hartnäckig im Raum hielt. Notgedrungen wich ich auf die Couch im Wohnzimmer aus. Verflucht unbequem, aber zumindest mit dem Vorteil, dass ich in dieser Nacht das furchtbare Getöse der Orgel nicht hörte. Am nächsten Morgen stellte ich fest, dass der Fleck überraschend wieder da war. Das irritierte mich nun doch etwas, zumal er auch deutlich größer war als am Vorabend. Verwirrt, aber weiterhin entschlossen griff ich daher noch vor dem Frühstück erneut zum Putzmittel. Gegessen habe ich danach allerdings nichts. Das eklige, fast elastische Gefühl der glitschigen Wand unter meinen Fingern hatte meinen Appetit restlos vertrieben. Ein wirklich beschissener Start in den Tag. Doch es sollte noch weitaus schlimmer kommen. Da ich hinter der ganzen Misere einen Wasserrohrschaden vermutete, blieb mir nichts anderes übrig, als mich an meinen verschrobenen Nachbarn zu wenden. Noch jetzt bereue ich diese Entscheidung. Es dauerte beinahe 5 Minuten, bis der Alte endlich auf mein Klopfen reagierte. Die Tür öffnete sich einen winzigen Spalt, gerade groß genug, um eine Wolke übelsten Gestank ins Treppenhaus zu entladen. Würde man mich zwingen, es in Worte zu fassen, so wären Verfall, Fäulnis und Gruft die Begriffe, die mir als erstes dazu einfielen. Nicht, dass ich jemals in einer echten Gruft war, aber schlimmer kann es dort auch nicht riechen. Schon wieder halb auf dem Rückzug starrte ich auf den Türspalt. Sobald ich es erkennen konnte, war die Wohnung dahinter völlig dunkel. Von dem alten Mann selbst sah ich nichts, mit Ausnahme eines Auges, das durch den Türspalt linste. Es war dasselbe Auge, das vor ein paar Wochen in meinen Türspion gestarrt hatte. Milchig trüb, wie ein pochiertes Ei und von einer geradezu feindseligen Skepsis geprägt. »Was?« drang es aus dem Türschlitz, kaum lauter als ein Flüstern. »Die Wand in meinem Schlafzimmer hat Schimmelbefall«, brachte ich trotz meiner Abscheu erstaunlich ruhig hervor. »Ich wollte fragen, ob Sie davon ebenfalls betroffen sind. Womöglich gab es irgendwo einen Rohrbruch oder Ähnliches.« Das Auge zog sich etwas zusammen und ich hörte etwas, das ein Schniefen, womöglich aber auch ein Ausspucken war. »Hab ich nicht«, kam die Antwort, jetzt mehr gezischt als geflüstert. »Hab ich nicht. Gibt's sie nicht. Gehen Sie weg.« Das Auge verschwand und der Spalt begann sich zu schließen. Gleichwohl zutiefst erleichtert darüber, verspürte ich doch den schon lange angestauten Frust in mir aufsteigen. »Könnten Sie dann wenigstens mit dem verdammten Krach aufhören?« schoss es mir gleichermaßen schroff über die Lippen. »Ihre Liebe zur Musik in allen Ehren, aber Sie rauben mir den Schlaf.« Der Spalt war fast verschwunden, als die Tür abrupt in der Bewegung stoppte.
Einen Moment lang bildete ich mir ein, den rasselnden Atem des Alten zu hören. Dann öffnete sich die Tür wieder ein Stück und das furchtbare Auge kehrte zurück. Anstatt feindseliger Skepsis lag nun deutlich Furcht in dem abstoßenden Blick. »Ist nicht leicht, die richtigen Töne zu treffen«, flüsterte der Alte. Er klang beinahe schuldbewusst. »Die Noten wehren sich dagegen, gelesen zu werden, und die Mauern sind stark. Ohne die richtige Frequenz sinken sie nur ein, aber sie brechen nicht richtig. Manchmal kriegen sie nur einen Knacks und dann tropft die eine Ebene unkontrolliert in die andere.« Das Auge zuckte hektisch von einer Seite zur anderen. »Löcher sind nicht gut«, flüsterte es mit zittriger Stimme hinter der Türe. »Löcher sind immer schlimm. Die sorgen dafür, dass Dinge sich vermischen. Dinge, die nicht vermischt werden sollten. Wie eine Decke aus lauter verschiedener Flicken.« »Ich mag Flickendecken.« Das war vermutlich das Dümmste, was ich in der Situation sagen konnte. Aber das absonderliche Gemurmel machte mich nervös. Ich kannte senides Gebrabbel von meiner eigenen Mutter. Gott hab die alte Schlampe selig. Doch das hier, das klang völlig anders. Völlig durchgedreht. Und seltsamerweise auch bedrohlich. Sehr bedrohlich. Ohne es zu merken, hatte ich zu dem Zeitpunkt bereits begonnen, mich rückwärts in Richtung meiner eigenen Türe zu bewegen. »Nicht, wenn die Flicken aus lauter verschiedenen Materialien sind«, erwiderte der Alte derweil merkwürdig düster. »Oder Elementen oder Dingen aus Löchern können schlimme Dinge kommen.« »Ja, da haben Sie wohl recht. Ich sollte jetzt wohl besser wieder gehen.« »Ich versuche ja, die Löcher zu vermeiden. Aber der Brecher braucht einfach mehr Kraft«, setzte der flüsternde Monolog sich erbarmungslos fort. »Er ist unersättlich. Ich höre ihn ständig in der Büchse rumohren. Er will mehr, immer mehr, gibt mich kaum noch frei. Dabei bin ich schon fast völlig leer. Aber ist in Ordnung. Wenn die Mauer erst einmal bricht, brauche ich das hier alles nicht mehr. Hinter den Mauern braucht man nichts mehr von dem, was man hier braucht, um zu sein. Egal wie kaputt oder ausgehöhlt es auch ist. Hinter den Mauern ist alles nur noch Müll. Dann bin ich überall, weil ich dann alles bin. Aber erst muss ich den richtigen Ton finden.« Das Auge begann auf erschreckende Weise in seiner Höhle zu rollen. »Der Brecher braucht mehr Kraft, mehr Essenz. Mit Hunden klappt's nicht, auch nicht mit Katzen. Tiere singen nicht, sie schreien und jaulen, aber sie singen nicht, sie begreifen's nicht. Wer nicht begreift, der singt auch nicht.« Mein rechter Fuß trat rückwärts über die Schwelle. Ich glaube nicht, dass Hunde singen können«, erwiderte ich einzig deshalb, um das Gespräch am Laufen zu halten. Das Auge im Türspalt rotierte jetzt regelrecht, und in das rasselnde Keuchen des Alten mischte sich ein feuchtes, gluckerndes Geräusch. »Wer begreift, der singt«, krächzte es dabei undeutlich hinter der Türe. »Wer es versteht, der singt das Lied. Das große Lied aus der Schwärze. Die einzig wahre Ballade, deren Endnote ein gemeißelter Stein auf frischer Erde bildet. Ich brauch den Ton, den verfluchten letzten Ton.« Meine Hand krallte sich in den Türstock. Hinter mir befand sich die sichere Bastion meiner eigenen vier Wände. Vor mir der immer mehr ausartende Horror. »Ein Ton«, kreischte es hinter der Türe. »Nur noch ein Ton
Ein verfluchter John! Etwas, das ich nur deshalb als Finger bezeichne, weil mir kein anderes Wort für derartige Auswüchse einfällt, krallte sich um die Kante der Türe, um sie schwungvoll aufzureißen. Ich selbst knallte meine eigene Türe jedoch im selben Moment zu, so dass ich nicht sagen kann, was ich gesehen hätte, wäre ich an Ort und Stelle stehen geblieben. Was ich die nächsten 3 Sekunden im Treppenhaus toben hörte, reichte mir aber ohnehin voll auf. Als endlich auch die übrigen Nachbarn auf den Lärm aufmerksam wurden, hatte der Alte sich bereits wieder in seiner Wohnung zurückgezogen. Die alte Finnigin regte sich im Nachhinein maßlos darüber auf, dass jemand offenbar ins Treppenhaus gekotzt hatte. Dumme alte Schachtel. Aber was hätte sie in dem absonderlichen Glibber auch sonst anderes sehen sollen? Ich selbst verbarrikadierte mich nach dieser Begegnung in meiner Wohnung. Vermutlich wäre es besser gewesen, die Koffer zu packen und der Sonne zu folgen. Doch versuchen Sie mal selbst, Ihr festgefahrenes Leben einfach so hinter sich zu lassen. Im Prinzip erging es mir wie dem Überlebenden in einer Kriegszone. Ich spürte die Gefahr, versuchte aber, mich damit zu arrangieren und meinen Alltag irgendwie weiter ablaufen zu lassen. Ohne Zweifel ist menschliche Kompromissbereitschaft eine der erfolgreichsten Überlebensstrategien überhaupt. Womöglich aber auch nur einfach die dümmste, die wir uns ausdenken konnten. Inzwischen bin ich da ziemlich unsicher geworden. Nach der schauerlichen Begegnung an der Türe steigerte das Augenspiel sich jedenfalls von Nacht zu Nacht immer mehr. Keine Ahnung, was der Alte mit der richtigen Frequenz gemeint hatte, doch den immer grauenvolleren Tonabfolgen nach schien er sie einfach nicht zu finden. Mein Schlafzimmer blieb weiterhin unbewohnbar, obwohl ich dem vermeintlichen Schimmelbefall bis zu 3-mal am Tag zu Leibe rückte. Je öfter ich die Wand allerdings mit der Scheuerbürste bearbeitete, umso mehr hatte ich dabei den Eindruck, dass sie unter meinen Händen nachgab wie feuchtes Schwammwerk. Aus Selbstschutz wertete ich diesen Eindruck wiederholt als Einbildung ab. Ebenso das rhythmische Pulsieren, das ich dabei in den tieferen Schichten des Mauerwerks zu spüren glaubte. Ich weiß inzwischen selbst, wie dumm und engstirnig diese Kopf-in-den-Sand-Taktik war. Nur bestand die einzige Alternative darin, einfach restlos den Verstand zu verlieren. Zudem war ich mit dem Problem nicht alleine. Auch das übrige Haus entkam den mehr und mehr anschwellenden Irrsinn nicht. Der Keller wurde spontan zur Sperrzone, nachdem eine junge Frau von etwas angegriffen wurde, das sie als zweiköpfige Ratte mit Schnabel bezeichnete. Man stellte professionelle Fallen auf, doch nachdem die Kammerjäger damit tatsächlich Beute gemacht hatten, verließen sie das Wohnhaus fluchtartig. Ähnlich erging es einem Feuerwehrtrupp, der ein angebliches Hornissennest auf dem Dach entfernen sollte. Ich war nicht dabei, doch die Schreie vom Dach sowie die 2 Burschen, die offenbar aus freien Stücken vom Dach sprangen, waren aussagekräftig genug. Ich weiß bis heute nicht, was sich dort oben eingenistet hat, empfehle aber niemanden nachzusehen. An manchen Tagen schienen die Stufen im Treppenhaus kein Ende zu nehmen, an anderen hatte man den Eindruck, 3 Stockwerke in einem einzigen Schritt hinter sich gebracht zu haben. Wände und Fußböden wechselten spontan die Farbe, und mehr als einmal quälte man sich mit dem Hausschlüssel ab, weil das Türschloss überraschend verschwunden oder vielmehr zugewachsen war. Dank der alten Finnigan und ihrem zwanghaften Drang zum Tratschen erfuhr ich auch so einiges aus dem zunehmend seltsameren Alltag meiner Nachbarn. Unter anderem wurde ein schon betagteres Pärchen wegen einer seltsamen Hautkrankheit ins Krankenhaus eingeliefert. Es war die Rede von extremen Schuppenbefall, aber ich lege nicht meine Hand dafür ins Feuer, dass damit normale Hautschuppen gemeint waren. Ein junger Familienvater brach sich ein Bein, als der Boden unter ihm sich spontan verflüssigte, und der pensionierte Richter, den wir alle wegen seinem Schnauzbart gern den Colonel nannten, litt plötzlich unter Panikattacken. Ein paar Mal habe ich ihn in der Nacht brüllen gehört. Irgendwas von rollenden Augen, die ihn von der Decke herab anstarrten. Die polnische Familie mit den Nymphensittichen musste ihre auf einmal schlafwandelnden Kinder wiederholt aus dem Treppenhaus holen, während andere Nachbarn dafür mit akuter Schlaflosigkeit oder ausfallendem Haar und Zähnen zu kämpfen hatten. Mir selbst begannen nach und nach Finger- und Zehennägel abzufallen, und oft, wenn ich in den Spiegel sah, war es mir, als säßen Nase, Augenbrauen oder auch der Mund nicht an der Stelle, die ich eigentlich von ihnen gewohnt war. Knetmasse ist formbar, aber gilt das auch für Fleisch und Knochen? Kann der Körper und alles um ihn herum wirklich aus der Form geraten, wenn jemand nur stark genug am Rahmen der Welt herumrüttelt? Ein seltsamer Gedanke,
Allerdings nur, wenn man nicht in diesem verfluchten Wohnhaus war. Vor 3 Nächten war es dann soweit. Aufgrund der immer stärker pulsierenden Wand in meinem Schlafzimmer hatte ich den Raum bereits vor 2 Tagen verschlossen und mit Panzerband großzügig abgeklebt. Als die hohen, langgezogenen Schreie einsetzten, hockte ich gerade mit einem Baseballschläger bewaffnet auf dem Flur, wo ich den gluckernden Geräuschen hinter der verklebten Türe lauschte. Ich dachte dabei keine Sekunde lang an einen Hund oder eine Katze. Man erkennt den Schrei eines Kindes, wenn man ihn hört. Keine Ahnung, ob Schlafmangel, Beschützerinstinkt oder der pure Wahnsinn mich dazu trieben, aber ich rannte ohne zu zögern zur Türe. Vermutlich waren es die wirren Worte des Alten, die mir dabei im Kopf hallten. Er hatte gesagt, dass Tiere nicht singen könnten, dass sie nicht kapieren würden, was vorging. Dass sie nicht kapieren würden. Angesichts der Schreie, die sich mit dem Orgellärm mischten, glaubte ich zu verstehen, was der kranke Bastard damit gemeint hatte. Denn welches Tier ist sich seines eigenen Todes so deutlich bewusst wie der Mensch? Ich muss hier einräumen, dass meine Erinnerungen ab dem Moment ziemlich verschwommen oder vielmehr lückenhaft sind. Ich weiß zum Beispiel nicht mehr, wie ich in diese verfluchte Wohnung kam, ob ich die Türe aufgebrochen habe oder sie womöglich schon offen stand. Ich weiß auch nicht mehr, ob mir andere Nachbarn folgten oder nicht. Was mir hingegen gut im Gedächtnis liegt, so gut, dass ich es nicht mehr vergessen werde, bis ich sterbe, ist der Anblick der abartigen Orgel. Ein einfach nicht mit Worten beschreibbares Konstrukt, das im Zentrum eines zugemüllten höhlenartigen Raumes stand und mit seinen unzähligen Klappen, Blasebälgen und Rohren auf seine ganz eigene Art zu leben, zu atmen, zu knurren und zu schnaufen schien. Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, könnte man es beinahe mit einem schlagenden Herz vergleichen. Das schlagende Herz des Wahnsinns. Der Alte saß mit dem Rücken zu mir auf einer zum Hocker umfunktionierten Kiste, drehte seinen Kopf allerdings ruckartig um unmögliche 180 Grad, so wie er mich in den Raum stürmen hörte. Sein Gesicht, sofern man es noch so nennen konnte, glich einem Picasso-Gemälde. Das mag jetzt womöglich ganz komisch klingen, vielleicht sogar an einen Cartoon-Gag erinnern, stellte in realer Sicht aber den absoluten Horror schlechthin dar. Eigentlich sah er gar nicht mehr wie ein Mensch aus. Eher wie eine von Kindern zusammengematschte Knetfigur, deren Konturen hoffnungslos verlaufen waren. In den Augen dieses als Mannes getarnten Monsters, eines war auf Kinnhöhe gerutscht, wo es wie ein gelblicher Pickel wirkte, lagen gleichermaßen Überraschung wie auch bodenloser Hass. Dass er sich nicht postwendend auf mich stürzte, lag einzig daran, dass es ihm an Möglichkeiten dazu fehlte. Soweit ich das nämlich beurteilen kann, war das, wozu seine Finger geworden waren, mit den Orgeltasten verwachsen. Am allerdeutlichsten aber erinnere ich mich an den merkwürdig verdrehten Körper des kleinen Lukovac-Jungen, der zwischen den sich bewegenden Orgelpfeifen hing, wie eine Fliege im Spinnennetz. Der Kleine trug noch einen blutgetränkten Green Lantern-Pyjama. Keine Ahnung warum, aber das Detail hat sich fest in mein Gedächtnis gebrannt. Sein Gesicht war kreidebleich, sodass der weit aufgerissene Mund wie ein großes schwarzes O wirkte. Bei jedem Schrei, der aus diesem fürchterlichen Loch drang, hämmerte der Alte mit seinen deformierten Händen auf die knochenweißen Tasten der schnaufenden und rumpelnden Orgel ein. Die dabei entstehende Lärmkulisse kann und will ich hier nicht mit Worten wiedergeben. Gehen Sie auf ein Heavy-Metal-Konzert, während ein Zahnarzt Ihnen ohne Narkose eine Wurzelbehandlung verpasst. Womöglich gibt Ihnen das ein ähnliches Bild der Situation, auch wenn ich es stark bezweifle. Parallel zum Gebrüll der Orgel zerrten die abartigen Orgelpfeifen unentwegt an dem schreienden Kind. Zusammen mit einem schrecklichen Knacken, das ich ebenfalls niemals vergessen werde, drang schließlich ein einziger, markerschütternder Schrei aus der Kehle des Jungen. Ich glaube, in dem Moment habe ich ihn gehört. Den letzten Ton der großen Ballade, dessen Schlussnote ein gemeißelter Grabstein bildete. Oder für die Ungebildeten unter uns weitaus simpler ausgedrückt, der Todesschrei eines Menschen. In den versetzten Augen des Alten glomm giftiger Triumph auf. Er lachte sogar. Zumindest hielt ich das abgehackte Röcheln, das er mir entgegenschleuderte, für ein Lachen. Er lachte mich tatsächlich aus.
Und da habe ich zugeschlagen. Ja, ich gebe es zu. Ich habe mit dem Baseballschläger, den ich nach wie vor fest in der Hand hielt, auf diese Kreatur eingeschlagen. Es war nur ein Schlag. Und es war auch kein armer alter Mann, wie es der karrieregeile Officer mit der wirklich bescheuerten Föhnwelle immer wieder betont hat. Was sich unter dem Hieb meines Schlägers auf geradezu groteske Weise verformte, hatte mit einem Menschen rein gar nichts mehr gemeinsam. Ich muss es wissen. Ich habe diesem abgefuckten Ding immerhin ins zerlaufene Gesicht gesehen. Ab dem Moment verschwimmt meine Erinnerung leider ziemlich. Ich kann die folgenden Ereignisse höchstens schätzen, gehe aber mal davon aus, dass meine unerwartete Einmischung das Lied des Alten im letzten Tag gehörig versaut hat. Noch jetzt habe ich seinen ungläubigen Wutschrei im Ohr, kreischend schrill und auch seltsam hallend, fast wie in einer Kathedrale oder Kirche. Ich bilde mir ein, eine Art Ruck gefühlt zu haben, ein Zerren, so als läge mein Körper und mein Geist und alle damit verbundenen Erinnerungen auf einer gewaltigen kosmischen Streckbank. Danach wird es restlos dunkel. Mein volles Gedächtnis setzt erst ab dem Zeitpunkt wieder ein, an dem mich zwei Polizisten in einen Streifenwagen verfrachteten und dabei alles andere als zimperlich vorgingen. Nach mehreren Verhören, die in erster Linie darin bestanden, mich niederzubrüllen, kann ich mir inzwischen ganz gut zusammenreimen, was für ein verstörendes Bild sich dem Beamten vor Ort geboten haben muss. Aber ich habe nichts getan. Weder habe ich die Leichen dieser armen Familie verstümmelt, noch mit einem selbstgebastelten Sprengsatz die Wohnung meines Nachbarn zerstört. Auch den alten Mann habe ich weder getötet, noch seine Leiche versteckt oder gar entsorgt. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Ebenso wenig, was es mit der zerstörten Orgel auf sich hat oder was darin gehaust und sich von dem Alten ernährt hat. Genauso wenig kann ich erklären, warum ich überhaupt noch am Leben bin und dies alles hier aufschreiben kann. Vermutlich ist es nur ein Versehen, das der Alte schon bald korrigieren wird. Er hat's zwar nicht hinter die Mauer geschafft, doch es gibt jede Menge Raum zwischen den Wänden. Nicht ganz das, was er sich erhofft hat, weshalb er mich früher oder später für meine Einmischung zur Rechenschaft ziehen wird. Ich weiß nicht, was mich erwartet, doch ich habe keine Angst davor. Wenn man einmal in die Hölle geblickt hat, kann einen kaum noch etwas erschrecken, auch wenn ich zugeben muss, dass das zischelnde Flüstern aus den Wänden allmählich wirklich unerträglich wird. Es klingt beinahe wie ein gesummtes Lied. Riecht durch meine Wände. Schwarz und hässlich grinste der Schimmelfleck an der oberen linken Ecke meines Wohnzimmers auf mich hinab. Ich hatte absolut keinen Schimmer, wie er dorthin gekommen war. Ich wusste nur, dass mit Schimmel und ganz besonders mit schwarzem Schimmel nicht zu spaßen war. Also hatte ich mir das aggressivste Reinigungsmittel und den stärksten Schimmelentferner besorgt, den ich finden konnte, und würde dem Störenfried damit zu Leibe rücken. Ich öffnete alle Fenster, setzte meine Schutzmaske auf und kletterte auf die Leiter. Dann begann ich, den schwarzen Fleck großzügig mit dem Mittel einzudecken. Nun hieß es erst einmal abwarten. Ich kletterte wieder von der Leiter, ließ die Fenster geöffnet, um die Gase des Schimmelentferners entweichen zu lassen, und ging erst einmal in die Küche, um mir mein Abendessen zu machen. Während ich darauf wartete, dass meine Suppe endlich fertig wurde, fiel mein Blick auf die Spüle. Dort stapelte sich das dreckige und eingetrocknete Geschirr fast bis zur Decke. Wie konnte das sein? Ich hatte doch vor ein paar Stunden erst gespült, oder etwa nicht? War ich wirklich so überarbeitet, dass ich meiner Erinnerung bei solchen Dingen nicht mehr trauen konnte? Aber egal, so konnte das nicht bleiben. Ich schnappte mir also meine Spülbürste und eine Flasche Spülmittel und legte los. Dabei stanken die Beläge auf den Tellern strenger, als ich es erwartet hatte, und waren nur sehr schwer zu entfernen, und das, obwohl ich eigentlich erst gestern Abend gekocht hatte. Jedenfalls war ich ganz schön geschafft, als ich mich endlich durch das Geschirr gearbeitet hatte.
und meine Spülbürste konnte ich wohl bald wegschmeißen, so dreckig und zerrupft, wie sie nun war. Nun aber endlich Feierabend. Ich verließ die Küche, legte mich auf mein Bett und schaltete den Fernseher ein, den ich dort angebracht hatte. Elektrosmog hin oder her, es war einfach praktisch, wenn man mal so richtig abhängen wollte. Wie jetzt zum Beispiel. Während ich so durch die Programme säppte und auf etwas wartete, was mir gefiel, schweifte mein Blick durch das Schlafzimmer und blieb schnell an dem ekelhaften, matschigen Fleck hängen, der sich dort in der linken unteren Zimmerecke gebildet hatte. Er war fast so groß wie ein Fußball, von dunkelbrauner Farbe und bereits von Stockflecken umgeben. Außerdem tropfte dort Wasser auf den ebenfalls bereits aufgeweichten Boden. Was für ein Mist, was war nun mit dieser Bude los? Erst der Schimmel im Wohnzimmer und nun auch noch ein Wasserschaden. Ich würde ein ernstes Wort mit meinem Vermieter reden müssen. Immerhin bezahlte ich wirklich genug für diese Bruchbude. Unwillig erhob ich mich von meinem Bett und holte das Reinigungsmittel aus dem Wohnzimmer. Dabei warf ich einen Blick auf den Schimmelfleck. War er etwa gewachsen? Das konnte ja eigentlich nicht sein. Kopfschüttelnd ging ich ins Schlafzimmer zurück. Als ich mich mit Lappen und Reinigungsmittel in der Hand vor dem hässlichen Fleck niederkniete, bemerkte ich etwas Seltsames. Irgendetwas ragte aus dem Fleck heraus. Erst hielt ich es für irgendeine Unebenheit an der Wand, die ich bisher übersehen hatte. Dann aber bemerkte ich, dass es sich dabei um Finger handelte. Und sie bewegten sich. Vor Schreck fiel mir der Putzlappen aus der Hand. Völlig paralysiert beobachtete ich, wie sich die langen, dünnen Finger aus dem hässlichen, stinkenden Fleck heraus in meine Wohnung schoben. Erst als den Fingern eine bleiche Hand und der Hand ein dünner, hässlicher Unterarm folgte, gewann ich die Kontrolle über mein Denken und Handeln zurück. Da ich gerade nichts Besseres zur Hand hatte, besprühte ich die Hand mit dem aggressiven Reinigungsmittel. Zwar hätte ich lieber ein Messer oder eine Axt geholt, aber irgendwie ahnte ich, dass das Ding, dem die Hand und der Arm gehörten, bald in meiner Wohnung sein würde, wenn ich nicht schnell handelte. Und ich wollte es ganz bestimmt nicht kennenlernen. Doch auch wenn ich mir vom Einsatz des Reinigungsmittels nicht viel erhoffte, so hatte ich doch Erfolg. Auf der Hand bildeten sich hässliche, dicke Blasen und hinter meiner Hand ertönte ein schriller, unmenschlicher Schrei. Ich ließ einen weiteren Sprühstoß folgen und langsam aber sicher zog sich die Hand zurück. Erst als auch die bleichen Fingerspitzen wieder in der Wand verschwunden waren, erlaubte ich mir durchzuatmen. Was zum Teufel war das gewesen? Auch wenn ich darauf keine Antwort wusste, so sagte mir ein unbestimmtes Gefühl, dass es etwas mit diesem Fleck zu tun hatte. Immerhin war die Kreatur ja dadurch eingetreten. Also tat ich mein Bestes, um den Fleck zu entfernen, was mir sogar einigermaßen gelang, auch wenn ich mich vor Ekel schüttelte. Anschließend stellte ich noch meine Kommode vor die Stelle, an der der Fleck jetzt nur noch schwach zu erkennen war, auch wenn ich nicht glaubte, dass dieses Wesen sich dadurch lange aufhalten lassen würde. Überhaupt rechnete ich jeden Moment damit, dass sich das verstörende Ereignis wiederholen würde. Bewaffnet mit dem Reinigungsmittel kniete ich mich vor die Kommode und lauschte gebannt auf jede Bewegung. Ich fragte mich schon, ob ich überhaupt je wieder etwas anderes tun könnte, als ich ein schnaubendes Geräusch aus dem Wohnzimmer hörte. Angst stach wie eine eiskalte Nadel in mein Herz und pures Adrenalin ließ mich sofort ins Wohnzimmer rennen. Was ich dort sah, war noch viel schlimmer als das letzte Erlebnis. Der Schimmelfleck aus dem Wohnzimmer hatte sich wirklich weiter ausgebreitet und war nun gut einen halben Meter breit. Aus seiner Mitte ragte bereits der hässliche Kopf eines lippenlosen Wesens mit strähnigen grauen Haaren hervor, das sich schnaubend vorwärts schob. Geistesgegenwärtig holte ich die Leiter, die zum Glück immer noch in der Nähe stand. Trotzdem konnte ich bereits den dünnen Hals des Wesens sehen, als ich endlich mit dem Putzmittel auf der Leiter war. »Lass mich rein, dieses Haus gehört uns«, brummte das Wesen mit dunkler Stimme. Meine Antwort bestand aus konzentriertem Reiniger, den ich ihm direkt in die Augen sprühte. Zwar bekam ich dabei auch etwas von dem reizenden Reiniger in die Augen, aber angesichts der Bedrohung vor mir fiel dieser Schmerz kaum ins Gewicht. Immerhin schien der Reiniger auch hier, wie schon zuvor bei dem monströsen Arm, seine Wirkung nicht zu verfehlen. Doch auch wenn das Wesen große Schmerzen litt, so wehrte es sich doch mit aller Kraft und ließ sich nicht kampflos zurückdrängen. Also nahm ich meine bloße Faust zur Hilfe und prügelte mit der Kraft der Verzweiflung auf die trockene, fahle Haut der Kreatur ein.
Zusammen mit dem konstanten Einsatz des Reinigers schaffte ich es so letztlich, das Vieh zurückzudrängen. Sofort begann ich auch diesen Fleck wie im Wahn wegzuputzen. Und erst als ich beinahe keine Kraft mehr in meinen Armen und meinem ganzen Körper hatte und schon drohte, von der Leiter zu kippen, hörte ich auf. Ich hatte nicht nur den Schimmel, sondern die ganze Tapete entfernt, aber das war mir gleich. Eins hatte ich begriffen, diese Wesen konnten nur durch Schmutz und Dreck in mein Haus gelangen. Das Problem war nur, dass sie diesen Schmutz anscheinend immer wieder aus dem Nichts erzeugen konnten. Als wäre das allein nicht beunruhigend genug, warf ich zum ersten Mal einen näheren Blick auf meine linke Hand. Das Wesen hatte mich gebissen. Ich sah eindeutig die Spuren scharfer Zähne. Sofort rannte ich zu meinem Medizinschrank. Der Alkohol brannte zwar in der Wunde, aber ich hoffte sehr, dass er alles töten würde, was die Kreatur dort hinterlassen hatte. Sicher war ich mir da leider nicht. Ich legte einen Verband um meine Hand und begab mich wieder ins Wohnzimmer. Obwohl ich am nächsten Morgen arbeiten musste, tat ich kein Auge zu und verbrachte die ganze Nacht mit Putzen und Desinfizieren meiner ganzen Wohnung. Zwar fand ich dabei immer wieder kleine Schimmelflecken, Haufen von Unrat, Staub und Schmutz, auch da, wo ich bereits vor wenigen Minuten geputzt hatte, aber immerhin kamen die Wesen nicht wieder. Als sich die Uhr so langsam der Zeit näherte, zu der ich mich eigentlich Richtung Arbeit aufmachen sollte, fiel mir ein, dass meine Wohnung ja ungeschützt wäre, wenn ich erst einmal das Haus verlassen würde. Und wer wusste was und vor allem wen ich dann bei meiner Rückkehr hier vorfinden würde? Fieberhaft grübelte ich nach einer Lösung, bis ich im Internet einen Reinigungsservice fand, der auch sehr kurzfristig Aufträge annahm. Ohne lang zu zögern, rief ich dort an und bestellte noch für den gleichen Morgen eine Reinigungskraft. Zwar hatte ich schon ein schlechtes Gewissen, den bedauernswerten Angestellten einfach so mit dieser Kreatur allein zu lassen, aber vielleicht hatten es diese Kreaturen ja nur auf mich abgesehen und zudem wusste ich ja nicht, ob sie am Tag überhaupt ins Haus kommen würden. Außerdem würde ja nichts passieren, wenn die Reinigungskraft ihren Job ernst nahm. So versuchte ich also mein schlechtes Gewissen zu verdrängen, als ein junger Mann Anfang 20 in einem Overall mit dem Logo der Reinigungsfirma an meiner Türe klingelte. Auf den ersten Blick schätzte ich ihn als Studenten ein, der sich wohl ein wenig nebenher dazu verdiente. Ich wies ihn mehrmals darauf hin, wie wichtig es sei, dass wirklich alles sauber wird und bleibt. Und er nickte bestätigend, auch wenn er ein wenig irritiert aussah. Auch gab ich ihm meine Mobilnummer und fügte hinzu, dass er mich jederzeit anrufen könne, wenn etwas Ungewöhnliches passiert. Nun sah er mich nicht mehr nur irritiert, sondern auch ziemlich beunruhigt an. Wahrscheinlich hielt er mich für einen neurotischen Irren und ich konnte es ihm nicht einmal verdenken. Trotzdem machte ich mich auf den Weg ins Büro, es war höchste Zeit. Ich würde ohnehin schon zu spät kommen. Als ich endlich Mittagspause hatte, blickte ich sofort auf das Display meines Smartphones. 10 Anrufe in Abwesenheit. Das schlechte Gewissen hielt mein Herz wie eine eisige Faust umklammert. Das konnte nichts Gutes bedeuten. Sofort rief ich bei der Nummer des jungen Mannes an. Es klingelte. Mehrmals. Als ich schon dachte, dass keiner dort rangehen würde, meldete sich eine Stimme. Aber es war nicht die der Reinigungskraft. Sie war rau, dunkel und kalt. Wir sind jetzt dort, wo wir hingehören. Wir suchen dich. Dann endete die Verbindung. Das Wesen, und ich war mir sicher, dass es sich dabei um eines dieser Albtraumwesen handelte, hatte aufgelegt. Schuld und pures Grauen waren alles, was sich noch in meinem Herzen abspielte. Ich hatte diesen armen Mann zum Tode verurteilt, und bei mir zu Hause wohnte jetzt das leibhaftige Böse. Was sonst konnte die Stimme am Telefon bedeuten? Einen Moment lang dachte ich darüber nach, ob ich mein Haus nicht aufgeben und mir irgendwo eine Einzimmerwohnung mieten sollte. Mein Gehalt würde dafür gerade noch ausreichen. Aber an meinem Haus hingen viele Erinnerungen. Meine Eltern haben mir das Geld dafür vermacht, als sie viel zu früh verstorben waren. Viele glückliche Jahre hatte ich dort mit meiner Ex-Frau Nora gelebt, die ich trotz unserer Trennung noch immer liebe. Ich hatte dort Partys gefeiert, behutsame Gespräche mit Freunden geführt und noch viele weitere besondere Momente dort erlebt. Das würde ich mir nicht alles von irgendwelchen abartigen Kreaturen zerstören lassen. Außerdem bestand ja immer noch die kleine Chance, dass die Reinigungskraft noch am Leben war. Vielleicht wurde er gefangen gehalten und sie taten ihm schlimme Dinge an. In diesem Fall wäre ich wahrscheinlich seine einzige Rettung. Also stand es fest, ich würde um mein Zuhause kämpfen.
Das Einzige, was meinen Enthusiasmus dämpfte, war der wachsende, pochende Schmerz an meiner Hand. Als ich an ihr schnüffelte, roch ich Eiter und irgendetwas anderes, Schlimmeres. Den Verband zu lösen traute ich mich nicht. Ohnehin konnte ich mich darum später noch kümmern. Zuerst einmal würde ich mein Haus zurückbekommen. Ich täuschte üble Kopfschmerzen vor und erreichte so, dass mein Chef mich früher nach Hause gehen ließ. Dann startete ich meinen Rückeroberungsplan mit einer Shoppingtour durch alle Haushalts- und Spezialgeschäfte, die ich finden konnte. Ich holte mir die aggressivsten und effektivsten Reiniger, Desinfektionsmittel und Schimmelentferner, die ich finden konnte. Immerhin hatte das schon einmal gegen diese Viecher geholfen. Außerdem besorgte ich mir eine von diesen hochgerüsteten und überdimensionierten Wasserpistolen. Diese Monster würden was erleben. Als ich mich auf dem Weg zu meinem Haus machte, kam ich mir schon ein wenig wie einer dieser Actionhelden aus dem Kino vor. Ein Mann auf der Mission, sein Eigentum zu retten und einen Unschuldigen zu befreien. Nun sah man mal davon ab, dass ich den Unschuldigen selber in diese Lage gebracht hatte und nicht einmal wusste, ob er noch lebte. Mein ohnehin gedämpftes Gefühl von Heldenhaftigkeit schwand beinahe sofort, als ich sah, in welchem Zustand mein Haus war. Die wunderschöne weiße Fassade war zerfallen. Überall bröckelte der Putz ab. Riesige Schimmel, Schmutz und Wasserflecken waren am ganzen Haus zu sehen. Wobei Flecken eigentlich nicht das richtige Wort dafür war. Einige davon wölbten sich vor wie dicker Schorf und umgaben das Gebäude gleich einer abartigen, ungesunden Kruste. Der Gestank war so schlimm, dass ich sofort husten musste. Mein Haus war verloren. Kein Reinigungskommando der Welt würde diese verpestete Ruine retten können. Wahrscheinlich nicht einmal mehr die Regierung. Alles in mir schrie danach umzukehren und mir woanders ein neues Leben aufzubauen. Aber der Schrei nach Rache war lauter. Außerdem, wer sagte mir, dass mich diese Wesen nicht verfolgen würden, wenn ich jetzt vor ihnen davonlief? Ich musste sie vernichten. Oder es zumindest versuchen. Zum Glück hatte ich, eigentlich wegen der Reinigungsmittel, auch eine Gasmaske eingekauft. Also zog ich sie mir über, lud meine Wasserpistole mit Rohrreiniger, zog außerdem dichte Chemiehandschuhe über und ging auf die Eingangstür zu. Auf dem Weg dorthin sah ich mich nach anderen Menschen um, entdeckte aber niemanden. Das wunderte mich nicht besonders. Ich wohnte in einer relativ dünn besiedelten Gegend, weswegen die nächsten Nachbarn wohl noch nichts von all dem mitbekommen hatten. Zumindest hoffte ich das. Ich mochte mir gar nicht vorstellen, was ihnen widerfahren sein konnte. Als ich meine altbekannte Tür erreichte, konnte ich wegen der schmierigen, grün-schwarzen Patina kaum das Schlüsselloch finden. Erst nach mehreren Fehlversuchen, bei denen ich den Schlüssel auf gut Glück in die weiche Schimmelkruste stach, wobei jedes Mal erneut Sporen aufgewirbelt wurden, konnte ich die Tür öffnen. Innen sah es nicht viel besser aus. Der ganze Boden starrte vor Dreck, Schimmel und schmierigem Schleim. Meine Kommode war total verrottet, die Wände schwarz überzogen. Mein Spiegel war gesprungen und blind und gelegentlich sah ich die ein oder andere Kakerlake herumkrabbeln, deren Insektenpanzer ebenfalls voller Sporen und Dreck war. Trotzdem ging ich unbeirrt vorwärts und achtete auf jede noch so winzige Bewegung. Im Flur war alles ruhig, aber als ich die geöffnete und halb aus den Angeln gerissene Tür meines Schlafzimmers erreichte und um die Ecke sah, stürzte sich eine der Kreaturen direkt auf mich. Beinahe hätte ich bei ihrem Anblick panisch die Flucht ergriffen, aber stattdessen schoss ich die ganze Ladung des aggressiven Reinigers in sein Gesicht. Das Wesen gab einen unmenschlichen Schmerzensschrei von sich und wich Stück für Stück von mir zurück. Ich verfolgte es gnadenlos und hielt den Strahl der umfunktionierten Wasserpistole stur auf seine Stirn gerichtet. Erst als ich es endlich geschafft hatte, ein Loch durch den hässlichen Schädel zu ätzen, hörte ich auf zu schießen. Das Wesen lag still und rührte sich nicht mehr, aber auch der Tank meiner Wasserpistole war bedenklich leer geworden. Hektisch schaute ich mich um, ob ein anderes Wesen auftauchte. Aber außer dass mein einstmals stilvolles Schlafzimmer mit Schimmel und Dreck überwuchert war und dass man mein Bett nur mehr allein durch den Höhenunterschied vom Rest des Zimmers unterscheiden konnte, sah ich nichts. Halbwegs beruhigt nahm ich den Kanister mit dem Reinigungsmittel aus meinem Rucksack und füllte vorsichtig den Tank der Wasserpistole nach.
Dabei zischte das dicke Plastik bedenklich. Wenn ich mich nicht beeilte, so befürchtete ich zumindest, würde sich der Tank in meinen Händen auflösen. Nun, immerhin war das Material ja auch nicht für solch aggressive Flüssigkeiten ausgelegt. Ich warf einen letzten Blick auf die Leiche des Wesens, die sich zu meiner Erleichterung noch immer nicht rührte. Dann verließ ich das Schlafzimmer in Richtung Flur. Hier war noch immer alles ruhig. Ich wollte mich schon auf den Weg zur Wohnzimmertür machen, als mich etwas am Fußknöchel packte. Ich stolperte und landete bäuchlings auf dem weichen, schimmligen Boden. Noch immer zerrte etwas an meinem Fuß. Ich stemmte mich mit aller Kraft dagegen und richtete den Blick an meinem Bein hinunter. Mist, ich hatte vergessen, dass die Viecher durch Wände gehen konnten. Ein dünner, aber kräftiger Arm mit einer langfingrigen, bleichen Hand zerrte gnadenlos an meinem Fußgelenk. Zumindest bis ich die Wasserpistole herumriss und ihr eine ordentliche Ladung Reiniger entgegenwarf. Sofort lockerte die Hand ihren Griff und zog sich schließlich wieder völlig in die Wand zurück. Leider landete auch viel von dem ätzenden Reiniger direkt auf meinem Fuß. Es roch nach sich auflösendem Fleisch. Hektisch wischte ich mir die Flüssigkeit mit der Hand ab, so gut es ging. Allerdings brachte mir das nur Schmerzen in meine Hand ein, die ohnehin in letzter Zeit stark schmerzte und merkwürdig roch. Fluchend suchte ich in dem Schimmelchaos nach der Badezimmertür. Ich musste die Scheiße irgendwie abspülen. Endlich fand ich die Tür und drückte die schmierige Klinke herunter. Leider öffnete sie sich nicht. Der Schimmel hatte sich förmlich an den Rahmen geschweißt. Ich nahm Anlauf, so gut es ging, und trat sie einfach auf. Platten von Schimmel splitterten ab und gaben die Türe frei. Vor mir lag mein Badezimmer. Die gute Nachricht war, dass sich dort keines der Wesen zu verstecken schien. Die schlechte, dass von meinem Bad nicht mehr allzu viel zu erkennen war. Die Badewanne war mit einer stinkenden, schlammigen Substanz gefüllt und die einstmals blauen Fliesen waren einem dicken, grün-weißen Überzug gewichen, der sogar über die Armaturen gewuchert war. Als ich es nach einigen Versuchen schaffte, den Wasserhahn aufzudrehen, kam zunächst eine ekelhafte Brühe daraus hervorgeschossen, die sich erst nach und nach in so etwas Ähnliches wie Wasser verwandelte. Zwar traute ich der inzwischen halbwegs klaren Flüssigkeit noch immer nicht, aber ich musste den Reiniger von meiner Haut und meinem Fuß abwaschen. Irgendwie schaffte ich das auch, und glücklicherweise bemerkte ich dabei, dass die Verätzungen nicht allzu schlimm waren und wohl höchstens ein paar Narben zurücklassen würden. Mehr Sorgen machte mir der Zustand meiner Hand. Zwar konnte ich sie noch immer normal bewegen, aber das grenzte schon an ein Wunder. Sie war stark entzündet, voller Eiter und die wenigen unversehrten Stellen sahen trocken und grau aus. Sollte ich das hier überleben, musste ich dringend in ein Krankenhaus. Ohnehin wunderte ich mich, dass ich nicht noch mehr Schmerzen hatte. Aber darüber konnte ich mir ein anderes Mal Gedanken machen. Ich packte meine Wasserpistole ein und begab mich wieder in den Flur. Dann baute ich mich vor der Tür zum Wohnzimmer auf und drückte die Klinke herunter. Ich erwartete das Schlimmste. Und ich wurde nicht enttäuscht. 5 von den Kreaturen standen dort herum. Ihre Köpfe ruckten gleichzeitig in meine Richtung. Sofort setzten sie sich in Bewegung. Dann setzte der Rausch ein. Ich dachte nicht mehr darüber nach, was ich tat. Ich wich aus, schoss, lud nach, warf zuletzt sogar ganze Reinigerflaschen auf die Meute und rechnete nicht wirklich damit, das hier zu überleben. Irgendwann aber hatte ich es wirklich geschafft, das letzte dieser Wesen mit einem dampfenden Loch im Kopf zu Boden zu schicken. Kurz kehrte Stille ein. Ich merkte, dass ich mir noch viel mehr Verätzungen zugezogen hatte. Allerdings war mir das überraschend egal. Vielleicht lag es an dem Adrenalin. Nach einigen Sekunden, in denen ich die schimmelgetränkte Luft in meine Lungen sog, hörte ich erneut ein Geräusch. Sofort drehte ich mich in die entsprechende Richtung und richtete meine Wasserpistole aus. Zwar hatte ich kaum noch Munition, aber ich würde mein Leben nicht kampflos hergeben. Allerdings kam das Geräusch nicht von den Wesen. Es kam von einem Menschen. Er lehnte an der Wohnzimmerwand und war beinahe völlig von Schimmel eingesponnen. Nur sein Gesicht war noch frei und daran erkannte ich auch, dass es sich um die Reinigungskraft handelte. Seine Augen blickten gebrochen und starr und er schien mich erst nicht zu erkennen. Dennoch zückte ich ein Messer, das ich ebenfalls gekauft hatte,
und schnitt ihn behutsam aus seinem abscheulichen Gefängnis frei. Ich zog ihn auf die Füße, wobei wenigstens der meiste Schimmel von ihm abfiel, und endlich stand Erkennen in seinen Augen. Und Wut. Sie wissen, was Sie mir angetan haben? Er sah aus, als wollte er die Scheiße aus mir herausprügeln, aber gleichzeitig war er viel zu schwach dazu. Warum? Wiederholte er nur immer wieder. Zu mehr war er kaum in der Lage. Ich ignorierte mein schlechtes Gewissen und antwortete ihm nicht darauf. Was hätte ich auch sagen können? Stattdessen sagte ich, wir müssen hier raus. Inzwischen hatte ich nämlich erkannt, dass mein Heim verloren war. Es gab keine Möglichkeit, diesen Kreaturen beizukommen, ohne mein Haus gleich mit einer Atombombe zu beschießen. Außerdem hatte ich ja zumindest den Unschuldigen gerettet, genau wie ich es mir vorgenommen hatte. Der Mann nickte schwach. Erst langsam und dann so schnell wir nur konnten, verließen wir beide mein abscheuliches Haus. Wir sollten es nie wieder besuchen. Als wir auf der Straße standen und uns einigermaßen vom Schock erholt hatten, überlegten wir, wo wir hin könnten. Keiner von uns wollte mehr in einem Haus oder einer Wohnung leben, nicht einmal Philips oder der Name des Reinigungsmannes, denn dafür saß der Schock zu tief. Auch wenn Philipp eine kleine Mietwohnung hatte, die er sich mit seiner Freundin teilte, so wollte er nie wieder an einen Ort gehen, wo eines Nachts ein solches Wesen aus seiner Wand kommen konnte. Auch seine Freundin wollte er da nicht reinziehen. Ohnehin fühlte er sich nicht mehr in der Lage, mit irgendeinem Menschen zusammen zu sein, der dieses Grauen nicht erlebt hatte. Also schliefen wir wie Obdachlose in Parks und unter freiem Himmel. Da, wo die frische Luft die Erinnerungen an den Schimmel tilgte und wo das größte Grauen die Kälte und die Kontrollen des Ordnungsamts war. Anders als viele Obdachlose hatte ich ein wenig Geld gespart, das uns fürs Erste genug zu essen sicherte. Wenn auch sicher nicht für lange. Denn zur Arbeit gehen konnte ich nicht mehr. Überhaupt konnte ich nur noch wenig. Die meiste Zeit saßen Philipp und ich nur apathisch herum, kauften uns gelegentlich etwas zu essen und verwahrlosten zusehends. Zu einem Krankenhaus zu gehen, traute ich mich nicht. Ohnehin hatte meine Krankenversicherung mir wahrscheinlich inzwischen eh gekündigt. Außerdem wusste ich auch nicht, ob sie mir dort hätten helfen können, denn obwohl der Schmerz zurückging und ich meine Finger sehr gut bewegen konnte, war meine Hand inzwischen so voller eiter, Schorf und gerissener Haut, dass sie kaum noch menschlich wirkte. Auch Philipp veränderte sich mehr und mehr. Er wurde immer dünner. Ihm fielen die dichten Haare aus und seine Lippen begannen blutig und rissig zu werden. Irgendwann, als uns das Geld fast ausgegangen war, begannen wir im Müll nach Essen zu suchen. Philipp fand ein total vergammeltes Wurstbrot, biss genüsslich davon ab und hielt es mir dann unter die Nase. Erst dachte ich würde es ekelhaft finden, aber dann erkannte ich das feine Aroma und wusste es zu schätzen. Von da an ernährten wir uns nur noch von Verdorbenem. Wir suchten bewusst danach und verschmähten all das, was noch genießbar schien. Die neue Ernährung beschleunigte unsere Entwicklung. Meine Hand wurde länger und dünner und die graue Färbung meiner Haut breitete sich über den gesamten Körper aus. Auch meine Haare fielen aus. Die Menschen betrachteten uns beide mehr und mehr mit offener Abscheu. Wir dagegen hatten immer größeres Interesse an ihnen, an ihren weichen, rosigen Körpern, an ihrer Unschuld, an ihrem Geruch. Und dennoch konnten wir uns ihnen nicht länger zeigen. Die Verwandlung war schon zu weit fortgeschritten. Sie würden bestimmt Fragen stellen. Fragen, deren Antwort sie nicht kennen durften. Da traf es sich doch gut, dass wir inzwischen auch unsere Scheu vor Gebäuden verloren hatten. So dauerte es nicht lange, bis wir in einem leerstehenden und heruntergekommenen Gebäude am Stadtrand Unterschlupf fanden. Dort ließen wir uns nieder und warten seitdem auf andere, die so sind wie wir. Oder auf neugierige Besucher. Vielleicht läufst ja auch du uns einmal über den Weg. Oder wir kommen einfach zu dir. Die Tür brauchst du uns nicht einmal zu öffnen. Wir finden den Weg auch so.
Ich erwachte in einem Labyrinth und werde verfolgt. Überlebender mit der Nummer 7. Das ist meine Bezeichnung. Ich weiß weder, wer ich bin, noch wo ich hier bin. Mein Gedächtnis ist noch etwas trüb. Nach und nach kommen Erinnerungen wieder, die ich aber noch nicht ganz zuordnen kann. Verdammt, ich weiß ja nicht mal meinen Namen. Im Augenblick befinde ich mich in einer Art Gefängnis. Eine Festung, aus der ich nicht entkommen kann. Und ich werde gejagt. Aber der Reihe nach. Was ist hier passiert? Nun, das wüsste ich auch gern. Ich fange mal an ab dem Moment, in dem ich aufgewacht bin. Das ist der Zeitpunkt, an dem meine Erinnerungen begannen. Ich öffnete die Augen und war in einem kreisrunden Raum mit nur einer Tür. Wir waren insgesamt 12 Leute, 10 Männer und 2 Frauen. Jeder von uns wurde ungefähr zur gleichen Zeit wach. Wir hatten alle die gleiche Kleidung, ein grüner Overall mit einer gelben Nummer auf der Rückseite. Wie ihr euch sicher schon denken könnt, hatten auch alle anderen ihr Gedächtnis verloren. Es schien, als wären unsere Erinnerungen von irgendjemandem gelöscht worden. Das verunsicherte uns alle so sehr, dass es die ersten 30 Minuten nichts als Streit, Verdächtigungen und Vorwürfe gab. Als die Stimmung sich dann wieder etwas entspannte, entschieden wir, dass es wohl das Beste wäre, uns umzusehen. Da der Weg sich in 2 Richtungen teilte, bildeten wir 2 Teams mit jeweils 6 Personen und gingen in verschiedene Richtungen los. So machten wir uns also auf, die Gegend zu erkunden. Alles war dem Anschein nach sehr alt. Der Boden und die Wände waren aus groben gepflasterten Steinen. Die Luft war feucht und es roch ein wenig muffig. Es war, als wären wir in einer Art mittelalterlichen Burg, nur viel größer. Wohin man auch sah, überall gab es Flure, Gänge, Türen, Fenster. Was mir zu diesem Zeitpunkt schon auffiel, war die Stille. Sie war angsteinflößend, erzeugte mit der Umgebung eine beklemmende Atmosphäre. Irgendwie fühlte es sich an, als stünde die Zeit still. Und da war noch etwas. In mir wuchs so etwas wie eine Vorahnung. Kennt ihr das Gefühl, wenn man denkt, hier dürfte ich nicht sein? Als würde man plötzlich das Versteck eines Psychopathen finden oder als wäre man mitten in der Nacht alleine in einer stillgelegten Irrenanstalt. Man weiß einfach, hier gehöre ich nicht hin und länger hier zu bleiben bringt mich in große Gefahr. Dieses Gefühl hatte ich die ganze Zeit über. Die Umgebung an sich war schon unheimlich genug. Doch wirklich unangenehm war dieses eigenartige Gefühl in meinem Bauch. Als würde es mich warnen wollen, dass die Stille nur tückisch wäre. Und wir hier nicht alleine sind. An den Wänden hingen hier und da Gemälde und oft sah man auch andere Dekorationen wie Vasen oder Teppiche. Das Komische an den Fenstern war, dass man nichts erkennen konnte, wenn man versuchte hinauszusehen. Es war, als schaute man in eine Lampe oder wie bei einem Fenster mit Milchglas. Wir hatten mal versucht, eines zu zerschlagen, aber die Dinger sind unzerstörbar. Nicht einen Kratzer bekommt das Glas. Das hereinfallende Licht ließ das Gestein, aus dem diese Festung gebaut war, in einem leichten Sepia-Farbton leuchten, was es irgendwie eigenartig aussehen ließ. Aber noch etwas war seltsam. Überall im Schloss gab es in unregelmäßigen Abständen Überwachungsmonitore. Die dazugehörigen Kameras hatten wir zuerst nicht bemerkt, da sie sehr winzig waren. Auf einem der Monitore sahen wir dann das zweite Team. Dieses schien die Kameras ebenfalls nicht zu bemerken. Ich schätze, wir waren gute 2 Stunden unterwegs, als wir das zweite Team schließlich trafen. Zu meiner Überraschung waren es aber nur noch 9, 12 und 4. Auf die Frage, wohin die anderen 3 gegangen sind, antworteten sie mit: Nun ja, unser Weg führte uns an eine große Weggabelung, also teilten wir uns erneut auf. Sonst haben wir nichts gefunden. Keine Tür nach draußen, kein Ausgang. Als wären wir hier drin eingemauert. Schnell wurde uns folgender Umstand bewusst. Wir haben uns in entgegengesetzte Richtungen bewegt. Die Tatsache, dass wir uns hier nun treffen, kann nur bedeuten, dass dieses Schloss kreisförmig aufgebaut ist. Und es gibt scheinbar keinen einzigen Weg, der hier rausführt. Habt ihr die Kameras und Monitore schon bemerkt? Wollte ich wissen. Monitore ja, Kameras nein. Ich frag mich wirklich, was zur Hölle hier abgeht, antwortete Nummer 4. Weiterhin sagte er so etwas wie: Egal, am besten wir suchen erst einmal die anderen 3, dann sehen wir weiter.
Er war gerade im Begriff, noch einen Satz zu beginnen, als dieser abrupt von einem lauten Schrei, der von weiter weg herzukommen schien, unterbrochen wurde. Wir erschraken. Nach einem Moment des Zögerns rannten wir in die Richtung, aus der das Geräusch zu kommen schien. Nachdem wir ein paar Flure passierten, kam uns eine Person mit kreidebleichem Gesicht entgegen. Es war eine Frau mit der Nummer 11. Weg! Weg! Verschwindet von hier! Schnell! Schrie sie gestikulierend, während sie uns immer noch entgegengerannt kam. Leider kann ich mich nicht mehr an das ganze Gespräch erinnern. Doch was sich gut in mein Gedächtnis brannte, war das Wort, das sie immer wieder stammelte. Es war Monster. Ich wusste gar nicht, was dieses ganze Theater sollte, da zupfte ein nervöser Nummer 3 an meinem Ärmel. Als ich mich zu ihm drehte, fiel mir sofort der Ausdruck in seinen Augen auf. Es war Todesangst. Er deutete wortlos auf einen der Monitore. Als ich hinsah, konnte ich für einen Moment eine Art dunkle Gestalt ausmachen. Fast wie ein großer Mensch, der in schwarze Decken gehüllt war. Er bewegte sich zwar langsam, war aber gerade dabei, das Sichtfeld der Kamera zu verlassen, weswegen ich keine Details erkennen konnte. Nummer 9, die wir kurz vorher trafen, schaute ebenfalls auf den Monitor und sagte mit zitternder Stimme, Das, ich erkenne das, das ist nicht so weit weg von hier. Was war da? Was habt ihr gesehen? Wollte ich wissen. Und erneut hörten wir einen Schrei, der uns das Blut in den Adern gefrieren ließ. Diesmal war es näher als beim letzten Mal. Für einen Moment sahen wir uns gegenseitig an. Nummer 9 schlug vor, Ich glaube, wir sollten jetzt gehen. Jetzt! Und genau das taten wir. Wir rannten so schnell unsere Füße uns tragen konnten, als wäre die Hölle selbst hinter uns her. Meine Beine schmerzten und ich hatte Seitenstiche. In einer großen Halle, die an einem Bankettsaal erinnerte, machten wir schließlich Halt und verschlossen die Tür. Der Saal hatte nur wenige Fenster, dafür aber viele Monitore, die alle möglichen Ecken der Festung zeigten. Offenbar war es so etwas wie ein Observationsraum, dafür gemacht, die ganze Festung zu überwachen. Und jetzt kommt's. Auf dem mindestens 5 Meter langen Tisch, der sich mitten im Raum befand, stand Brot, Wasser, Obst, ja sogar Fleisch. Alles frisch, als wäre es gerade erst dort platziert worden. Wir waren zu Tode erschöpft, verängstigt und wir hatten Hunger. Es kümmerte mittlerweile niemanden mehr, ob es eventuell vergiftet war. Jeder von uns dachte das Gleiche. Wenn die, die uns herbrachten, uns töten wollten, hätten sie es schon längst getan. Klingt klischeehaft, ist aber wahr. Als würde jemand wollen, dass wir am Leben und bei Kräften bleiben für die Jagd, die noch bevorstand. Satt gegessen wurden wir langsam träge. Die anfängliche Hysterie wich nun einer Müdigkeit. Kein Wunder, wir waren ja auch schneller gerannt als jeder Leistungssportler und daher völlig erschöpft. Wie sollte es nun weitergehen? Es stand außer Frage, dass wir zurück mussten, um nach dem Rest des zweiten Teams zu suchen. Doch wir hatten zumindest für den Moment nicht die Kraft oder den Mut dazu. Also blieben wir. Da die Tür immer noch gut verschlossen war, hielten wir es für das Beste, ein bisschen zu schlafen oder wenigstens etwas zu ruhen, während ein anderer Wache hielt. Keine Ahnung, wie viel Zeit verging. Es kann nicht viel gewesen sein, da ich immer noch sehr müde war, als ich hektisch von einem erschrockenen Nummer 4 geweckt wurde, der sich zuerst einen Finger vor die Lippe hielt und anschließend zu einem der Monitore deutete. Meine anfängliche Müdigkeit verschwand schlagartig. Diesmal sah ich es besser als beim letzten Mal. Es trug eine Art zerfetzten Mantel, der bis zum Boden reichte und es aussehen ließ, als würde es schweben. Lange, knochige Arme und Hände mit nur 3 Fingern, scharfen Krallen und eine Haut mit eigenartiger Struktur. Sie erinnerten mich an die Beine eines Vogels. Zudem waren sie nach vorne gerichtet, wie bei einem Schlafwandler. Als würde es nach einem greifen wollen. Das Gesicht war in etwa wie bei einer Puppe aus Porzellan, mit stechenden kleinen Augen. Doch der Mund des Wesens war groß und unnatürlich weit geöffnet, als wäre er ausgerenkt. Leider, oder besser zum Glück, konnte ich nur das Gesicht erkennen. Der Rest wurde von einer Kapuze verdeckt.
Er bewegte sich leicht wankend langsam vorwärts. So langsam, dass es für uns leicht war, ihm zu entkommen. Der Anblick der Kreatur lenkte mich zwar zuerst davon ab, doch nun begriff ich, was Nummer 4 mir zeigen wollte. Er war keine 10 Meter von der Tür zu unserem Saal entfernt. Keiner von uns gab ein Geräusch von sich, was dazu führte, dass wir sein keuchendes Atmen hören konnten. Es keuchte so widerlich, als hätte es Unmengen an zähem Schleim im Hals. Das Atmen kam immer näher. In den Gesichtern der anderen erkannte ich pures Entsetzen. Panik breitete sich aus und erneut rannten wir, was das Zeug hielt. Niemand von uns hatte eine Ahnung, was das für ein Ding war oder was passierte, wenn es uns erreichte. Ich schätze, das wollte auch niemand wirklich herausfinden. Innerlich hatten wir jedoch alle denselben Gedanken, den sich niemand auszusprechen traute. Die anderen 3 sind vermutlich schon tot. In einem kleinen Gemeinschaftsraum machten wir schließlich Halt, um wieder Kräfte zu sammeln. Anfangs bereuten wir es, keine Lebensmittel mitgenommen zu haben. Doch das war, wie sich später offenbarte, auch nicht notwendig. Denn jedes Mal, wenn wir zur Halle zurückkehrten, war der Tisch wieder neu gedeckt. Langsam dämmerte es uns, was hier vor sich ging. Wir sind in einer Art Katz-und-Maus-Spiel. Das Ziel wurde uns auch schnell bewusst. Laufe um dein Leben, bevor das Monster dich holt. Wir fanden auch, teilweise durch Zufall und teilweise durch traurige Erfahrungen, einige Regeln heraus. Erstens, das Monster weiß immer und zu jeder Zeit, wo wir uns befinden und wird sich zwar langsam, dafür aber ohne Pause auf uns zubewegen. Zweitens, merke dir jeden Winkel der Festung, jeden Flur und jede Wegzweigung. Diese Gänge sind tückisch, gewohnte Wege, die man kennt, sind sicherer. Drittens, dieses Ding braucht in etwa 3,5 Stunden, um von einem Ende der Festung zu anderen zu gelangen. Ich vermute, es ist etwas mehr, aber wir brauchen auch mindestens 30 Minuten, wenn wir schnell gehen. Das sind 3,5 Stunden, um zu essen und zu schlafen. An einem Ende der Festung gibt es den Observationsraum mit Essen. Auf der anderen Seite war unser Startpunkt. Dort gibt es nichts außer viele, viele Gänge. Wenn man sich ruhig verhält und gut lauscht, kann man sein keuchendes, schleimiges Atmen hören. Dies hat uns des Öfteren schon vorgewarnt. Im Ernstfall haben sich die Monitore jedoch als verlässlicher erwiesen. Kampf ist übrigens aussichtslos. Obwohl seine Gliedmaßen gebrechlich aussehen, ist es sehr viel stärker als ein normaler Mensch. Wir müssen also in Bewegung bleiben. Nun, dieses Schau auf die Monitore und renn weg Spielchen ging eine Weile gut. Doch jeder Mensch macht irgendwann einmal Fehler. Fehler, die einen das Leben kosten können. Sei es panisch in eine Sackgasse zu rennen, und davon gibt es hier viele, oder einfach nur zu schlafen und nicht rechtzeitig aufzuwachen. Zum jetzigen Zeitpunkt, an dem ich das hier schreibe, bin nur noch ich übrig. Bis gestern waren wir noch zu dritt. Ich, Nummer 1 und Nummer 4. Doch ich verlor sie, als wir von diesem Ding überrascht wurden. Wir wurden unaufmerksam, bogen in einen vermeintlich sicheren Gang ein und liefen ihm direkt in die Arme. Sein schrecklicher Kiefer war noch weiter geöffnet als sonst, so als wolle es uns im Ganzen verschlingen. Danach verstreuten wir uns panisch in alle Richtungen. Ich weiß nicht, was aus den anderen beiden geworden ist. Ich schätze, das Ding hat sie geholt. Es ist nicht mal der Gedanke, was dieses Ding mit mir anstellt, wenn es mich bekommt, der mir Angst macht. Es ist das Zusammenspiel aus allem, was hier geschieht. Wenn du in dieser leblosen Umgebung, in völliger Abgeschiedenheit auf dich allein gestellt bist, in totaler Stille auf jedes kleine Geräusch achtest, wenn du darum betest, in den nächsten paar Minuten kein Schlurfen über dem Boden oder ein schweres keuchendes Atmen zu hören, wenn es dann aber doch kommt, sich immer weiter nähert, wenn du auf einen Monitor starrst und siehst, wie sich etwas in Fetzen gehülltes langsam wie der Tod selbst auf dich zubewegt, wenn du es garantiert hinter einer Tür direkt vor dir erwartest, es aber dann plötzlich aus einer Tür hinter dir erscheint, das macht mich wirklich ängstlich. So langsam stelle ich mir auch die Frage, wie lange ich das hier noch aushalten werde. Wenn ich nur ein paar Antworten bekommen könnte. Eine Zeit lang dachte ich, das hier wäre irgendein krankes Spiel von irgendwelchen Sadisten, die zur Unterhaltung ein paar Mäuse von einer Katze jagen lassen. Doch ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, es gab hier früher einmal richtig viele Menschen, da es hier auch sehr viele Räume mit Betten gibt. Vielleicht wurden sie alle von diesem Ding getötet,
Vielleicht ist irgendetwas schon immer hier gewesen und wurde dann durch die Anwesenheit der Menschen wieder zum Leben erweckt. Doch wo sind ihre Leichen? Ich schwöre, ich bin diese Festung mehr als 100 Mal durchlaufen. Dennoch fehlen die Leichen von den übrigen Nummern. Verschleppt es sie in irgendeine Kammer und stellt dort Schlimmeres mit ihnen an? Allein der Gedanke daran bereitet mir Gänsehaut und ich würde mich am liebsten irgendwo verkriechen, wo es sicher ist. Aber es ist nirgendwo sicher. Ich höre ein leises Keuchen und bekomme Angst. Wieder schaue ich auf den Monitor vor mir. Wieder bewegt sich dieses Ding auf mich zu. Wieder hoffe ich nicht versehentlich in eine Sackgasse zu rennen. Gestern wäre es mir beinahe passiert. Dort, wo ich früher garantiert einen Flur mit drei Türen auf der linken Seite sah, war nur ein Flur mit einer Rechtskurve. Ich verwette mein Leben darauf, dass dahinter eine Sackgasse lauerte. Entweder verliere ich langsam den Verstand, oder selbst diese Festung will meinen Tod. Dass ich den richtigen Weg nahm, verdanke ich purem Glück. Ich muss aufstehen. Das Keuchen kommt immer näher. Auch der Blick auf den Monitor offenbart mir, dass es bereits hinter der Tür steht. Wie immer wird es gleich die Tür öffnen und sich auf mich zubewegen. Ich muss wieder rennen, wieder entkommen und überleben.